Funk on space one hundred three point two in the station. Next, with the baddest bad 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 DJ, or listening to the hottest internet station. <laughs> F Einen wundervollen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dash FM. Mit dabei Reiner Schauder und meine Wenigkeit Yativin. Gu guten Abend. Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Ja, die Woche ist mal wieder rum. Es ist ja immer so entspannt eigentlich, immer die Woche ausklingen zu lassen mit diesem fabelhaften Podcast am Freitag um 21 Uhr jede Woche unsere Aufnahme wie immer. Ist es bei dir nicht auch so, dass der Freitag, ähm, nachdem du diese Aufnahme beendet hast, ist dann quasi so die Woche für dich so auch so abgehakt, so dass du dann, jetzt geht eine neue Woche los, obwohl eigentlich Samstag ist. Nein, weil ich ehrlich gesagt den Podcast ja noch schneiden muss. Ach so. Aber nö, ne, aber danach. Ja, ich, 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 ich pimmel mir da einfach quasi immer durch die Karibik durch. Wenn du, du zu Hause knechtest und den Podcast schneidest. So. Ich, mach, ich mach das ja aber gerne. Es macht mir Spaß. Ja. Also nicht das jetzt an der heißen so... Guck mal, da Yeti die der faule Socke. Nein, wir haben uns ein paar Aufgaben aufgeteilt. Alles cool dort. Alles cool. Ey, Alter, du, was, was du so anschreibt, technisch. Also du machst ja unsere ganze PR-Kommunikation. Also was du rotiert bis zur Gamescom, da... Großes Dankeschön, war echt eine geile Sache da. Ja, ich hätte noch also, viel, 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 viel mehr machen wollen. Also viel, viel mehr Kontakte, viel, viel mehr. Noch mehr! Noch mehr! Ja gut, wir haben ja auch, muss man auch sagen, auf der Gamescom ja auch ähm, nicht alle Termine wahrnehmen können, ähm, weil auch manche Sachen haben uns dann doch nicht so interessiert. Ähm, oder, haben wir, oder eigentlich wir die Technet story erzählt? <laughs> <laughs> Nein, oder wir standen, wo wir jetzt schon wieder oder wir standen bei, was war denn, das NIS, wo wir einen Termin hatten und dann ist einfach nichts passiert. Ja, <laughs> das <war lacht> weil, weil der, weil der Termin, also wir sind zum Empfang gegangen, haben gesagt, wir haben einen Termin um 12.30 Uhr. Ja, stimmt, hier, der Chef M, alles klar, kommt mit. So, hier, das ist dieser Raum, wenn gleich die Tür aufgeht, dann wird es gleich losgehen. Wir stehen da schon so eine halbe Stunde, nichts so, passiert. Drei, die Tür drei, schon längst drei, aufgegangen. Drei, Dosen, drei Dosen Apfelsaft später. <laughs> ja. Und irgendwann fragt man uns der Typ, der schon seit Minuten da. Äh, auch so rumsteht, so sorry guys, habt, habt ihr irgendwie worauf wartet ihr eigentlich jetzt gerade, so ja, wir wollen jetzt eigentlich hier zu dieser komischen, zu der Präsentation in dem Moment, also es gibt keine Präsentation die nächste ist erst um zwei, so okay, alles klar so, wir kommen definitiv wieder wir kommen nie wieder <laughs> vor allen Dingen, Dingen habe hab ich da noch jemanden getroffen, einen Bekannten. Der kam dann da zu uns. Auch das Auch total abgehetzt. Auch total abgehetzt. Er stand dann bei uns. Wir standen da draußen und haben gewartet. Dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann haben wir uns so fünf Minuten unterhalten. Und ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie total weird. Wir reden fertig. Und plötzlich macht er die Tür auf und geht rein. So, also, genau. vor diesen und vor du diesen hast diesen gerade Raum. gesagt, wer ist es überhaupt? <laughs> Nein, ich kannte ich kannte den schon. Also ich kannte ah, den okay. schon. Der Witz war also wirklich, also wir standen halt vor vor dieser einen Tür und da waren Leute drin und haben gerade irgendwas präsentiert bekommen. So und dann hat, stand der mit uns fünf Minuten auch vor dieser Tür und irgendwann geht er einfach da rein. So das war das erste, was total komisch war. Und dann war halt irgendwie war er wohl so spät dran, dass die nur noch fünf Minuten gesprochen haben. Das heißt fünf Minuten später kam der wieder raus und hat dann so Puh, so gesäuft, als wäre das voll anstrengend, schlau so, Boah, ja, so, als hätte sich, als hätte er sich jetzt zwei Stunden lang diese Diskussion oder diesen, diesen, äh, diese Präsentation reingezogen. Also irgendwie, also das war <laughs> irgendwie echt ein bisschen weird. Naja, ja, ich fand aber gut. auch die Tagland-Geschichte ganz witzig. Wir hatten einen Termin in der Früh bei Techland für einem noch nicht angekündigten Spiel, weil wenn du natürlich so Termine im Vorfeld der Gamescom machst, manche Spiele sind noch nicht angekündigt und und du weißt nicht, was da natürlich ist, so wie so eine Sneak-Preview. Allerdings, natürlich, ähm, am Dienstag, wo dann die ganzen äh, Spiele veröffentlicht worden sind oder beziehungsweise präsentiert worden, announced worden sind, ähm, wussten wir, was es, ähm, was es sich handelt. Und zwar war das God-Trigger, was uns beide jetzt nicht so sehr interessiert hat, deswegen sind wir da einfach nicht hingegangen. So ganz assi muss man. <laughs> und irgendwann mal eine, an diesem Tag, so später am Nachmittag, sind wir an vorbei vorbeigelaufen. Und es ist eine ganz unübliche Sache, dass dann ein Entwickler dir hinterherläuft und sagt, hey, Leute von Dash FM, warum hat denn nicht heute ein gehabt? <lacht> <lacht> ja, doch, ja, stimmt, aber hat sich zeitlich nicht so ergeben und so. Ja, kommt also, ihr noch doch bitte vorbei. Wir würden euch gerne mal unser Spiel zeigen. Das war schon so. Sehr unangenehm, ja, wirklich ja. sehr unangenehm. Sehr unangenehm, auf jeden Fall. Aber was will man machen? Man ist halt irgendwie im Biss, man ist halt irgendwie voll im Stress, Termine, viele Spiele, Termine für Spiele. Das ist halt einfach äh, geht's nicht. Das ja. ein Nein, das ist jetzt ganz, ganz böse. Ich ähm, hab sogar im Nachhinein oftmals gelesen, dass es äh, tatsächlich ein Geheimtipp war für viele, so God's Trigger. Aber ich, naja, ist halt so Miami ja, mit Twin Stick und irgendwie sowas, glaube ich. Ja, aber, äh, aber da frage ich mich halt, aber was haben diese Leute denn sonst so gesehen? Haben die denn alles gesehen, was wir gesehen haben? Ich glaube nicht. Nee, ich das glaube wär, nicht, dass das die kann alles nicht, das, kann nicht sein. das kann nicht, wie, nicht sein. Wie viele von denen haben Moss gespielt? Wahrscheinlich die wenigsten. Yoko's Island Express. Ich sag's immer wieder. Ja, oder das. Ja, oder das. Exakt. Oh Mensch. Deswegen. Ja, ey, ähm, was liegt denn eigentlich so an? Was, was also heute haben wir wieder, wieder ein Sammelsurium, der, der unser Gaming-Credibility auf euch, was euch... Auf euch einprasseln wird. Wir haben fette News am Start, wir haben wichtige Diskussionen am Start, wir haben viele Spiele, Spiele, Spiele am Start. Wir haben ein Gewinnspiel am Start. Kann man da schon ein bisschen was antiesen zu dem Spiel, was wir heute besprechen werden, The Last Day of June? Mehr dazu aber äh, im äh, jeweiligen Review. Ne? Genau. Und äh, wir haben äh, eine Premiere jetzt. Äh, würde ich mal sagen, komm, können wir dazu kommen ja, zur komm, Premiere. Komm wir dazu. Jetzt? Komm, machen ja. das mal. Wir haben vor ein paar Folgen dazu aufgerufen, dass wir wahrscheinlich nicht die einzigen Kacknötz sind, denen immer irgendein Scheiß passiert. Ähm, deswegen haben wir euch dazu aufgefordert, uns doch mal Leserbriefe zu schreiben mit euren eigenen Anekdoten. Und äh, mittlerweile ist da tatsächlich äh, was bei rumgekommen. gekommen. Und deswegen möchten wir da heute mal Handverlesen äh, was vorlesen. Ja. Und, und deswegen würde ich sagen. Aber was zum Vorwort noch was? Ähm, vielleicht auch noch mal einen Aufruf. Also falls ihr, ähm, also, falls ihr da auch eine geile Anekdote habt oder es muss natürlich nicht völlig abgefahren sein, aber wir lesen definitiv so richtig schöne. Wenn es wenn es wirklich tolle Geschichten sind, lesen wir die gerne vor, ähm, weil ich glaube. Also das, das ist echt eine interessante Sache, weil ich habe jetzt schon, wir haben ja einen Leserbrief, ich habe noch eine andere Geschichte von einem Kumpel, der mir auch in im, im Bezug auf diesen, auf so einen Leserbrief, ähm, Bereich, den mir jetzt hier so ein bisschen einräumen. Ähm, hat er mir auch noch mal eine Geschichte erzählt, die ich auch gerne eine, mal ist das einer von deinen Kumpels, der den Podcast hört, wo so ja, okay, richtig. Ihr, ihr wollt Leserbriefe haben, als dann hat er dich angerufen telefonisch. Nee, und also, telefonisch. Aber, das, telefonisch. Aber, das, aber das war, das war so ähnlich, eh es war nicht im, es war nicht ein Anruf, es war im Auto so, ey, da kann ich dir eine Geschichte beisteuern. Die fand ich, die ist nicht die ist jetzt nicht voll funny, aber die ist schon also die fand ich schon ziemlich ziemlich krass. Ähm, und ich habe noch eine eigene Story, die ich diese Woche erlebt habe. Ähm, die erzähle ich auch nochmal. Äh, fand ich nämlich auch ganz witzig. Aber äh, drei Anekdoten heute so. Aber das ist jetzt natürlich ähm, eine wirklich richtige Leserbrief-Geschichte. Ähm, das heißt, wenn ihr Bock habt, ähm, eure, eure Geschichten loszuwerden, die wir dann im Podcast erzählen und die sind cool genug, dass wir die erzählen können, dann könnt ihr uns. Über kontaktat unsere fancy E-Mail-Adresse, uns eure Geschichten schicken. Und wie gesagt, da sind wir sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommen kann. Okay. Ne? Das heißt, wir starten jetzt einfach mal mit. Die Dash FM Leserbriefe. So. Okay, also ich fange jetzt mal an, der Brief, ich habe jetzt glaube hier von von Andy kommt der. Ich lese ihn mal so ein bisschen vor, er hat ein kleines Vorwort, das lese ich auch nochmal vor. Hi Fabian, hi Matthias. Erstmal danke für eure harte Arbeit. Gerade die Gamescom Folge war der Hammer. Vielen Dank dafür. Als der man dabei so, da haben wir es wieder, ne? Hintergrundgeräusche müssen jemand. So, so, ihr habt nach. Das <laughs> so leicht, leichtes Streitthema, diese Hintergrundgeräusche. Aber ich glaube, die meisten fanden es echt cool. Tatsächlich, ja. Also die meisten haben darauf nochmal sich gemeldet und gesagt, das fand ich eigentlich ziemlich sympathisch. Also, das fand ich auch sehr, sehr cool, dass das nochmal irgendwie zum Thema wurde. Aber so, ihr habt nach Geschichten im Kosmos Gaming gefragt. Ähm, in dieser geht es um einen TV, einen Mediamarkt und einen Hund. Schon mal sorry für meinen Schreibstil, okay. Also, es war einmal im Mediamarkt zur Zeit der Xbox 360 PS3 und der Full HD-Fernseher. Ein Hund, eine Frau und ein Mann betreten den Elektrofachhandel im ländlichen Süden von Deutschland. Das Ziel, ein neuer Fernseher, na klar zum Zocken. Die Menschen begutachten die Angebote und der Hund macht so lange Pause. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat man sich dann für ein Modell entschieden. Es kann endlich losgehen. Entscheidung getroffen nur der schlafende Hund möchte nicht mehr aufwachen. <laughs> Bei dem gerade verstorbenen Hund handelt es sich um ein stattliches Modell des Types Berner Sennenhund. <laughs> Und für diesen 35 Kilo schweren Hundesenioren war die Zeit leider abgelaufen. Dadurch, oh, wa Dadurch, <lacht> <lacht> Dadurch war der neue Pferd sehr vergessen. Glücklicherweise bemerkte ein netter Verkäufer unsere verzweifelten Versuche, Wulfi wieder auf die Beine zu bekommen. Er besorgte uns dann einen leeren TV-Karton für den Transport von Wulfi. Karton auf, Wulfi rein, Karton zu. Es ist komischerweise sehr gehässig geschrieben irgendwie, ne? Also, okay, aber nee, komm, ich glaub, da wird eine kleine Nachbesprechung also, folgen müssen, glaube ich. Also Karton auf, Wulfi rein, Karton zu. Danach war der Mitarbeiter noch so nett beim Tragen zu helfen. Wir stellten Wulfi auf dem Parkplatz beim Auto ab. Nach dem ersten Schrecken entschieden wir uns, noch einmal den Markt zu betreten, um den ausgesuchten TV mitzunehmen. Schließlich waren wir ja <laughs> schon mal da. Weil Le Priorities. <laughs> das ist so weißt du. Lass den mal hier stehen, wir holen doch schnell den Fernseher, wenn das also schon mal komm, Ist ja jetzt kein Grund, uns irgendwie die, die Freude verhageln zu lassen. Also, <laughs> Lass doch mal zurückgehen, nochmal wegen dem Fernseher. Aber ich habe mich doch verabredet, Alter, heute. Ich wollte doch heute erst in die zweite zocken. So, oh. Oh so Gott. jetzt geht's weiter. Leider mussten wir bei unserer Rück Rückkehr feststellen, dass es keine gute Idee ist, einen TV-Karton unbewacht auf dem Parkplatz eines Mena-Markt stehen zu lassen. Bis heute stelle ich mir oft vor, wie der Dieb oder mehrere voller Freude den gerade erbeuteten TV bei sich im Wohnzimmer auspacken und dabei den armen alten Wolfi entdecken. <laughs> wieder, wieder bei ihr Lächeln verschwindet Verständnislosigkeit, Angst, Ekel, Entsetzen, ein panischer Schrei, Resignation. Dabei muss ich immer lachen. Rest in Peace, Wulfi. Viele Grüße, ist, Andi. Also, ich sag jetzt mal Andi. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, was diese Sache anbelangt. Ich hoffe jetzt mal, dass uns jetzt nicht Leute schreiben, ey, die Geschichte habe ich schon fünfmal gehört, das ist ein Hoax, wie die Geschichte von den kiffenden Studenten im Kreisverkehr. Es gibt ja so Geschichten zu so Urban Legends, die hört man einfach immer Kiffen wieder von der unterschiedlichen im Kreisverkehr? Leuten. Kennst du nicht diese. Die ey, das, ist, das ist eine Geschichte, die ich während meiner Schulzeit dreimal von unterschiedlichen Leuten gehört habe. Ich kenne jemand, jemanden, der jemand kennt, der jemand kennt, der hatte zwei Kumpels, die waren irgendwie bekifft und haben irgendwie, den war langweilig, dann sind sie irgendwie in den Kreisverkehr gefahren. Und dann war den so langweilig, dass sie irgendwann entgegengesetzt im Kreisverkehr gefahren sind. Und dann kam die Polizei, dann haben sie einen Unfall gebaut, die Polizei kam an, die haben gedacht: Scheiße, scheiße, jetzt werden wir gefickt, wir sind bekifft hier und sind gegen den Kreisverkehr gefahren. Und dann hat der Polizist an die Scheibe geklopft und gesagt: Sag mal, Leute, das dauert hier noch ein bisschen. Der Typ hinter euch, der hat so und so viel Promille und will mir erzählen, dass ihr rückwärts im Kreisverkehr gefahren seid. Also, das ist eine Geschichte, die ich Was? irgendwie schon, die ich dreimal von unterschiedlichen Leuten gehört habe, wo ich mir denke, so, sorry, das hat sich irgendwie einer ausgedacht und hat diese. Also, keine Ahnung. Es ist ein bisschen, also, wie, wie gesagt, das ist ein bisschen gehässig geschrieben und es ist halt schon sehr, sehr makaber, vor allen Dingen so in der Hinsicht, weil der, also der, der Typ, wie er es so schreibt, das klingt so, als ob, wenn er so zurückkommt, der Hund ist weg und dann so, all right. <laughs> dann, dann die TV ist so, da. Alter. Oder du gehst, gehst nach Hause. Ja, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben ein Fernseher. <laughs> Yay. Yay! Wo ist der Hund? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Wo ist ja, Wolfi? Ja, also auch der Name Wolfi, also ich weiß auch ich nicht. Ich glaube, es ist, ist wahrscheinlich ein Codewort. Ja, ich weiß auch nicht. Oder, also, ist, oder er ist Terminator-Fan, man weiß es nicht. Ähm, <laughs> um, das ist genauso wie die, wie die Urban Legend. Die erzähle ich aber immer gerne, weil ich damals wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass, dass es einfach wahr ist. Und man hat mir irgendwann erzählt, das ist, das kenne ich schon. Dann war der, dieser Mythos, dieser Traum, diese einzigartige Geschichte zu haben mit diesem Typen, der bei, einer bei so einem so so Mädel ist und völlig besoffen ist und dann auf dem Boden kackt. Kennst du die? <laughs> Soll ich dir solche Kurze erzählen? Also, das ist das, halt Das klingt klingt als wäre es als hätte Simon in einem Almost Daily erzählt, weil gibt's schon diese erzähl Geschichte wo Norbert, wo Norbert auf den Teppich gepisst hat. Ja, nee. das war die Party Party uh, glaube ich, oder oder ich, ich ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich, ich erzähle die Story mal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe das damals von meinem Bruder gehört, Und er hat mir erzählt, ja, sein sein Kollege hat ihm erzählt, der hat eine, der hat eine Perle auf einem auf einem Party kennengelernt, die sind zu ihr nach Hause gegangen, die waren beide völlig besoffen und rum gemacht und dann ist sie sich duschen, also duschen gegangen und er war so besoffen, er saß auf der Couch und hatte halt mega einen ähm, Druck und musste halt kacken, konnte aber nicht aufs Klo, weil natürlich abgeschlossen war und sie hat nichts gehört, weil sie geduscht hat und er war halt so ähm, breit, dass er halt ihn, in ihren Hund gesehen hat und sich dachte, hey, jetzt kacke ich ihr einfach mal auf den Boden, es wird schon keinem ausfallen und als er es gemerkt hat, ist er halt nach Hause, weil er dachte, fuck, was habe ich getan und als auf dem Weg nach Hause ruft sie ihn an und fragt, wo bist du? Und er sagt er, ja, ich bin jetzt nach Hause gefahren, weil mir ging's nicht so gut. Und so, ja, ist mir scheißegal, aber warum kackst du auf meine Fliesen? Und so, ja, wie, das war ich doch gar nicht. Und so, ja, wie, das warst du nicht. Wer war das denn dann? Und er sagt, ja, das war der Hund. Und er immer welcher Hund? Ja, der, der da in der Ecke sitzt. Und so, ja, der Hund ist aus Porzellan. Ja, das ist, und ich war immer fansfest davon überzeugt, dass diese Geschichte echt ist. Ich habe jedem erzählt, so, ah, krass. Und alle haben sich kaputt gelacht. Und so ein einer hat dann gesagt, oh, die sorry, ich schon, ja, mit Porzellanhunden, oder? Und dann habe ich gesagt so, wow, okay, fuck. All die Jahre, nur, all die ist, Jahre, Mann! Ja, das ist halt echt ärgerlich. Ich habe mal so, so eine Geschichte gehört, irgendwie, wo äh, irgendwie ein Typ sich, äh, irgendwie eine, eine Tussi abgeschleppt hat, sie sind zu ihr nach Hause und sie wohnte wohl noch bei ihren Eltern. Er musste irgendwie nachts aufs Klo, geht ins Bad und dann hockt halt da der Vater irgendwie auf, auf dem Klo und rasiert sich die Eier. Also. <laughs> das ist aber eine Story, die könnte Die, die, ich bin mir sicher, gerade während wir hier reden, passiert die gerade. Die ist ja wirklich, die ist, ja, die ist ja wirklich nicht so abwegig, Alter. Gott. Das kann doch mal sein, oder? Dass der Vater sich, äh, sich so so. <laughs> Während du da äh, gerade ja. auf bist. Kann ja alles passieren. Also, wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt einfach Geschichten, wo du dir erstmal denkst, sie sind halt schon so ein bisschen krass. Wo du, wo du halt schon mal so ein bisschen skeptisch bist, ist das wirklich passiert. Und dann gibt es halt so Geschichten, wo sich das so ein bisschen selber entlarvt, weil man die von unterschiedlichen Leuten ja. halt irgendwie hört, wie deine Geschichte jetzt gerade. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie wirklich so passiert ist, dann ist das schon genau nach meinem Geschmack, weil ich mag ja so morbide Geschichten. <laughs> das war schon, also ich habe das ja auch irgendwie gelesen, schon im Vorfeld. Und während ich das gelesen habe, habe ich nicht kommen sehen, was da passiert. Und am Ende, <laughs> am Ende, ich, hab, ich bin ich hab, bin abgekackt, ich habe es meiner Frau erzählt. Dies komplett die ist auch wirklich, die hat sich auch super, super kaputt gemacht. Also wir sind beide <laughs> wirklich total abgeworfen. Ey, vor allen Dingen, diese, diese, also wirklich, wenn du so ein Kopfkino hast, wie das wohl abgelaufen ist, dass so drei Typen diesen Fernsehkarton nehmen ins Auto. Fahr, 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 fahr! So zu Hause voll ist. Oh, Alter, ein neuer Fernseher! Alter, kannst du dir vorstellen? <laughs> wir wollten doch einfach nur Batterien kaufen. Jetzt haben wir fucking Fernseher. Ey, guck mal, hier Full HD. Ey, weiß nicht, 50 Zoll. Ey, krass, habe ich überhaupt so viel Platz zu Hause? Also, rück mal die Möbel, rück mal die Möbel. Wir können direkt. <laughs> machen, und ich, ja, ich, ich halt, auch nicht weiß, was das, was das für ein Karton war, weil es ist ja doch. ein... Naja, ist ja egal. Also da kann man spekulieren. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole aber man Geschichte. Aber das ist aber auch so eine Sache. Ähm, ich muss das nochmal an, an, anmerken. Diese, dass alles gleich in Frage gestellt wird. So ähm, auch zum Beispiel bei. Es gibt da viele Sendungen, ähm, da streitet man sich. Ist das wahr? Ist das Fake und sowas? Oder weiß was, was? Ich was? Manchmal sage ich mir, denke ich mir, aber auch. Lass das doch einfach mal sein. So, wieso, wieso genießt man mittlerweile nicht mehr alles, sondern muss alles irgendwie entlarven müssen, analysieren? Das kann nicht sein, das ist Fake. Weil es das Internet ist. Das ist nervig. Das macht mir das. Leserbrief. Es ist halt irgendwie manchmal ein bisschen. Ähm es, es nimmt mir persönlich den Spaß, weil sich darüber ähm, gestritten wird, dass, ob es fake ist oder nicht. Weil ich will aber. Also, ne, bei manchen Sachen kann man ja auch, ist das auch wirklich notwendig, dass man das auch irgendwie in Frage stellt, aber nicht bei allem. Weißt du, so, halt mal langsam die Füße still. Nicht überall muss irgendwie geredet werden und geredet werden. Wenn ihr äh, wisst, ob diese Geschichte echt ist oder nicht, schreibt eine Mail mit dem Betreff die traurige Wahrheit an. <laughs> Jede <te win> <laughs> <laughs> an Kontakt fmde Ja, ich bin mir, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die, dass die Fake ist. Aber trotzdem ist also die Geschichte ist trotzdem so Ziemlich gut. krass. Die kann man auch, die kann man auch Ey, so für es, sich stehen. Sie hat entertained, sie hat delivered und deswegen haben wir sie vorgelesen. Ja. Aber du hast ja noch mehr Geschichten am Start. Ich habe noch eine Geschichte und zwar mein Kumpel hat mir erzählt, ähm, er hat äh, zehn oder elf Jahre alt war er da und er hat damals bei seinem Kumpel Seine Hill gespielt. Und ähm, es war halt Nacht, er hat, es war in einem Dorf und er hat, soweit ich das erinnern kann, hat er in, einem, in einem Nachbardorf gewohnt. Das heißt, er musste durch, die, durch, die, durch das Dorf laufen, ne, überall waren die Laternen, das waren aber so gelbe Laternen, nicht so weiße. Und dann musste er ähm, noch so diese, diese Zwischenstraße zwischen Dorf 1 und Dorf 2 nehmen und da waren keine Laternen. Und als er die letzte Laterne ähm, überschritten hat, ging die Sirene los. Also wirklich dieses mm, also das kann allein schon das, du bist zehn Jahre alt, hast gerade fucking Silent Hill gespielt und dann geht die fucking Sirene los um 22 Uhr nachts, keiner auf den Straßen. Er fängt an langsam immer schneller zu gehen, immer schneller fängt an zu rennen. Rennt nach Hause. Ich so lachen. Rennt nach Hause. Das nächste, die nächste Erkenntnis, es ist niemand da, auf dem Weg dorthin hat er niemanden gesehen und zu Hause ist niemand da, also kein Autos, nix, es war wirklich, er war komplett alleine, es war auch merkwürdig und dann macht er die Tür auf, natürlich fällt der Schlüssel runter, <laughs> macht den noch nochmal auf, macht die Tür auf, macht das Licht an, das Licht geht, also die Blutbinde explodiert, so. Zehn Jahre alt. Alter, come on, ey. Das ist, also, das ist, also, ich, das ist Was ist denn das für ein Live? Also, also, das ist, Wie gesagt, ich glaube, ich wäre instant gestorben. Ich wäre ich wär schon bei der Sirene, glaube ich, schon einfach umgefallen. So, Das ist für mich sowieso das Schlimmste. Aber wenn du gerade Silent Hill spielst, erste mal, es ist so ein Abfuckspiel und, und das, äh, es geht so um Mark und bein, da kommen halt genau die Sachen auch noch vor. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich hätte es nicht überlebt. Mein Herzschlag wäre wär irgendwann mal ausgefallen. Ja. Das Beste wäre noch gewesen, wenn auch das Radio angegangen wäre mit so einem Rauschen. Dann wäre glaube ich dabei wirklich zappenduster. So. Zum Glück weiß ich ganz genau, meine Eltern hätten mich um 10 Uhr nie irgendwo hingelassen. Ich weiß. Also, also wäre komplett ausgeschlossen gewesen, dass ich um 10 Uhr außerhalb mich des Hauses befinde. Ja. Ausgeschlossen. Ich glaube selber hätte ich nicht mal, mich nicht mal mehr getraut. Ich hatte mal damals ähm, bei einem Kumpel Blair Witch Project zum ersten Mal gesehen und musste dann nach Hause gehen und dann auch durch so, ein, durch so eine Art Park. Ja, war auch nicht so geil. <laughs> Weiß ich nicht. Also, naja. Hey, als ich Blevage Project gesehen habe, irgendwie so, das war, pff, wie alt war ich da? Das lief da irgendwie, ich glaube, auf Premiere habe ich das zum ersten Mal damals gesehen. Mhm. Und äh, ja, so Mitte der 90er, würde ich jetzt mal behaupten, so. Da war ich jetzt vielleicht 13, 14, so, kann das sein? Würde ich ja. jetzt behaupten. Ja. Und äh, dann hat er da auch mitten in der Nacht, also mich hat der, der war mega krass gerade das Ende so, das lässt dich ja komplett hirngefickt zurück. Eben. Und dann hat nachts um zwei Uhr morgens, bin ich wach geworden, weil ein Baby ge geweint hat in der Straße. Und das hat durch die ganze Straße geheilt. Das war mega gruselig. Ach du ey. Scheiße. Weil es auch eines von eines der gruseligsten Szenen in, in dem Film ist, wenn sie im Zelt sind und irgendwo in ihrer Umgebung ein Baby weint, was vollkommen ja. ausgeschlossen ist, weil sie in, mitten im Wald sind. Also ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nach. Es ist einfach immer noch einer der verstörendsten Filme, die ich je gesehen ja. habe. Streiten sich streiten sich die Leute drüber, aber das ist genau der Horror, wo ich mir gedacht habe, so ich muss weg von Brutalität und Splatter. Das gibt mir nichts mehr. Ich finde das albern, aber sowas. Ja, das, hat das, das ist unfassbar krass. Ja, das ist naja. Da, genauso wie wir auch dann später mit Paranormal Activity 1, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die andere Geschichte, muss ich kurz erzählen, ich war diese Woche ähm, Asiatisch essen und am Nachbartisch saß die Xbox-Familie. Also das war halt wirklich so eine Familie, also es war eine, eine ältere Frau mit drei Söhnen, die waren schon etwas älter, vermute <laughs> jetzt weiß ich, 25, 22 und 18 oder so. Und die haben so, ich will so sagen, ich fand's so lustig, die haben so, ähm, die haben sich halt mega über alles andere aufgeregt. Zum Beispiel haben sie gesagt, äh, die Switch macht einiges richtig, aber Nintendo ist sowieso so eine Quietschfirma. <laughs> und da, das Beste fand ich auch so, ja, der typische playstation gamer der spielt halt GTA, FIFA und Call of Duty und ist somit der Bodensatz der Gesellschaft. <laughs> Bitte was? Ja. What the hell? Ja, das fand ich schon ziemlich lustig. Also, haben sich hab die ganze Zeit abfällig über jede andere Firma aufgeregt. Aber Xbox, Microsoft, die machen es richtig. So. Da ich nur, ich, ich schwör's dir, ich, ich, ich wollte mir die Gabel ins Auge rammen und, und einfach schon losschreien, oder? Wo wart ihr die letzten fünf Jahre? Habt ihr, habt ihr vollkommen, <laughs> habt ihr unter dem Stein gelebt wie Patrick, Alter? Was ist denn los? Also, das fand ich schon unter Stein gelebt wie Patrick. Ja, also vollkommen, also wo, wo waren die denn in den letzten Jahren so? War war, war abgefahren. Das ist immer so, also gerade wenn sowas passiert, da, da ist nicht mehr so äh, ich arbeite zwar hier nicht, sie können mich aber alles fragen, da ist dann mehr schon so das ist dann schon mehr so gewalttätig und aggressiv. Also da willst du willst schon willst einfach dazwischen springen und erstmal ein paar Backpfeifen verteilen. Ja, das ist ja wie habe ich das erzählt? als ich irgendwie äh, bei dem Merchandise Shop war bei Instagram als Instagram Story habe ich das erzählt auf der Gamescom beim Merchandise war gegenüber irgendwie ich weiß gar nicht, was das war. Da war irgendwie so eine Stage. War das irgendwas im PC-Bereich? Keine Ahnung, ein Hersteller von irgendwas, von Hardware? Es war wirklich im Merch-Bereich. Und da waren so zwei Typen, die saßen halt auf solchen Gaming-Sesseln und die haben irgendeine Diskussion geführt. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich bin nur dran vorbeigelaufen. Und da ging es halt irgendwie um GTA, GTA 5 oder sowas. Mhm. Dann hat der eine zum anderen gemeint, ja, ich, also ich habe das nur so im Vorbeigehen, sagt der eine Typ dann zu dem anderen. Also ich bin ja total enttäuscht von GTA 5, auch von Rockstar, dass sie äh, dem PC nicht den Respekt gezollt haben, den er verdient. Das hast du mir erzählt und da hast ich mir aus, <laughs> du dachte du war so, Alter, was, was ist denn mit the dem fuck, los, was, Wer bist du? Was machst du auf dieser Bühne? Geh nach Hause, Alter, hast du was gelernt? Ach, Halt's Moment. Das war kein Zuschauer. Nein, der war auf der Bühne drauf, Mann. Was ist das so denn mit zwei, denen? So, was ist, das ist so ja noch viel schlimmer, Typen, Alter. Die auf, die auf über irgendwas diskutiert haben, ey, ich hab, ich wusste nicht, warum es, ey, keine Ahnung, was. Das ist, das ist ja noch viel Respekt, schlimmer. Ich habe den Das ist so, ich, das ist das wäre noch so eine das wäre schon eine absolut äh, unterwürfige Aussage von so einem Zuschauer von so einem weiß nicht, von so einem 14-jährigen oder so, aber dass das jemand auf der Bühne ist. Ey, wow, okay. Da habe ich jetzt kurz überlegt, halte ich jetzt meinen Mittelfinger hoch oder nicht. Ja, eben. Also wirklich so, ey, I don't know. Was ist denn mit den Leuten los? Boah, also das in, ja, ich weiß auch nicht. Ich will mich auch jetzt nicht irgendwie mit so einer wieder in das Thema ähm, PC gegen Konsole irgendwie hineingeraten lassen. Aber ich finde halt, ich weiß was, was ich traurig finde, dass immer solche Aussagen getroffen werden. Und man darf mich jetzt gerne beleidigen und so, aber ich habe das Gefühl, das kommt immer aus der PC-Ecke. Also, es ist. Ge gefühlt, gefühlt, Ge weil der PC, das muss man ihm halt einfach lassen, er ist halt irgendwo ein Prestigeobjekt. Ne? Also, das kann man ja mal so stehen lassen, aber er ist halt nicht. Aber es ist halt Prestige, ist halt aber einfach weder ein Standard noch irgendwas, was man haben muss. Prestige ist Prestige. Und demzufolge hat das einfach nicht so eine krasse Bedeutung so für mich. Und, ähm. Da sollte man nicht immer diesen Schwanzvergleich machen. Das ist wie so, ach, I don't know. Ist egal. Wollen wir das Thema wechseln? Irgendwie ist es gerade ein bisschen unangenehm. Ja, ich, wir lieben sie doch alle. Ja, Muss ja, mal, genau. Wir werden ja auch mal als Konsolierer bestimmt, wir, ich spiele fast, ich, ich spiele fast genauso viel wie auf dem PC wie auf der PlayStation 4. Nur mal so nebenbei. Ähm, ja. Das war's ja, mit, der, mit der, mit der Rubrik, oder? Ja. Also, kann wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr krassere Stories habt als die mit dem Mediamarkthund, dann her damit kontakt <laughs> äh, aber, aber es muss nichts mit dem ihr müsst jetzt nicht es muss keine todesgeschichte sein Leute <laughs> <laughs> ihr müsst jetzt nicht irgendwie ja, aber wir hatten dasselbe das nur, top nur mit der oma das toppe ich. <lacht> <lacht> mit der oma auf dem flohmarkt <laughs> wir haben flohmarkt ausgeraubt äh, und, Alte und weiß nicht, also wow das, diese diese geschichten könnt ihr gerne stecken lassen die die brauchen wir nicht die müssen witzig sein ja richtig genau <laughs> okay dann, ähm, soll man zu den News kommen, oder? Ah, oh, ich überlege gerade auch gerade irgendwie, ist immer so ein bisschen Smalltalk-Arm gerade irgendwie, aber es ist halt die Woche echt nicht, wirklich nicht so viel irgendwie passiert. Deswegen würde ich sagen, ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Wir müssen ja nicht immer, äh, uns nebenbei ver ver verquatschen. Fangen wir an! <laughs> Wie <geht das> denn? <laughs> Alter. Ich, wusste, ich wusste jetzt gerade, oh mein Gott, ich habe meinen eigenen Part vergessen. Ja, ich bin wieder dabei. Ich war jetzt gerade so ein bisschen perplex so. Es geht alles so schnell heute, was los? Also nochmal. Dash FM präsentieren die News der Woche. Kriegen wir das yeti eigentlich immer noch mit? Ich habe letztes Mal in Podcast gehört und habe mir gedacht, das hört man ja gar nicht mehr. Du bist so laut mit deinem Piep, Piep, Piep. Es tut mir leid. Du musst äh, ein wenig. Ein piep, 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 so, passt. Egal. Ähm, ich habe heute doch aber ein paar äh, News zusammenkratzen können. Die erste ähm, ist jetzt so eine Sache, da möchte ich auch irgendwie auch zu etwas auf etwas hinaus, da komme ich gleich zu. Die News ist, dass Randy Pitchford, seines Zeichens CEO von Gearbox, ähm, der, den, den Machern hinter Borderlands, ähm, erzählt hat, dass er zwar zufrieden ist mit den Borderlands 2 Verkaufszahlen, die ja waren ja wirklich nicht. Ähm, nicht von schlechten Eltern. Aber er sagt, ja, wir hätten doch definitiv mehr verkauft, wenn wir diesen realistischen ähm, Stil beibehalten hätten. Denn sie haben ja irgendwann mal in der Entwicklung gedacht, hm, das mit dem Humor und diesem realistischen, ähm, mit dieser realistischen Optik, das passt nicht zusammen. Wir ändern das Ganze um und machen da diesen Cell-Shading-Look draus, der, für, für den ja Borderlands mittlerweile bekannt ist. Aber er sagt: Ja, wir, wir hätten das, wenn, wenn wir es umgestellt hätten, wäre es besser gewesen. Ja, wirklich, es wäre geil gewesen, wenn er gesagt hätte, also wir hätten echt noch mehr verkauft, wenn wir nicht nebenbei an Aliens Golden Marines hätten. <laughs> wenn wir die Ressourcen nicht für diesen Schunter gegeben hätten, ja. Das ist eigentlich ein schwarzes Tuch, das möchte ich gar, ich kann diese, ich möchte diese, ich möchte das vergraben in meinen Gedanken. Vielen Dank fürs Ausgraben. Alien Colonial Marines, wie habe ich mich gefreut, habe sogar ein Foto gemacht auf Twitter mit dem fucking nochmal mit dem Pressekit und also wow Leute, ich zack jetzt Alien Colonial Marines, so es war es ist so enttäuschend. Seit Enter seit the Matrix habe ich mich nicht mehr so gefreut. <laughs> das war wow, du bist so böse. Ah, das war, ich kann verraten, ich habe das war das Spiel nicht so gut. Ach was? Hast du das denn gespielt mal oder hast du ach, dich davor oh, das sein, will nicht. <laughs> das, ich habe das ich hab's nie gespielt. Ich habe es okay. nie gespielt. Vielleicht die Demo, aber dann dachte ich mir, nee, die ist nicht repräsentativ, weil es dir ja noch besser ist als. Ja, tatsächlich. Die Demo hat ja echt eine bessere Grafik. Als Ach, die irgendwie. Demo, die, die Demo. damals gezeigt worden ist diese Tech-Demo oder was das war, oder wie? Habe ich die, habe ich die, nee, habe ich, glaube ich, nicht. Aber da gab es die zum Runterladen. Ich kann, es kann sein, dass es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich jetzt was Falsches sage, keine Ahnung. Aber es ist ja wirklich, es ist ja bekannt, dass das <laughs> absolute Katastrophe war. Ja, also das war ja schon <laughs> wirklich ein, es, es, es grenzte an Betrug, wenn du im Vorfeld ein Spiel also das war ja schon wirklich diese diese Downgrade-Geschichte, die danach so ah. immer wieder äh, vorgekommen ist. Das war ja, das hat er ja da, das hat er ja da ganz andere ähm, Maße angenommen. Also ab absolut, ja. Das, das war, ist echt, war echt äh, kein 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 geiler Meilenstein im Lebenslauf so ganz im Ernst. Das ist eigentlich mega und cool. <laughs> Aber glaubst du jetzt, machen wir zurück zu Newzoo kommen. Glaubst du wirklich, dass dass sich Borderlands ähm, oder dass jetzt Cell Shading sich nicht so gut verkauft oder nicht so gut ankommt wie eine realistische Grafik, gerade jetzt bei Shootern. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das ganz gut ankam, weil allein im Cosplay-Bereich ist das doch mega krass, wie die Leute sich dann diese Schattierungen ins, ins Gesicht malen und so. Sieht man doch mega oft. Also ich glaube, ja. das hat zum Humor gepasst. Hm. Also ich also, würde ich würd, ich würd sagen, es, es hat gepasst. Ich würde auch sagen, es hat gepasst. Und ich finde halt diese Aufs Aussage an sich halt etwas. Ähm Merkwürdig. Ich hatte immer das Gefühl, okay. Das jetzt... Er, nee, hatte, dass er ich, dass hatte, bevor gerade sich kam diese Aussage vielleicht, diese Skepsis zustande, nachdem er sich den Trailer von Crackdown 3 angeguckt hat. <laughs> kann das, das vielleicht kann sein. Also, sein Cell-Shading ja. ist, ist, Cell ist nicht immer gut. Also das muss schon passen irgendwie. Und wie wäre das denn für Tales of the of the Borderlands gewesen? Also ich glaube schon, dass das die richtige Entscheidung war. Ich glaube, das ist schon stimmig so. Und es ist auch eine ne Sache, die halt im Shooter-Bereich auch nicht so verbraucht ist, möchte ich sagen. Ne? Was gibt es denn da? Da gibt es ja dieses, wie heißt das? 13 13, Und ja, genau, von Ubisoft 13, damals. ne, was man ja so kennt irgendwie. Aber ansonsten ist das doch eigentlich für fego shooter mega unverbraucht. Ich finde er fand sich eigentlich, okay, ich bin jetzt nicht der Mega-Borderlands-Fan. Halt, ich weiß auch nicht, wieso man Aber ist da. Doch nice. Wieso man, wieso, wieso man, ähm, also das ist eine Sache, die mich auch einfach interessiert. Ich persönlich finde diesen self shading look eigentlich immer attraktiv. Egal, ob es jetzt im Shooter-Bereich ist, ob es jetzt ein Rennspiel ist, also ich weiß nicht, ich, ich stehe da irgendwie drauf. Ich habe selbst bei Uncharted Lost Legacy, da konnte man später so Filter kaufen und dann konnte man auch so 8-Bit-Look machen, PlayStation 1-Look oder. Kriecht. Ja, ja, das, war, das ist ziemlich abgefahren. Auch so die, die Sound-Files, dass du sie auf, auf 16-Bit zum Beispiel hast und sowas. Hey, wie sieht denn der 8-Bit-Look aus? Ja, wie du dir das vorstellst. Du spielst wirklich das Spiel so normal, aber du siehst halt alles aus so einer richtig verpixelten Grafik und es ist halt auch und gerade auch dieser self shading Look, den fand ich richtig nice. So, und du siehst auch diesen Unterschied. Es ist nicht nur irgendwie so eine irgendwie nur so eine Schattierung mehr oder irgendwie diese um, die die Kanten irgendwie dicker, sondern dass du hast das Gefühl, da hat jemand ein self shading Spiel gemacht. Also, das haben sie jetzt auch wieder richtig geil hinbekommen. Alter, das muss ich mir noch mal angucken. Das interessiert mich jetzt. Das ist richtig gut. Das kann ich echt empfehlen. Kann man auch viele Filter kaufen, man hat genug ähm, Geld oder diese Ingame-Währung, um sich die Sachen zu kaufen. Ähm, ne, ja, und ich finde das immer sehr attraktiv. Und ich weiß auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt: Boah, nee, Cell-Shelling finde ich jetzt mega assi, ich habe jetzt mehr Bock auf so diesen ultra-realistischen Stil. Gut, das kann tatsächlich passieren und so, kann durch sein bei einzelnen Leuten, aber dass jetzt das, dass das jetzt noch viel mehr reingehauen hätte, ich glaube sogar, das komplette Gegenteil wäre der Fall. Ich glaube sogar, das würde auch gar nicht passen. Aber das ist, ist nämlich, ist nämlich ein, bisschen, ein bisschen weird. Aber jetzt möchte ich eine andere Sache ansprechen, weil diese News, die habe ich schon vor, weiß nicht, ich glaube drei Tagen gelesen. Und in der ersten News, die ich darüber gelesen hatte, ich weiß nicht mehr genau, welche Seite es war, da hieß es so, ja. Um, Randy Pitchford hat das so erwähnt, mit dem Borderlands 2 verkäufen, und dass der halt so, ne, dass er sich vorstellen könnte, dass im realistischen Look besser, äh, angekommen wäre. Aber er hat es nicht so ernst gemeint, denn er hat danach gelacht und hat gesagt, es ist ein Scherz. So. Jetzt ist es so. Pass auf. Jetzt ist es so. Ich lese die News jetzt auf diversen Seiten. Und ich bin erstaunt und erschüttert. Dass die Leute nicht mehr recherchieren. Du hast nur noch Abschreiber, das wissen wir alle. Das sind alles nur noch Abschreiber und die News ist wie Stille Post. Am Ende, ich habe mehrere Newsseiten gelesen, wo es heißt, Randy Pitchford ist der Meinung, dass es ähm, mit diesem comic club besser war. Kein Wort darüber, dass das auch Scherz gemeint hat. Kein Wort darüber, dass das alles ein bisschen ein Gag war oder so. Nichts. Es wird das Gerücht verbreitet, dass sie das ernst meint und das finde ich erschreckend. Ich finde es das erschreckend, dass ich das jetzt... Ich habe es heute, wie gesagt, ich sammle die, die News halt natürlich am Freitag zusammen, ne, kurz vor der Aufnahme und war, ich habe mir gedacht, wo steht denn das jetzt, dass das ein Scherz war? Und habe ich nochmal überprüft und die, die Ursprungs-News, die ich vor drei Tagen gelesen habe, die gibt es noch. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war. Ähm, auf jeden Fall... Natürlich kann das jetzt kann das jetzt auch ein Fehler sein, aber ich fand es eigentlich erschreckend, dass alle, die danach gezogen sind, wie so stille Post die, die News verändern. Oder dass sich das halt quasi, dass sich keiner die Mühe macht, auch mal mehr zu hinterfragen oder vielleicht mal selber noch mal zu gucken, die Quellen zu checken, das ist wirklich Wahnsinn. Oder was sagst du dazu? Ähm, ich kann an der Stelle äh, einen kleinen Shoutout, glaube ich, loslassen und zwar für den Unlimited Ammo Podcast. Jo. Heißt so, oder? Ja, vom Speck, vom, von Speckobst und Co. Also ich bin hauptsächlich drauf gekommen, weil der Speckobst da, da wirkt Die haben einen Podcast gestartet mit mehreren Leuten, mit ganz, ganz vielen Leuten eigentlich. Und ich glaube, die erste Folge war es, da haben sie sich auch darüber unterhalten, dass ähm, die Berichterstattung, man, dass man merkt, dass viele Leute nicht recherchieren oder wenig Ahnung haben. Da war beispielsweise so dieser Dark Souls und Crash Bandicoot Vergleich, der halt komplett absurd ist. Aber jedes schwere Spiel wird jetzt halt automatisch mit Dark Souls verglichen, beispielsweise. Mhm. Oder eben das allgemein, dass es so, so, so Irrtümer gibt. Beispielsweise, dass Keiji Inafune der Erfinder von Mega Man ist. Mhm. Ne? Das sind auch so Geschichten, die ich auch geglaubt habe, jahrelang, die offensichtlich aber auch laut Wikipedia nicht stimmen. Das, der hat, glaube ich, einfach nur das äh, 8-Bit, den 8-Bit-Sprite gemacht. Also er hat das Ding, er hat ihm noch nicht mal das Design erfunden, glaube ich, letztendlich. Also solche Geschichten. Und ähm, spätestens bei dieser Geschichte mit äh, Hellblade und mit dem angeblichen Permadeath, äh, was ja auch durch die kompletten Medien ging, ohne dass irgendjemand das mal getestet hat oder so. Welche Zeit hätte man eigentlich gehabt? Stimmt. Also, das war der letzte Vorfall, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, das ist halt irgendwie so, ich meine, Ja. Das, ja, News, es News, ist, es, es, den ist den halt richtig Krieg, krass. Ne? Das ist aber, glaube ich, ein, ein generelles News-Problem, dass es nicht mehr darum geht, die Wahrheit zu sagen oder zu recherchieren, sondern einfach der Erste zu sein. Ja, genau. Weil, weil das ist ja auch so, ich, ähm Und im, im Videospielbereich ist das natürlich jetzt, äh, ne, in so ein First-World-Problem. Es gibt politische Newsseiten so, wo die Folgen sehr viel gravierender sind, aber dort ist auch dasselbe Problem. Nicht ja. recherchieren, am besten keinen Finger krumm machen, einfach so schnell wie möglich raus, 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 am besten noch irgendwie mitten in der Nacht. Das, ich fand's äh, jetzt einfach ja. nur so für mich so ein bisschen, äh, ich war sehr erstaunt, dass ich, dass ich das quasi so, dass ich darauf gestoßen bin, so, weil im Grunde genommen, ne, das passiert nicht oft, aber dann habe ich mir schon die Frage gestellt, hä, hey, wieso steht das jetzt hier nicht? Bei der nächsten News-Seite, okay, steht's auch nicht. Da steht's auch nicht. Hä, hey, was ist denn jetzt so? Und dann kam ich so ein bisschen auf den Trichter und fand's dann schon wieder, ähm, fand's dann eigentlich kacke, so. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen einfach mit der News, äh, oder mit der Offenbarung jetzt äh, bis zum Ende gewartet, weil ich fand's einfach so interessant, wie das dann halt irgendwie, wie das halt zur kommt, naja. Ja. Ähm, der... <laughs> Der, der der einer der der studiogründer von Platinum Games Hideki Kamiya es ähm, ist eine ganz eine ganz abstruse Geschichte so er hat das er wurde, ist, das ist der der immer diese gelbe Sonnenbrille trägt ne boah keine Ahnung ist das so der ich mein, jeden geblockt der jeden blockt bei Twitter <laughs> äh, gut das weiß wusste ich nicht ich gehe mal ich gehe mal kurz googeln einfach mal um das jetzt zu checken ob das, ob du das ob du damit richtig liegst Tatsächlich, ja, hast recht, das ist der, 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 mit der, der Glatze und, genau, der, ja. Genau. Ähm, ich schon live gesehen. Der, echt? Wow. Ja, bei einer Präsentation. Hast du auch so gemacht wie ich mit Yusuzuki? Nee, ich kannte den nicht und der wirkte recht einschüchternd auf mich. <laughs> okay. Ähm, Vor allem wegen der Glatze. Stimmt, das ist völlig ungewohnt für dich. Mhm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, der hat, ähm, er, er wurde gefragt auf Twitter, wie denn, und da muss ich wirklich sagen, ich Leider kenne ich mich mit Bayonetta nicht aus. Aber es gibt ja in Bayonetta die Paradiso und es gibt noch die andere Welt, ich weiß nicht, diese Höllenwelt oder so. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Weißt du das zufälligerweise? Ähm, nee. Gut. Es gibt aber ja noch die dritte Welt und zwar das ist die Welt der Menschen und dann hat wurde er gefragt, wie nennt man die denn eigentlich in der, im Bayonetta-Universum? Und dann hat er geschrieben, warte einfach, bis Bayonetta 3 rauskommt. So und natürlich alle, mm. alle sofort. Wow, 103, <laughs> er hat announced, sofort. Die Berichterstattung natürlich wieder sofort in aller aller Munde überall. Hideki Kamiya hat bei 103 angekündigt. Es ist und und es geht halt wirklich. Das ist wie ein Lauffeuer. Es ist über Nacht überall zu lesen gewesen. Bei 103, bei 103, er hat es angekündigt. So, das fand ich, das finde ich ultra interessant und auch ein bisschen äh, erschreckend. Wie eine kleine, wie, wie so ein offensichtlicher Gag. Also, ich, Hidiki Kamia ist ja sowieso so ein Typ, der trollt ein bisschen auf Twitter so manchmal, dass das so große Wellen schlägt immer wieder. So. Das ist ja so wirklich, aber äh, äh, Babsi. Remake hat niemand mitbekommen. <laughs> das das Papsy Remake hat niemand berichtet. Aber Bayonetta 3 jetzt oder was? Ja, es ist halt so. Ja, aber diese diese News-Schreiberei ist mir doch sowieso komplett suspekt. Ich habe es nicht mitbekommen. Mich interessiert das halt ehrlich gesagt auch gar nicht. Echt, bist du also ich hätte jetzt mal fragen wollen, hast du, würdest du dich denn darüber freuen auf Bayonetta 3? Ja. Okay. Ich nicht so. Also was ist freuen? Ich fand den zweiten. Also ich bin ja kein Bayonetta-Fan. Das ist glaube ich jetzt schon bekannt. Um, Was? Ja, habe ich das schon mal erzählt, oder? Also, hm. also ich bin halt also, einfach, äh, kein, ich bin halt kein Fan äh, von Platinum Games. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Bin, Ach so? Ich, ja, das habe ich doch schon mal erzählt. Also, ich, du hast ich bin, nur gesagt, dass du kein Fan von Suda fünftens häuft sich ja langsam. Du magst überhaupt gar nichts aus Japan, ne? Nein, das stimmt nicht. Das ist wieder so eine, nee, das war jetzt, das war jetzt Link von mir. Das war jetzt wieder so ein und so klein. Okay, Troll. Also ich natürlich, muss sagen, Natürlich also magst du Sachen aus Japan, aber diese abgedrehten Sachen. Diese abgedrehten Sachen, da bin ich einfach so, also, ich bin selbst erstaunt, dass ich mit Dangan Romper zum Beispiel meinen Spaß hatte ähm um, okay, das ist auch nicht so abgedreht obwohl ne Quatsch das, das ist auch abgedreht aber um, ja Sudo 51 ist natürlich schon also suda 51 ist natürlich schon ein, ein ganz anderes Kaliber ja der um, ist ja total beständig sind halt, es halt so das gibt halt so diese einen diese verrückten Masterminds wie hier äh, Swery, äh 64 äh, 65 hast du das neue Spiel von Swery gesehen <laughs> hast du das gesehen hast da du schon Bilder jetzt so das Katzen RPG oder was ja alter wo du so eine wo du so eine Fotografin spielst die in New York ähm weiß nicht, ich weiß nicht, ob der lebt oder so, und nachts äh, verwandeln sich alle Dorfbewohner äh, oder alle Bewohner in Katzen oder so. Also, wow, ey, das sieht halt ganz, ganz weird aus. Das musst du dir mal angucken. Also, ich weiß gar nicht mal, wie es heißt. Es wird gerade ähm, ähm, auf FIG, also Fig, i g ge nicht auf Kickstarter, ähm, abgefahren. Also, weiß auch nicht, was... Mein, also... Man kann was ja... bei denen im Kopf vorhin. Ja, das ist halt so. Das ist bei Studio 51 ja genauso. Aber es sind halt immer so... Es kann was extrem Interessantes sein. Es kann aber auch der größte Bullshit sein. Das ist halt immer die Gefahr. Deswegen auch bei... Ähm, äh, also, wie gesagt, bei Sudo51, aber auch bei Kojima, manchmal denke ich mir so, alter, bitte betreib es nicht. Der hat es eigentlich... Doch relativ gut abgeliefert. Was aber manchmal ist das denn so für ist, ein mach, Grafikstil. Mach keine ist, Schippe zu viel, dann wird es wieder zu abgedreht und dann bin ich wieder raus. So. Was ist das denn für ein Grafikstil, bitteschön? Hast du es gesehen? Das sieht ja aus wie Virtua Fighter 1. Ja. Auf, auf dem Saturn. Ja, ja, genau. Ich muss das gerade einmal nochmal googeln. Wie heißt denn das Spiel jetzt gerade? The Good Life. The Good Life, richtig. So, total abgefahren. Also, äh, der Grafikstil ist, ist wie so, als ob du. Ähm, Papier irgendwie zusammenknüllst und dann wieder aufmachst. Ja, und dann sieht das so ist aus. so ein Low-Polygon-Style. Low ja, aber das ist aber nicht nur nicht mit Low Unity, Polygon, sondern auch so total hässlich. Also... In der Unity-Engine, ich wette mit dir. Ja, gut, alles mit... in Unity-Engine, wieso, wieso verteufelst du sie so? Ich finde das ja. Nein, ich ich, halt, ich finde halt irgendwie nur, dass alle Unity-Games irgendwie genau so aussehen. Die sehen alle immer dieser Low-Polygon-Mode, da ist es meistens diese Unity-Engine. Finde ich gar nicht <laughs> so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, auch das lutscht sich irgendwie. In letzter Zeit so ein bisschen aus. Hm. Keine Ahnung. Aber ich merke gerade, ich habe viel zu wenig mir so ein bisschen packs trailer mal reingezogen oder sowas, ob es da noch mal was Interessantes gibt. Ob mal, ob sich da mal wieder so ein Trailer Recap lohnen würde? Ich habe auch zu pax gar nichts mitbekommen und ich bin noch ganz ehrlich, ich habe die packs völlig voll, voll verpasst. Ja. Also ich habe sie. Wann war sie denn? Pff, ja. Schon länger her oder ja. was? I don't know. Okay, das ist, habe ich dich auch mal entlarvt. Nee, äh, ja klar, wenn wir, äh, wenn wir es zeitlich hinkriegen, können wir nochmal so einen Livestream machen. Da seid ihr jetzt auch gerne natürlich darüber informiert. Da können wir nochmal so ein paar Pack Packs, Trailer, wenn es natürlich nicht anbietet und da jetzt nicht irgendwie nur drei Trailer vorhanden sind, können wir uns nochmal ein paar Trailer reinziehen. Das war ja beim letzten Mal eigentlich schon eine ziemlich geile Nummer, hat Spaß gemacht, wo wir ja. über die E3 nochmal so die vergessenen Titel äh, angeguckt haben. Ihr seid genau. äh, gewarnt. Ähm, ihr könnt uns über Twitter und Facebook followen und dann könnt ihr dann quasi immer auf dem Laufenden bleiben, wenn wir das mal starten. So, haben wir es auch mal abgehakt. So, zack. Ähm, machen wir mal weiter. Ich möchte noch ja. mal ganz kurz einwerfen, dass ein Remastered zu Alain Noir erscheinen wird für PS4, Xbox One und für die Switch. Ich möchte nur dazu sagen oder beziehungsweise meine erste Assoziation war natürlich: Warum Alain Noir? Warum, warum, warum dieses, warum, ey, warum den LA alter? Du hast doch so viele fucking Spiele Rockstar, ey. Du hast ein Red Tennis, Dead Redemption. Tisch, Tischtennis. Du hast ein Tischtennis, alter. Das wäre sogar noch viel geiler. Stell dir mal vor, Tischtennis auf der Switch ist doch mega geil. So, LA Ich versteh's nicht, alter. Darf ich, darf ich mal ganz kurz die, die Verschwörungstheorie aufstellen? Weil mich wundert es ja schon, dass Red Dead Redemption allen Ernstes als PlayStation Now Titel zur Verfügung steht. Mhm. Ne? Und das Ding gibt es nicht abwärtskompatibel für die PlayStation 4. Das heißt, du kannst es ausschließlich jetzt gerade oder über PlayStation Now spielen. Ja, und auf PS3 natürlich. Oder Xbox 360. Ja, klar, das sowieso. Aber jetzt auf der aktuellen Konsole auf der PlayStation 4 kann das vielleicht ein Grund sein, dass man sagt, nee, wir supporten PlayStation Now, deswegen kriegt ihr das jetzt nicht als Ja, da das hat sich das dachte, ja, aber hat sich wahrscheinlich Sony gedacht oder allgemein gedacht, ja, okay, was was haben wir denn noch? Was können wir denn noch so als Remaster draushauen? Ja, hier geht man ja bei <laughs> City haben wir ja schon gemacht, das <laughs> man ist, ja nicht, ist zu teuer. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> so, in den nächsten Nintendo Direct Mario und Rabbids DLC und Manhunt für die Switch. So. <laughs> Töten unterwegs, yay! Ja, ähm, also, wie gesagt, also, ich weiß auch nicht. Es ist ja, ne, ich will jetzt nicht das Spiel komplett haten, es hat auch schon seine, Vor also, seine, seine guten Seiten. Aber es ist halt leider das schwächste rockstar spiel was ich jemals gespielt habe. Wow, wow, wow. wo. Gibt's denn noch etwas? <laughs> bis auf Dead Revolver, vielleicht noch so, was jetzt so aus der PS2-Ära kam oder sowas. Aber ich kenne mich, ich kenne. Alter, come on, ey, ist kein schlechtes Spiel. Was ist denn jetzt gerade los mit dir? Ich finde, das ist kein gutes Spiel. Echt jetzt? Ja, ich finde das. Ich habe mich damals. Ich muss zugeben, ich habe mich damals ähm, ein bisschen durchquälen müssen in meinem Spiel. Ich war auch ein bisschen gehypt. Ich fand diese Idee mit diesen, ähm, mit diesen Detectives. Ich habe letztens ein sehr, sehr geiles Video gesehen, möchte dazu sagen, wo es darum geht, ähm, in, in Filmen wird es ja oftmals, ähm, wenn so diese Detektivarbeit, also wo du wirklich, wo zwei Leute, zwei Detectives, einen Fall versuchen zu klären, ähm, wird es ja wirklich so. Es gibt ja diese Kriminalgeschichten, die gehen den ganzen Film, nehmen Sieben, nimm Mystic River, ich glaube Mystic River wurde auch als Beispiel genannt oder so, wo wirklich dann den ganzen Film über diese zwei Detectives diesen Fall auflösen, wo dann halt nochmal Indizien gesammelt werden, wo sie Leute befragen, das hast du bei Spielen nicht. Das einzige Spiel, was sie quasi als, als Vorschlag genommen haben, war L.A. Noir. Um, aber selbst da war das halt nicht richtig. Das war so Videospielmäßig. So, du hast nicht diese, wirklich diese Möglichkeiten, selbst mal auf die Idee zu kommen, was du als nächstes machst. Also Videospiele können, können, können haben noch nie so diesen Detective um, in dir wecken können. Selbst nicht mal bei sowas wie um, Ace Attorney oder so, wo du vielleicht auch eine Falschentscheidung machst und falsche, falsche Fährten um, oder Spuren verfolgst. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber das ist halt, ähm, deswegen ähm, finde ich das bei Ellen Noir war, das fand ich das Positive, dass es wirklich so auch mit diesen Zeugenbefragungen herausfinden, ob er lügt oder ob das Falschaussagen sind oder ob das die Wahrheit sagt und sowas. Das fand ich schon cool, aber es war mir einfach dann zu rudimentär. Die Geschichte war, kam erst viel, viel, viel zu spät in Gang und wenn die in Gang kamen, war sie auch schon wieder vorbei. Fand ich dann doch sehr enttäuschend. Ich find's gut. In jeder Folge haben wir ein Remastered, ist dir schon mal aufgefallen? Ah ja, das ist halt. Eier? <laughs> ah, ja? Was ist das denn? Ah, ja? ah ja, ja, es wird halt viel remastered, aber es werden doch auch, es werden doch auch Musik wird ständig remastert und Filme werden auch remastered und Serien werden auch remastert. Ich weiß ja nicht, warum das immer so ein Problem sein soll, wie man Spiele remastert. Ich hab's es gemacht. Das auch Problem nicht ist halt, werden das das werden Problem, also, vor kurzem, also oder ein bisschen länger her schon Twin Peaks, die komplette Serie hier auf Blu-Ray rausgebracht, komplett 16 zu 9, die Farben komplett angepasst, so Star Wars wird ständig remastert, Disney wird ständig remastert, äh, regelmäßig. Also ich verstehe halt das Problem halt ehrlich gesagt da nicht. Gut, das ist Weil du hast doch, Du hast doch irgendwie, du hast eine Kundschaft jetzt, die hat gespielt auf der 360 und auf der PlayStation 3. Wenn jetzt Leute jetzt neu einsteigen und irgendwie sagen, ich habe das Ding nicht gespielt, ich habe mir jetzt eine Konsole gekauft erstmals, dann können die das jetzt nachholen. Weil das ist ja das Problem von, von Konsolen oder generell Videospielplattformen, dass alle Plattformen ein eingeschränktes Spielerlebnis haben, dass es halt eben kein Blu-ray-Player gibt, wo du alle Filme drauf gucken kannst, sondern du hast halt immer nur ein selektiertes Angebot. Und durch Remastered hast du die Möglichkeit, alte Spiele neu zugänglich zu machen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache. Sache Und da geht auch nichts verloren. Doch, natürlich geht's was verloren. Was denn? Die Zeit, ach, du komm, das ach, so, Geld, du kommst, was die Entwickler haben, um vielleicht ein Spiel zu machen, das nicht, was wir nicht kennen. Oh ja, du kommst, ja, das heißt, kommst du kurz mit Spielen? ne? Kommst du kurz? <laughs> der arme Jetevin. Der arme Jetewin. Ey, jetzt kommst du mir nicht erzählen, dass du jetzt, dass, dass du, dass du nicht, im, 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 jetzt im ist dein Destiny eigentlich schon angekommen? Nein, leider noch nicht. <laughs> ich hatte jetzt, ich habe jetzt extra darauf gewartet. Ich hab's noch nicht spielen können. Reiß doch jetzt bitte nicht die Wunde auf. Das ist doch das ist ganz schlimm. Nee, aber ich finde, ich finde, ich, ich hab ja auch nichts gegen Remastered-Version. Ich finde das sogar auch eine sehr, sehr geile Sache. Ich hab ja viele Remastered-Versionen oder Remastered-Spiele ähm, auch mir herbeigewünscht, damit ja, deswegen, ich spielen kann. Also, ne? also Kingdom ich, ja, Hearts das, oder so. Deswegen ne? frage frag ich mich gerade, warum du dann ist halt eins mal dabei, was dir halt nicht gefallen hat. Mein nee, ich finde so, nur. Nein, also, ich finde es nur. Sehr komisch, dass sich Rockstar für Ellen entschieden hat. Ja, aber kam das nicht gut an? Ich glaube, ich, 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 ich habe ich in der Wahrnehmung, dass das nicht gut angekommen ist. Natürlich hat er seine Fans gehabt, aber gerade in der Presse und so und von von Userwertungen. also ich könnte jetzt mal live auf Metacritic gehen und mal gucken und das äh, würde mich interessieren. Das Studio gibt's ja auch nicht mehr, dieses Team Bondi, was da Also ich, ich als, als jemand, der kein GTA-Fan ist, ich fand's mega sympathisch, wie das alles so gemacht war, wie die Stadt, die war sehr lebendig, ich fand die, die, das mit den Gesichtsanimationen, fand ich voll krass. Aber ich will jetzt auch keinen lnr review machen, also ich finde das jetzt halt nur kein Eklat, dass sie das jetzt halt remastern. Also können sie doch machen. Ja. Also ich ich äh, gucke jetzt trotzdem nochmal. Mich interessiert das jetzt gerade, wie er den Margaret abgeschnitten hat. Ähm, <laughs> bei, wow, okay, 89. Sie sind 89, Alter. Das ist doch ganz Na, cool. also, Ja, okay. Ähm, ihr seid alle, alle keine Ahnung. <lacht> das <lacht> schlechteste Spiel von Rockstar. Für mich, für mich, das ist, für mich schon. Leute, wir, das ist der Rockstar-Chef in so einer zusammengerollten Zeitung. Wir haben nur 89% bekommen! Und, und haut den Leuten so die Zeitung in den Nacken. Aua. <laughs> ne 89%! Was ist da los? Roy! Was ist da los? <lacht> <lacht> so, ich, <laughs> Roy, was, was, was ist da los? Ja, keine Ahnung, oh, Steve. Man. Naja. Letzte News. Ich habe noch einen, oder? Lass, okay, die, die, die hau ich noch mal raus. Es soll jetzt nicht so lange gehen. Wusstest du, dass Mario kein Klempner mehr ist? In der Tat, ja. Auch das habe ich gelesen. Er hat, also Nintendo hat auf ihrer offiziellen Seite, sie haben halt auf der japanischen Nintendo-Seite, haben sie nochmal so Charakterprofile von den wichtigsten Nintendo-Charakteren. Und da haben sie jetzt auf, wirklich ohne Scheiß, die haben jetzt quasi Marios Charakterprofil geupdatet da heißt es dann quasi so ich weiß nicht mehr genau wie wie der genaue Wortlaut, aber äh, sinngemäß. Ja, sie, äh, er war wohl er war vor langer Zeit klempner. Genau, also er, er macht vieles, er kann Tennis spielen, Golf, Fußball und er war mal vor langer Zeit ein Klempner. Was so viel heißt, er ist kein Klempner mehr. Es ist es nur eine kleine News, aber ähm, ich muss ich, ich fand das ganz witzig. Viele haben dann wirklich ähm, darüber drüber gequatscht und diskutiert, ha, bla, bla bla und wie kann das sein? Hat mich überhaupt nicht interessiert. Ey, danke, danke danke auch das da frage ich mich wirklich das hat man überall gelesen und ich dachte mir alter Wayne ja, Wayne also, also jetzt find, als, aber man muss schon sagen also was ich als schon, als, als, als wäre das jetzt auch so eine kulturelle news jetzt irgendwie <laughs> Nein, so gut, man muss halt, also eines verstehe ich schon. Man muss Sonic halt, ist eigentlich ein Hamster in Verkleidung. Wow. Ja gut, das wäre krass. Das wäre richtig krass, stell dir da das mal vor. Das wäre wär, wär krass. Stell dir mal vor, das ist ja gar kein Igel. Das, äh, sorry, das wäre das wäre schon hart. Das wäre schon hart. Sorry. Sonic ist gar kein Igel, er ist ein Hamster in Igelkostüm. Wow. Wenn mir das jemand einen Comic zeichnet, der hat von mir gewonnen. So. Oh, man. alles also ist ja wirklich oh, krass. Nimm es, das ist überhaupt kein ey. Zombie. Das ist eigentlich, das ist eigentlich, äh, das, das ist eigentlich S. Kennedy. Ah. <laughs> was könntest du denn noch so machen? Ja, Crash Bandicoot ist gar kein Bottle Duck, sondern eine Hyäne. Eine Hyäne. Also, fuck. Das ist ja voll, <lacht> <lacht> ja was, was, was weiß, ich, was weiß ich, ey. Im, im, der Master, wenn der Masterchef im Helm auf, äh, absetzt, ist das, äh, Chris Redfield. Das keine Ahnung. <laughs> völlig abstrus also ich weiß auch nicht, also ich finde es schon als also, den, eine Sache kann ich irgendwie so zum, zum Teil nachvollziehen dass man schon so, weißt du, es war halt Mario der Klempner, der italienische Klempner so und Sonic war immer der Igel dass das natürlich jetzt nicht mehr ist daran muss man sich gewöhnen, aber im Grunde genommen ist das doch scheißegal, so niemand hat gesagt, so ich spiele den Klempner, so niemand hat gesagt, ich spiele Mario, oder? ja es also, war halt so eine leichte Nebennews halt irgendwie so, die du, ja. Ich frag mich nur, wann kommt das in der normalen <laughs> Wie ist Main das jetzt, wenn du noch mal einen Film drüber machst? Jetzt ist der Film ungültig geworden. Ja. <laughs> Stimmt, der Film, der, der, jetzt, jetzt ist der Film endgültig aus dem Kanon raus. Absolut. Aber wie ist, wann, wann kommt das bei der Mainstream-Presse an, wenn sie wieder über einen neuen Mario berichten und dann heißt, bei denen heißt es ja immer Mario, der italienische Klempner? Vielleicht, das wird vielleicht schon noch Jahre dauern, bis die verstehen, dass er gar kein oh Klempner mehr ist. Der wird, werden die so korrigiert? Ja, mal gucken. So von, von oben. Elitär, naja. elitär. Aber sexist ist er immer noch wahrscheinlich. Ja und 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 schlechter. Ja. Du hast aber auch noch eine News, die die ist wirklich interessant. Das ist jetzt meine News. Ich dachte, das soll ich jetzt als meine News verkaufen? Äh, ja, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, mir, ich wusste ja nicht, wann wir sie besprechen. Deswegen, ähm, wir wollen sie in den News besprechen. Ähm, sind ziemlich, du hast es auch vorgeschlagen beziehungsweise Mich darauf hingewiesen. Ich fand es war ein sehr interessantes, spannendes Thema. Ja, das ist wieder so eine Schaudernews, ne? Kontrovers, Kontrovers. Buhu, Leute, wenn ihr für folgende Magazine schreibt, schaltet jetzt ab. nein. <laughs> also es gab auf dem Kanal VentureBeat ist ein Gameplay-Video aufgetaucht von dem Journalisten äh, Dean Takahashi irgendwie ein Gamebeat-Journalist und ich meine gelesen zu haben, dass er seit 18 Jahren Videospieljournalist ist und er hat auf der Gamescom Cuphead angespielt. Und äh, es gibt quasi ein Video auf Venturebeat, auf dem YouTube-Kanal. Werden wir vielleicht auch verlinken besser, würde ich mal sagen. Ja, ne? wenn du so dran denkst, dann ja. So, und das nennt sich Cuphead Gamescom Demo. Deans shameful 26 minutes of gameplay. Und äh, dieses Gameplay ist desaströs also es ist wirklich der typ ist einfach mega schlecht er er, er kapiert die grundlegendsten spielmechaniken nicht und ähm, deswegen hat dieses video eine kontroverse losgebrochen eine diskussion um den skill von videospieljournalisten oder kritikern müssen die gut in videospielen sein und äh, ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema und ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich da jetzt äh, anfangen soll. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal noch mal ein bisschen auf das Gameplay ein, was man dort sieht. Und zwar ist der Typ schon am, am Tutorial-Level gescheitert. Ich habe den Tutorial-Level selbst gespielt. <laughs> also, was ich übrigens ganz witzig fand, ist, es gab auch in der Gamescom-Demo, die ich auch gespielt habe, tatsächlich Side scrolling level anscheinend, die ich nicht gefunden habe. Das heißt, diese Info, dass es nur Bossfights sind, die ist sowieso schon wieder passiert. Ja, da waren wir, da waren wir, haben, wir nicht, haben wir nicht gut genug Recherchiert. Ist egal. Auf jeden Fall gibt es halt ein Tutorial-Level und man denkt sich halt, okay, man hat schon tausendfach Plattformer gespielt. Es ist halt ein, ein Jump-and-Shoot-Game, so wie Gunstar Heroes. Damit kann man es eigentlich am ehesten vergleichen. Es ne? gibt einen Dash in der Luft, es gibt einen Dash äh, auf dem Boden, man kann springen, man kann schießen in alle Himmelsrichtungen und es gibt eine Taste, wo die Figur dann halt auf der Stelle steht, damit man in alle Richtungen schießen kann. Und da gibt es halt eine kleine, also so wirklich die essentiellsten, hier springst du und hier ist der Dash. Und da ist so ein kleines Podest da muss man draufstellen, man muss halt hochspringen und um auf ein höheres, also um ein höheres Podest drüber zu springen. Und der Typ, also was mich halt, also, <laughs> wirklich, also, guckt es euch an, man, man mag es nicht glauben. Der, der oberste Kommentar, der glaube ich am höchsten bewertet wurde, ist, ist das tatsächlich ein Mensch oder eine selbstlernende KI? Da habe ich, <lacht> 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 weil genau so sieht es halt aus. Also erstmal, dass der Typ 20, 20 Mal versucht, im regulären Sprung drüber zu springen, wo man sich denkt, Alter, du kannst es, es funktioniert nicht. <laughs> Raff es doch, dass es nicht funktioniert. Und äh, es ist so, du kriegst, du kriegst oben den Button angezeigt. Da steht Y, press Y to Dash. Herzlich willkommen, Dash FM-Podcast. Ja. Und ähm, also irgendwann fängt er halt an zu dashen und das und das, es ist ein Pfeil, es ist ein Pfeil abgebildet genau in der Höhe, wo man über das Podest springen muss und dass der das nicht kapiert und er, also er hängt da wirklich fünf Minuten an dieser Hürde, wo man sich denkt, also erstens, du kriegst das gerade, es ist das Tutorial Level. Du kriegst das gerade erklärt. Du hast bestimmt schon mal Plattformer gespielt in deinem Leben, weil es ist das ist eine das ist eine Spielmechanik, es ist das gab schon es in Mega Man X, ist das dein ist dein Beruf ist, eigentlich. Es ist uralt, das gab schon in Mega Man X vor vor über zehn jahren und äh, da kann man sich schon also ich entkräfte das ein bisschen, weil man muss halt dazu sagen, er war wohl sehr, sehr gestresst. Das war wohl wirklich so ein Typ, der halt irgendwie durch die komplette Gamescom gelatscht ist und wirklich im Minutentakt irgendwelche Artikel und Previews halt rausgehauen hat. Also der war wohl ziemlich im Stress, er war müde. Und äh, ich muss auch für mich sagen, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man generell immer ein bisschen nervöser ist und ein bisschen schlechter spielt, wenn man an solchen Terminals ist oder mit Entwicklern zusammen zockt. Also das müssen wir uns selber ja auch auf die Fahne ähm, schreiben. Da sage ich gleich. Mir kann keiner erzählen, dass, dass egal ob ich einen schlechten Tag habe, egal ob ich nervös bin, egal ob ich müde bin und vielleicht sogar meine Augen verbunden habe, das kriege ich immer noch hin. Ex exakt, exakt, das ist der Punkt. Man kann diese ganzen Ausflüchte gerne nehmen, man kann das ein bisschen relativieren, aber der hat sich wirklich so, ey, er hat wirklich, der hat sich nicht B sondern C hindert angestellt, ganz im Ernst. Also das ist <lacht> <lacht> unfassbar ich muss dir noch sagen. Darf ich noch mal eingrätschen, weil dieses das Gameplay geht ja weiter. So, also es ist ja nicht nur, es ist, weil du redest jetzt die ganze Zeit über diese eine Stelle, vielleicht kann man sagen, ja gut, okay, der hat diese eine Stelle nicht geschafft, ich habe das komplett, ich hab, ich habe, ich, hab, ich glaube, glaub ich, ich hab, glaub ich, 15 okay. Minuten geguckt. Es ist das, es ist, mit, es ist, es ist mitunter das Peinlichste, weil es halt das Tutorial ist, aber es geht halt noch weiter und er, er erläutert das ja noch in seinem Review, er ist davon ausgegangen, dass er wie in Super Mario auf die Gegner draufspringen kann ja das ist deswegen ist er auf die Gegner draufgesprungen aber spätestens beim zweiten Mal merkt man doch dass es nicht funktioniert er macht das so wirklich andauernd <laughs> er, er <lacht> macht es andauernd er kriegt es nicht er, er lernt nicht er aus er lernt Fehlern. Es nicht. also mh. es ist halt wirklich also ich muss auch wirklich sagen ähm, ich habe schon viele Let's Plays geguckt wo ich mir die Frage gestellt habe so boah ey, also man, das ist halt immer so eine Frage ich ich habe da auch manchmal nicht die Geduld zu das ist halt auch ich bin ja kein Let's Play Schauer und wenn jetzt sich jemand wirklich total, wenn jemand auf dem Schlauch steht, so, ich habe leider nicht die Geduld. So, ich bin nicht so, ich bin nicht so fair, manchmal, muss ich echt zugeben, und schalte dann eher ab. So. Aber, bei jedem, sag, also bei jedem Let's Player, den ich jetzt bis jetzt gesehen habe und so, wo ich das festgestellt habe, dass er jetzt vielleicht da an der Stelle nicht richtig gut weiterkommt oder sich doof anstellt oder so, habe ich das aber irgendwie auch verziehen. Weil ich meine, ne, man merkt aber auch, dass er grundsätzlich das Ding beherrscht, dass er eigentlich nur an der Stelle ein Problem hat. So. Aber bei diesem Gameplay habe ich mich ernsthaft gefragt. Das ist doch kein, das ist doch niemand, der wirklich 18 Jahre lang Videospiele testet und dafür Artikel schreibt. Das, das ist eine Sache, ist, das finde ich krass, weil ähm, darüber werden wir gleich sprechen, ob das wirklich notwendig ist. Aber das wird wie das, das könnte mein Sohn gewesen sein, der drei Jahre alt ist. Okay, so krass ist es vielleicht nicht. Auch, auch damit wurde es in den Kommentaren verglichen, dass man gerade ein Spiel spielt und die Mutter kommt vorbei. Lass doch deinen kleinen Bruder auch mitspielen, und dann musst du dir halt angucken, wie die spielen. Genau. Und du denkst dir so, ja, so fühlt es Natürlich. sich halt und wirklich da hast so an. Und da hast du ein Verständnis, weil du sagst, okay, der, der, der kann das noch nicht so gut, der hat die Beherrschung noch nicht, der kennt die Tasten noch nicht so gut. Aber wenn der jemand da wirklich, der weiß nicht, wie viel alt er ist und schon seit seit, seit, seit fast zwei Jahrzehnten Videospiele spielt, äh, beziehungsweise das halt hauptberuflich macht, da, da erwarte ich dass man zumindest das Spiel spielen kann. Und das also, kann er offensichtlich ja. nicht. Also Cuphead ist halt schon, das habe ich ja auch gesagt, ich bin auch nicht sehr weit gekommen bei den Bossfights. Es ist ein hartes Spiel, ne? Aber wie gesagt, das ist halt, es ist wirklich krass. Guckt euch das selber an, macht euch ein eigenes Bild. Es ist wirklich gerade krass im Gespräch. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, als letzten Punkt, um es vielleicht noch zu relativieren, um mich da solidarisch zu zeigen. Ähm, es gibt natürlich auch in, in Redaktionen teilt man sich die Genre natürlich auch auf. Ich persönlich würde nie im Leben auf die Idee kommen, ein Echtzeitstrategiespiel zu bewerten, weil ich da tendenziell nicht gut drinne bin. Es gibt einfach Stimmt. Genre von denen, die werden aufgeteilt, der eine macht das, der andere macht das. Und es kann halt natürlich sein, dass das halt manchmal, dass da Spiele bei rumkommen, wo man sich denkt, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht testen sollen. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, lade ich das überhaupt hoch? Und witzigerweise, auch das kann man jetzt kurz vorne nehmen, wir werden heute über White Day sprechen, um ein koreanisches Horrorgame. Und das hätte ich auch alleine nicht vorgestellt, weil ich nicht sehr weit gekommen bin in diesem Ding. Und durch solche Fragen kann man sich echt stellen. Habe hab ich die Fähigkeit, das Ding so zu besprechen, dass es irgendwie das, was Sinnvolles bei Rom kommt, und das ist hier in dem Ding überhaupt nicht der Fall. Und, und jetzt kommt's. Der Punkt ist halt einfach: Es ist nicht der erste Vorfall seiner Art. Ach. Äh, ich weiß ja, also, weißt du doch, oder? Hast du es nee, nicht, nicht gelesen? Es, es gab damals ein Riesen-Eklat, um ein Polygon-Gameplay zu Doom, das neue Doom. Okay. Da gab es ein Gameplay-Video, was genauso desaströs, wenn nicht sogar noch schlimmer war. Also das ist wirklich, das ist ja, also das ist vorgekommen und es gab natürlich noch vor kurzem diese Hellblade-Geschichte mit mit Jim Sterling, der der einen Stern gegeben hat, weil er zu blöd für dieses Spiel war. Also ja, es, die, die 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 Frage, also die Frage, die letztendlich im Raum steht, natürlich, dass es geht. Es ist viral gegangen. Die kriegen in der Regel so 1200, 3000 Views. Das Ding hat 500.000 Views. Es ist schon ein Stück weit viral gegangen. Die Leute machen sich natürlich auch drüber lustig. Es ist klar. Aber es hat auch eine Diskussion losgetreten, die von vielen gerade geführt wird. Total Biscuit hat beispielsweise drüber geredet. Andere YouTuber haben drüber geredet. Wir reden jetzt gerade drüber, weil ich es doch sehr, sehr interessant finde. Mittlerweile so ein bisschen über die Frage... Also, gerade auch weil der Journalismus sich aufteilt, finde ich, in unterschiedliche Themenbereiche, weil man auch neue Möglichkeiten der Berichterstattung erschließt, auch fernab von Review und Preview, und man sich trotzdem die Frage stellen kann, wie gut müssen Videospielredakteure letztendlich ihr Handwerk beherrschen. Und ähm, ich habe da jetzt meine Erfahrungen gesammelt, indem ich da so ein bisschen über Twitter drüber gesprochen habe. Es gab halt wieder diese Aussage von, also es gibt da die einen, die die diskutieren drüber. Und dann gibt es natürlich wieder die gekränkten Journalisten. Ich nenne das jetzt einfach so, Leute, wenn ihr das jetzt hört, stellt euch nicht so an. Ganz im Ernst, auch über euch kann man diskutieren. Kackt euch nicht ein. So, die natürlich das wieder so als Majestätsbeleidigung sehen. Hey, natürlich müssen die nicht so, und so weiter und so fort. Und ich denke mir, und ich habe drauf auf einen Typen geantwortet, der gesagt hat, Journalisten müssen nicht gut spielen können. Und ich denke mir, jetzt kann man dieses Gut definieren, was jetzt mit gut gemeint ist. Ist das jetzt ein schulisches Gut? Kann man auch ausreichend befriedigend spielen, aber ich denke mir, das Gegenteil von gut ist schlecht und sie sollten nicht schlecht spielen. Sie sollten ihr Handwerk kennen und sie sollten fähig sein, Gameplay-Mechaniken zu beherrschen. Gerade wenn wir in der aktuellen Videospielkultur Videospielmechaniken haben, die sich etablieren, die immer gleich bleiben. Jeder Ego-Shooter steuert sich gleich, jeder Plattformer steuert sich gleich, jedes rundenbasierte JRPG steuert sich mehr oder weniger gleich. Also es gibt da immer Gemeinsamkeiten, wenn du ein Spiel gespielt hast, wenn du regelmäßig Spiele spielst, du kannst dich schneller in ein Spiel einfinden. Und deswegen ist sowas eigentlich ziemlich blamabel. Das, ja, muss, ich halt, das muss ich leider Gottes so sagen. Und ich finde das verteidigen. Die, die, diese, diese Skills. Das ist eine Sache, die sich mir echt nicht erschließt. Ganz ehrlich. Also, nicht. wenn ich, ähm, wenn ich das jetzt meinen Standpunkt mal ein bisschen vertreten darf, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich erwarte von einem Videospieljournalisten, dass er seinen, seinen Hauptberuf, also beziehungsweise dass er diesen Teil des Hauptberufs, dass er Spiele spielen kann, beherrscht. Ist ganz klar. Ähm, es, muss, er, er muss, es muss glaubwürdig sein und er muss mir. Also, ich erwarte, dass er das Spiel auch durchspielen kann. So. Und dass er auch, ähm, wie du schon gerade sagtest, dass er halt gewisse Mechaniken halt auch natürlich über den Laufe der Jahre und über die Erfahrungen mitnimmt und dass das natürlich irgendwie dass er damit einfach besser zurechtkommt. Das ist schon eine Erwartungshaltung, die ich habe. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist eine Sache, die tatsächlich, ähm, also, beziehungsweise, ich möchte nur dazu sagen, keiner der Videospieljournalisten muss jetzt der absolute Pro-E-Sport-Gamer sein. So, nein, ist ja ganz klar. Er muss, aber, er nicht, muss nein. aber in der Lage sein, auf seinem Gebiet, und ich meine, das ist sein Hauptberuf, ähm, wenn ich einen Mechaniker mein Auto bringe, er muss in der Lage sein, mein Auto zu reparieren. Und wenn ich, wenn, wenn jemand ein Videospieljournalist ist und der muss in der Lage sein, das Videospiel zu bewerten, das geht halt nur, indem er es halt durchspielt oder beziehungsweise indem er es halt einfach beherrscht und spielt. Oh, das, das ist, darf ich, das ist, das hat mich am meisten geärgert. Das ist, ich habe das ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich muss das nochmal hier entkräften, weil ich ganz, ganz oft gelesen habe, ja, ein Sportjournalist muss ja auch nicht diese Sportart beherrschen. Das ist aber nicht derselbe Vergleich. Es geht um ein Unterhaltungsmedium und das muss man konsumieren können. Der Vergleich würde passen, wenn ich verlangen würde, dass Videospieljournalisten Spiele entwickeln. Aber du musst, wenn du ein Buchkritiker bist, musst du lesen können, oder zumindest genau. sehen können. Wenn du einen Film analysierst, musst du hören und sehen können. Wenn du Musik kritisierst, musst du hören können. Also, und wenn du ein Spiel spielst, musst du es auch spielen können. Also der Konsum des Artikels, über den du was schreibst, der muss möglich sein. Richtig. Und, und wenn du das nicht leisten kannst, dann hast du einfach den falschen fucking Job. Und ich. Ich muss das wieder, bin ich jetzt solidar, also ich relativiere das wieder, weil die Videospielkultur, wir haben ja auch darüber gesprochen, kommt ja aus diesem Dreiklang, aus Kontext, äh, aus audiovisuelle Darstellung und halt eben Gameplay. Also Gameplay ist ein Drittel und natürlich gibt es Dutzende von Spielen, die immer eine unterschiedliche Gewichtung haben. Manchmal ein bisschen mehr auf Kunst, also auf visuelle Darstellung, manchmal ein bisschen mehr auf Story und manchmal eben ein bisschen mehr auf Gameplay. Natürlich gibt es halt eben jetzt diese Spiele, gerade durch Dark Souls ist das ja wieder krass im Gespräch seit Jahren, dass du dich wieder annäherst an diesen 90er Style, an dieses Gefühl von Videospielen mit Herausforderungen und da spielt es halt eben eine Rolle und da kannst du einfach nicht sagen, ich bewerte jetzt die Story oder irgendwie den Kontext und so und das Spiel, auch das muss ich so ein bisschen nein, es gibt Spiele, da gehört das Gameplay zur Spielerfahrung dazu und es gehört und es beeinflusst auch die Wahrnehmung. Wenn ich jetzt meiner Mutter, also wenn wir jetzt mal ein Uncharted nehmen, Letztes Mal haben wir Uncharted besprochen. Da gibt es Kletterpassagen, die sind einfach ein No-Brainer. So, die macht man so, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und in der, in diesen Parts hast du die Möglichkeit, dir die Umgebung anzugucken, so ein bisschen die Atmosphäre aufzunehmen. Du hast so ein bisschen eine Ruhephase. Wenn ich das meiner Mutter geben würde, die wäre so mit dem Gameplay beschäftigt, dass sie das eben nicht so wahrnehmen kann. Richtig. Ich, ich finde, dein Skill beeinflusst auch, wie du den Rest des Spiels wahr, wahrnimmst. Und. Es ist oftmals auch vom, vom Spielentwickler, vom, von den Künstlern eine gewisse Prämisse dahinter, die voraussetzt, dass du das Spiel genauso wahrnimmst, wie er sich ansatzweise gedacht hat. Und deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass man das Gameplay in seiner Gänze nachempfinden kann und genauso wahrnimmt, wie man es einfach ungefähr sich so gedacht hat. Und wenn man es eben nicht nachvollziehen kann, geht im Prinzip auch was verloren. Du kannst dich nicht hinstellen und über Videospiele als, ja, das, die Interaktion ist das Alleinstellungsmerkmal und es ist total wichtig und plötzlich in so einer Diskussion sagen, ja, aber eigentlich ist es ja nicht so wichtig. Eigentlich können wir ja über andere Sachen reden. Das, das, das geht nicht, sorry. Das, das Interaktion ist das Alleinstellungsmerkmal und du kannst das bei solchen Titeln nicht ausblenden. Das lasse ich, lass ich mir nicht gefallen. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr schwach. Ich finde das auch von Journalisten sehr, sehr schwach, die Argumentation. Trotzdem ähm, finde ich es schon sehr wichtig, dass man den Aspekt auf jeden Fall in die Diskussion einbringt, dass natürlich äh, ein Videospieljournalist auch eine analytische Funktion hat. So, dass er mit seiner, dass er, dass er, dass er mit seinen Videospieltests, Reviews, was auch immer, ähm, die, das Produkt beschreiben muss, dass der dass der Leser oder Zuschauer ungefähr weiß, was ihn erwartet und dass er halt auch seine 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 sein Empfinden oder wie auch immer wie man das halt quasi jetzt ja, auf ähm, je nachdem was wo er schreibt oder was was er quasi produziert, dass er halt auch seine subjektive Wahrnehmung halt mit mit reinbringt und dass er es analytisch betrachten kann, das ist natürlich auch also das gehört nicht nur dazu, dass du das Spiel spielen kannst, aber du musst auch natürlich darüber in der Lage sein, darüber zu berichten. Und ja, das, 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 das können wir jetzt natürlich gar nicht beurteilen, weil ich jetzt noch kein einziges seiner Reviews gelesen habe oder sonstiges. Ich gehe mal davon aus, dass der das zumindest beherrscht das wäre also wirklich tragisch also er hat er hat eine Preview geschrieben zu Cuphead die habe ich noch gelesen die habe ich so ein bisschen überflogen so über furchtbar geschrieben also es ist okay so, ja äh, okay das ist natürlich aber auch, jetzt auch deine gelesen? Meinung das ist jetzt natürlich das will ich jetzt gar nicht das das Thema will ich jetzt gar nicht aufbringen ich, 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 das ist auch eine Erwartungshaltung die ich habe dass er natürlich so in der Lage ist mir das Spiel so zu beschreiben ähm, dass ich da was auch mitnehmen kann aber wenn der andere Punkt nicht beherrschbar ist, dann ist der andere, ist der Punkt des analytischen äh, völlig obsolet. So wie kann jemand ein Spiel bewerten, wenn er das Spiel nicht durchspielen kann? Das heißt, beide Punkte fallen weg und ich ähm, stehe aber da und kriege das nicht mit. Ich, das ist jetzt eine Plafond, dieses Video. Du siehst, ich stelle stell dir vor, du bist jetzt seit Jahren Leser von äh, den Reviews von Dean Takahashi. Oder wie der heißt, ich weiß nicht mehr. Ta Takahashi, -taka -taka So. Und und du bemerkst jetzt, oh fuck, so hm, merkwürdig, dass dass er so spielt oder dass er ist, ist also das ist ja weit weg von dem was ich kenne. Man muss aber auch sagen, man muss aber auch sagen, ich finde es auch ganz wichtig. Das ist halt eine, ist eine Grundbasic, die eigentlich kann ähm, nicht mehr erklärt werden muss. Aber auch der der Leser oder der Zuschauer. ähm, Darf sich auch irgendwie ähm, also man muss auf einem Nenner sein mit demjenigen, ähm, oder man muss gucken, ob man auf einem Nenner ist mit demjenigen, der das Spiel bewertet. Wenn ich merke, also wie oft ist mir passiert, dass ich ein Spiel spiele und kennst du das, wenn, wenn du wenn, wenn einen Videospieltest liest und dann ist deine dann Spielzeit angegeben von, weiß nicht, zehn Stunden und du immer schneller fertig bist, ich, glaub, ich, ich, lese, ich, ich, ich lese keine Reviews mehr okay. und ich lese auch, ich, ich verfolge die Presse nicht mehr okay. aus Gründen XYZ. <laughs> also ich muss sagen, keines, also jedes Mal, ich, ne, mich interessiert es immer sehr, was so wegen, der, wegen dem Zeitmanagement, wie lange so ein Spiel dauert. Ich habe noch nie, noch niemals, das ist Ehrenwort, ist mir noch nie passiert, dass ich ein Spiel in der Zeit gespielt habe, wie es auch in der Review steht. Ich war immer schneller fertig steht zehn Stunden okay. war ich acht Stunden steht vier Stunden war ich drei Stunden ich war ich war immer schneller fertig aber das macht jetzt ja, nichts. das macht natürlich nichts bist, aus es ist jetzt kein, bist, kein du nicht, bist du nicht zu krass vielleicht also muss man nicht irgendwie so ansatzweise den Durchschnitt irgendwie es spielt deswegen sage ich ja deswegen sage ich ja ich nehme es jetzt nicht als Gewichtung und behaupte dass derjenige das Spiel, der Handwerk nicht beherrscht oder so es ist ja nur ne das ist ja jetzt kein, kein Problem das da sage ich ja nicht aber es geht darum dass man dass man schon ähm, schauen muss auf welche Aspekte kann ich bauen welche ähm, welcher Reviewer ist jetzt da? Kann ich mich mit dem connecten? Kann ich ungefähr mit seiner mit seiner Meinung äh, äh, was anfangen, damit ich weiß, ob das auch für mich passt? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, du, du bist, weiß nicht, ähm, du merkst, Spiel XY wird immer gut bewertet, aber die sind dir einfach zu leicht so du du bist viel du bist viel viel besser als oder die sind die einfach ähm, du bist viel besser als der höchste Schwierigkeitsgrad da würde ich jetzt sagen okay hm, jetzt dieses Blatt jetzt dieses diese diese Reviewer, nichts für mich ich kann leider nicht damit knacken weil ich bin anscheinend doch ein bisschen besser als der oder so dann gucke ich mich halt um und gucke was anderes aber das war jetzt, ich finde, das ist halt eine Entlarvung gewesen, dass er, ähm, ja, dass, dass, dass er doch gar nicht so, also man weiß ja nicht, wie wir jetzt bei anderen spielen, ist. vielleicht lädt er nochmal im Gameplay hoch und dann sieht man das nochmal. Aber das fand ich fand ich jetzt schon sehr traurig und ich wäre wär auch wirklich erbost, wenn ich ihn jetzt jahrelang verfolgt hätte und jetzt gesehen hätte, alter, hm, wie waren jetzt dann deine alten, alten Reviews zu, be zu betrachten? Ja, das ist halt der Punkt. Und wenn ich halt so einen Schritt weiter noch gehen würde, das ist dann halt wieder so meine Wahrnehmung von, von Teilen des Journalismus aktuell, habe ich auch oftmals das Gefühl, dass das Gameplay gar nicht mehr so die große Rolle spielt. Weil wenn mir jetzt jemand erzählt, du musst nicht gut spielen können, um interessante Artikel zu schreiben, dann, dann fällt mir halt beispielsweise sowas ein. Ähm, wie jetzt Dominik Schott beispielsweise mit seinem Archo-Gaming, der halt irgendwie so Werkzeuge nimmt, die man aus der Analytik, aus der Analytik der Archäologie kennt und das halt eben auch Videospiele anwendet. Dann läuft er dann halt in Far Cry Primal rum und guckt sich dann halt die Hütten an oder guckt sich in Hellblade da die Ornamente an. Mhm. Oder es, ich habe schon Artikel gelesen, wo es darum ging, über Alien Isolation, dass das Alien ja gar nicht der der fiese Feind ist, sondern der große böse übergeordnete Konzern. Du kannst, ich habe schon Artikel gelesen, wo man den Mangel an linker Politik in Videospielen beklagt hat. Also das ist ja gehört ja so ein bisschen wieder zu dieser Kulturkritik dazu, die sich ja hauptsächlich beschränkt auf wieder political correctness, Darstellung von xy gesellschaftliche Probleme und so weiter und so fort und das sind natürlich Themen, die logischerweise natürlich immer ohne das Gameplay beschrieben werden und Oftmals, ich diese Kritik als falsch empfinde, eben gerade weil das Gameplay nicht berücksichtigt wird. Das habe ich auch in dutzenden Fällen der Anita Sarkeesian-Videos, wo ich bis heute sagen muss: Wenn du das Gameplay ignorierst oder die Killerspieldebatte, wenn du das Gameplay ignorierst, den Kontext ignorierst, warum du da was machst, dann kannst du natürlich eine andere Wahrnehmung von sowas erzeugen, als es tatsächlich gemeint ist. Und dann hast du halt eine bestimmte Kritik, die einfach nicht zutrifft. Und dann finde ich, und das finde ich halt... In vielen Fällen sage ich dir ganz ehrlich peinlich, wenn wir von einem interaktiven Unterhaltungsmedium reden und dann gerade das Alleinstellungsmerkmal, die Interaktivität, ausblenden. Also erstens ist das mein subjektives Empfinden, dass ich solche Artikel eher langweilig finde und ich da nicht mehr so hinterher bin. Und ich es auch ziemlich schade finde, dass du, wenn es mal darum geht, also das ist ja so der, der Punkt, dass du immer sagen kannst, ja, Videospiele können das jetzt auch, Videospiele können das jetzt auch. Aber wenn es mal darum geht, wirklich auch das Gameplay einzubeziehen in die Berichterstattung, ist man sich da mittlerweile so ein bisschen, ist das rar gesät. Weil mutmaßlich Geschichte, gesellschaftliche Probleme, oh, Politik, das ist alles immer wichtiger als die eigentliche Spielerfahrung. Und ähm, das finde ich schon eine Entwicklung, die ich, Finde ich doof. Also, Spiele können mehr sein als nur Spiele. Um Spiele treibt. können mehr sein. Es ist nicht nur ein Spiel. Das ist falsch, Leute. Finde ich auch. Die Aussage ist auch Quatsch. Natürlich gibt es Spiele, die sind einfach nur Spiele. Oder zumindest schreibe ich einem Gamer nicht vor, wie er ein Spiel empfinden Genau, das äh, ist der soll. Punkt, Alter. Wenn, wenn, wenn jemand der Meinung ist, ich spiele das einfach nur als Spiel und der Rest ist mir mehr oder weniger egal, bis zu einem gewissen Grad. Mich interessiert mehr das Gameplay. Ich kürze die Zwischensequenz ab. Dann ist das eine Wahrnehmung, die man respektieren und die dann auch einen Wert hat. Ja, richtig. Und, ne? und äh, wenn man sagt, Spiele müssen sich vom Spaß emanzipieren, haben wir auch schon drüber gesprochen, bin ich auch der Meinung, auf Dauer funktioniert das nicht. Das funktioniert in so einer Exotenfunktion, dann ist das mal was anderes. Aber auf Dauer sehe ich das Schwarz. Das ist interessiert. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen. Nach dem fünften Mal interessiert das keine Sau mehr. So und ähm das, das, also ich ich bin so ein bisschen schockiert gewesen von dieser von dieser Diskussion und von diesem Relativieren, weil ich mir halt einfach denke, ja ich muss jetzt nicht genau ein Regelwerk darüber schreiben, wie jemand spielen können muss. Wie gesagt, das Gut ist das Gegenteil von schlecht und er sollte nicht beschissen sein und in diesem Video war er wirklich einfach sehr beschissen. Das Richtig. kann man nicht anders sagen und äh, äh, es ist halt wirklich, also ziemlich desillusionierend, sage ich jetzt mal so. Obwohl ich den Typen jetzt nicht kannte. Aber du hast ja schon gesagt, wenn jetzt jemand den länger verfolgt hätte und so, das ist schon. Also ich hoffe, dass der Rest mehr Ahnung hat als der Typ. Ja, natürlich. Das ist jetzt natürlich, ähm, die der Videospieljournalismus fühlt sich jetzt natürlich so ein bisschen. Im Fokus und vielleicht sogar angegriffen, weil natürlich Nein. alle über einen Kamm gestehert werden, das, 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 das ja. soll natürlich nicht so sein. Ähm, wie gesagt, also selbst wenn ich ähm, ein Display schaue von jemandem, der mittlerweile aber auch schon so eine journalistische Funktion hat oder eine redaktionelle Funktion, da kann ich auch nicht mal sagen, so, boah, Alter, du, du spielst so schlecht. Was ich ganz schlimm finde, das muss ich auch nochmal erwähnen, ähm, ist aber auch eine andere Sache. Ähm, ich, ich möchte dir jetzt nicht unbedingt jetzt denjenigen auf den Schlips treten, aber ich bin ja auch ein großer Fan von den Rocket Beans, so wie du ja wahrscheinlich auch, Oder ist ja offensichtlich so. Und ich habe mir auch ähm, immer wieder ihre immer wieder mal ihre Let's Plays oder ihre Sessions so angeguckt. Und wenn dann, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, ganz ehrlich. Also ne? nicht, dass man mir jetzt das irgendwas unterstellt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist fand ich auch eine sehr, eine sehr tragische Sache. Ähm, Spiel, äh, Person X y spielt ein Spiel, kommt an der Stelle nicht weiter, regt sich Furchtbar drüber auf und du siehst offensichtlich, er peilt halt einfach gerade nicht, gibt es aber so da oder liegt es so da, als ob das Spiel schuld ist. Und natürlich die Leute, die das Spiel nicht kennen, glauben dem natürlich. Und das ist auch scheiße. So, ja, ne? Wie gesagt, das ist ja alles so eine Sache, da würde ich auch relativierend einschreiten, weil ich finde, dass man in einem Stream immer nervöser ist, weil man ist vor Publikum, man wird bewertet. Ne, das ist das ist eine ganz andere Situation wie wenn man nackt auf der Couch sitzt wie ich es normalerweise macht. Das ist halt das ist halt einfach das ist halt schon irgendwo was anderes gerade je mehr Zuschauer du hast desto... so Erdrücken, da kann es halt einfach sein. Und natürlich habe ich auch schon Situationen gehabt. Ich habe neulich Pro, äh, nee, Blair, doch äh, Paranormal Activity habe ich gespielt und habe es dann nach fünf Minuten abgebrochen, weil ich nicht mal in die Haustür reingekommen bin, weil das Spiel so dunkel eingestellt war, dass ich den Schlüssel nicht gefunden habe. Das heißt, ich selbst, als ich die die komplette reingeschaut habe, habe ich den Schlüssel immer noch nicht gefunden. Ich muss dann halt und ich habe dann auch abgebrochen. Ja, aber du hast Du ja hast nicht den, ja, aber das dem, dem Spiel nicht die Schuld gegeben dafür. Ja, äh, doch. Also wenn das so dunkel eingestellt ist und ich finde einfach diesen bekackten Schlüssel nicht und ich kriege keinen Anhaltspunkt, wo es denn sein könnte. Das fand ich dann halt schon so ein bisschen blöd. Ne? Aber gut, es war dann halt einfach die Helligkeit. Ab da habe hab ich es dann, habe ich halt gefunden. So, das ist halt irgendwie blöd gelaufen. Ähm, und äh weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hatte auch schon mal Situationen, wo ich wo ich mich erst in Gameplay reingefuchst habe, aber das ist halt auch ein Stream ist halt auch ein bisschen was anderes als eine Berichterstattung. Es ja, aber ist stell halt, vor, gesagt, aber wer wer, kommt, wer sagt, kann denn da quasi jetzt aber quasi das das differenzieren? Wer weiß denn, ob nicht ähm, dann äh, weiß nicht, ob jetzt Person XY dann später einen Test dazu schreibt oder, oder ein anderes Spiel mal testet und das genau der gleiche Fall war, dass er sich einfach so doof angestellt hat, weil er vielleicht doch nicht so gut ist in Spielen, was jetzt nicht unbedingt ein Privileg ist, aber ähm, definitiv mal vorkommen kann und dann ein Spiel bewertet, das von vielen Leuten gelesen und auch so mitgenommen wird. Wer weiß das? Keine Ahnung. Es ist halt, im Stream werden so Sachen entlarvt. Und genauso wie in so einem Gameplay-Video äh, äh, werden so Sachen entlarvt. Und dann, oh, das war mein Handy, Entschuldigung, und dann ist das natürlich die Frage so, ist nicht bei jedem. Wie gesagt, ich bin niemand, über, ich bin nicht alle über einen Kammstern, aber ne, es ist halt, die Frage kann man sich ja mal stellen. Ich finde das schwierig, weil ein Stream oder ein Let's Play ist ja in erster Linie Unterhaltung. Es ist ja kein, es ist ja kein, kein Testbericht und keine Kritik. Ja. Und ich stimme dir zu, dass der Spieler, der Let's Player unfreiwillig so eine Influencer-Funktion hat. Der analysiert halt eben nicht, sondern der, der reagiert halt auf dieses Spiel. Im Prinzip ist es ja ein dauerhaftes, langläufiges Reaction-Video, weil er hat, wenn er sich erschreckt, dann erschreckt er sich. Wenn er Spaß hat, dann lacht er. Wenn er, wenn er was spannend findet, dann fiebert er mit. Und dadurch äh, transportiert er im Prinzip seine Emotionen auf die Zuschauer und die nehmen das Spiel dann dementsprechend wahr. Ähm, aber es ist ja in der Hinsicht weiß ich nicht klar hat das eine Influencer Funktion aber es ist immer noch kein Review es ist kein also es hat keine Sachlichkeit dahinter natürlich deswegen nicht deswegen würde ich das doch ein bisschen also es ist zwar nee, schade aber ich meine also ich, ich finde find, es ist tragisch also ich stimme dir zu dass da eine gewisse Tragik dahinter herrscht aber ähm, ist ein Let's Player dazu verpflichtet irgendwie geil abzuliefern? nein das habe also, ich aber auch nicht gesagt. Würdest, wenn, wenn Let's Player also wenn ich jetzt sagen würde du kannst dir die Frage ja auch stellen muss ein Let's Player gut sein wenn die Let's Player das dieses ist, Gameplay abgeliefert hätte, hätten die Leute ab ihm ausgelacht hab ich aber und auch abgeschaltet. Das, das, das habe ich auch nicht gesagt. Also ich hab, ich, was ich meine ist, der Let's Player muss nicht die Funktion ein, einer, eines Analytikers mitnehmen, weil der ist halt wirklich dazu da, dass er halt eben das Spiel kommentiert und einfach seine Emotionen darstellt. Ähm, aber das ist ja so, ich sag ja, es ähm, ist mir ja nur aufgefallen bei äh, weiß nicht, Redaktion XY, ich habe heute das Wort mit XY immer so oft, ähm, und ich weiß auch, dass die Person aber auch ähm, redaktionelle Beiträge ähm, wie Tests und Previews und sowas macht in anderen Formaten. Und dann frage ich mich, ist er jetzt dann quasi in anderen Formaten genauso mit seinen Spielen umgegangen, also so so ein bisschen ähm, nicht, nichts peilen und so? Oder kann ich mich darauf bauen, dass er bei den anderen Berichten ähm, besser abliefert, so oder dass er das vernünftig gespielt hat oder dass er das verstanden hat? Wer gibt mir jetzt quasi die, die Sicherheit, dass das auch funktioniert hat, so? Was ich mal ja, das, ja, das ist, das ist natürlich schwierig. Also da kann man halt nur drauf bauen, dass halt eben die, die Situation im Streamen anders ist als genau. die Situation, wenn du wirklich, an, wenn du dich wirklich hinsetzt mit einem Blog und mit einem Stift, dir Notizen machst und wenn du halt wirklich versuchst, jetzt ernsthaft sachlich über was äh, zu, zu schreiben. Also ich würde von mir sagen, das wäre ein Unterschied. Also, ich würde auch jetzt, auch wenn ich auf Twitter mal uprage oder sowas. Ich habe jetzt auch beispielsweise, wir werden jetzt über Absolver heute sprechen. Das habe ich auf, auf Twitter einfach so für the, for the LOLs habe ich da ein bisschen mir den Frust von der Seele geraged. Das werde ich heute auch komplett anders besprechen, als ich es jetzt irgendwie auf Twitter getan habe. Ähm, genauso wie White Day. Also ich, also ich würde für mich jetzt beispielsweise sagen, ich, ich würde das trennen. Okay. Kann natürlich, kann natürlich sein, das ist, ist eine Mutmaßung, weiß man halt eben nicht. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde das halt immer sehr interessant, ähm, weil da hat man halt so mit dem einen oder anderen schon auch eine Diskussion geführt und so. Und der eine sieht es halt so und der andere sieht es halt so. Ähm, da gibt es halt wirklich verschiedene Meinungen, muss man einfach so sagen. Ich bin auch gespannt, was die, was die, was die Zuhörer und so dazu sagen und dazu schreiben, weil ähm, ich finde, das ist einfach eine interessante Frage, die aufgekommen ist. Obwohl es eigentlich ein sehr, obwohl es eigentlich so ein bisschen zu Lasten von Dean Takahashi passiert und so, aber <laughs> ähm, trotzdem ist die ist die Grund äh, ist die, diese, diese Grundfrage schon ganz, ganz spannend, finde ich. Ja. Das ja. ist auf jeden wird, Fall. Wird auch weiter so in Zukunft halt irgendwie spannend sein. Aber ich finde auf jeden Fall, was ich halt nochmal sagen muss, das ist eine Diskussion, die kann man führen. Das ist jetzt kein, keine Beleidigung, kein Eklat. Das ist, ich finde das auch keine großartige Kontroverse. Ich finde das schon legitim, dass man da zumindest das mal festhält, je nachdem, weil es halt nicht der erste Fall ist bisher. So. Ja. Das ist auch, das ist leider schade, dass das immer so als, als, großes, als großes Skandal oder Kontroverse aufge, aufgebauscht wird. Aber ja. naja. Ja, dann sind wir wohl fertig mit den News. <lacht> <lacht> sind wir fertig mit den News, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben viele News gehabt, ein paar Kleinigkeiten, die man mal so reinwerfen konnte. Und natürlich auch mal so ein richtig diskussionswürdiges Thema, aber ich glaube, das war ganz umfangreich, deswegen reden wir jetzt mal über Spiele. Richtig. Darf ich fragen? Ja, Rainer? Was hast du gespielt? Also ich fange mal so mit dem Unspektakulärsten an. Ich Irgendein VR-Spiel, das keines als der von Spaß, das ja, war Spaß es, Alter. Es, es, es ist aber so. Ah, was siehst du, ich kann dich schon so durchschauen. Welches Spiel aber, ist denn um 0.01 Uhr denn rausgekommen dann rausgekommen? Darf ich nochmal da an der Stelle sagen, dass ich sehr, sehr froh bin mit dieser Entscheidung, die wir getätigt haben, dass wir erst über Spiele sprechen, indem wir sie, durch, wenn wir sie durchgespielt haben. Ich finde, das ist viel strukturierter seitdem geworden und ich finde es halt auch eben spannend, die hochkarätigen Sachen so ein bisschen ans Ende zu packen und erstmal mit so einem Appetizer einzusteigen. Okay. Ich finde find das echt nice. Findest du das auch nicht auch besser? Ich habe nächste Woche einen Titel, den hast du schon mal besprochen. Das wird jetzt das erste Mal sein, dass, dass das wieder mal vorkommt. Ähm, aber ich möchte definitiv meinen Senf dazu abgeben, deswegen, ähm, aber du hast recht, es ist aber auf der anderen Seite manchmal schon so, dass ich mir denke, hm, eigentlich möchte ich das Spiel, ich spiele das Spiel jetzt einfach weiter, ich war noch nicht ganz durch und merke dann irgendwann, es ist Mittwoch, jetzt habe ich eigentlich das Spiel durchgespielt, jetzt habe ich aber gar kein Spiel, was ich jetzt besprechen kann. Ist dir das schon mal passiert? Nein. Wie fühlt sich denn das an? <laughs> <laughs> also es war jetzt, es, nee, also ich muss zugeben, es war noch nie so, dass es jetzt am Mittwoch oder so war, aber ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ein größeres Spiel anfange, wie zum Beispiel Destiny 2, ähm, was ich vermutlich oder hoffentlich nächste Woche irgendwie mal ansprechen kann, ähm, möchte ich ja natürlich noch Destiny 2 weiterspielen. Aber dann habe ich aber dann keine Zeit für andere Sachen. Also schon ein bisschen, manchmal ein bisschen tricky. Das, das es, Leben eines, eines äh, Podcasts kann ein bisschen hart sein. Es könnte aber auch fast sein, dass es eine, Dest eine reine Destiny-Folge geben wird. So, so blöd das klingt, warum nicht? Aber ähm, was, was mir auch mal wieder auf. Also, es hat neulich irgendjemand, ich glaube bei Twitter war das, dass jemand geschrieben hat, ganz im Ernst, wenn ihr jeder in der Woche drei Spiele spielt, dann übertrifft ihr die 70 Spiele in diesem Jahr. Das auf jeden da, Fall. Das das ist ich glaube, wir haben schon die 70 Spiele übertroffen, oder? Alter Schwede, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe ja. hab nur einen einzigen Cast gehabt, bei dem ich zwei Spiele gespielt habe. Es waren mindestens drei, jedes Mal. Vier, fünf manchmal sogar. Das muss man sich mal vorstellen. Jede Woche, jede fucking Woche. Das ist, ähm, man könnte sagen, wow, krass, ich find's immer so lustig. Wie kriegst du das hin, Frau und Kind? Voll mega am Zocken. Ich will's nicht wissen. Ich möchte will, es auch nicht sagen. <laughs> Meinem um das, wow. das, das klingt jetzt ganz schlimm. Meinem um Gottes Willen. Aber es ist halt, ähm, ich, manchmal denke ich mir auch selber, so, boah, das ist schon echt heftig. Auf der anderen Seite, es gibt noch andere Punkte, die mich auch so ein bisschen, ähm, die, wo ich mir auch frage, so, boah, ist das nicht schon echt krass und übertrieben, wie viel Geld ich natürlich damit auf, äh, ausgebe? Exakt. Also Ich möchte es nicht sagen, Leute, wie Exakt. viel Geld ich dafür ausgebe. Das sind natürlich Patreon-Einnahmen, die, ähm, die wir jetzt zum Beispiel generieren, aktuell, die natürlich abseits von unseren Publiz Publikationskosten äh, noch für uns noch übrig bleiben, das, das das hilft natürlich, aber das ist, wenn man bedenkt, dass wir jede Woche drei Spiele vorstellen, je, jeweils, ähm, die wir alle kaufen müssen und die werden an diesen Hand halt natürlich noch neu. Ähm, das sind jetzt keine zwei Euro Steam-Sale-Spiele, sondern 20 Euro PSN-Spiele. Rechnet euch mal das mal ein bisschen zusammen. So. Natürlich immer und wieder äh, helfen natürlich PR-Agenturen ähm, aus, wenn sie dann ein Rezensionsmuster zur Verfügung stellen, aber das ist definitiv nicht immer, gerade bei den indie perlen die wir euch natürlich auch äh, äh, da äh, ja, präsentieren wollen. Das, das ist eine Sache, die krass ist. Das ist, ähm, Ich habe immer so das Gefühl, ich habe jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, weil es halt einfach, ich sage ich sag jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Das könnt ihr gerne jetzt als, als Rumgeheule irgendwie bewerten, aber ich finde, das ist mittlerweile ein Thema was, was, ähm, was mich sehr, sehr beschäftigt, weil auch ich, ich gebe mittlerweile Spiele aus im Monat. Ich, ich bin im Dispo drin. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab, ich hab, ich muss kürzer treten. Ich muss kürzer treten. Das ist, das, das, klingt jetzt halt lustig oder so. Es muss das eine Videospieltherapie her. Nein, nein, ich, ich nein, ich möchte halt einfach nur, ich möchte halt einfach nur sagen, dass es halt, wir haben das auch in unserem, wir haben, falls ihr das jetzt nicht wusstet, wir haben eine Tonaufnahme gemacht, um uns bei Patreon einfach mal vorzustellen. Vielleicht die wenigsten haben es mitbekommen. Wir haben auf Soundcloud nochmal äh, zusammen uns hingesetzt und haben einfach mal, ich glaube, zwölf Minuten oder sowas uns vorgestellt, was wir so machen und warum wir auf Patreon sind. Das könnt ihr euch gerne mal anhören. Da kommt halt einfach so ein bisschen die traurige Wahrheit ans Licht. Das ist halt, dieser Podcast, ich liebe diesen Podcast. Ich liebe dieses Projekt. Ich finde das mega geil, was wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben. Ich finde das geil, diesen Support, den wir bekommen, das Artwork, was wir bekommen, auch die, die Patreon-Unterstützung äh, freue ich mich ziemlich krass drüber. Ich finde es auch geil, wir können es ja auch mal erwähnen. Wir haben unser zweites Ziel jetzt geschafft. Wir sind über die 150 Euro, wo das erste Ziel halt, also das erste Ziel waren 50 Euro, dass wir halt unsere Kosten reinbekommen. Jetzt haben wir halt so ein Taschengeld, wo wir halt Indie-Games für kaufen können. Ich, ich sage euch ganz ehrlich, das ist, wir sind weit davon entfernt, mit diesem Podcast Gewinn zu machen und die, wir haben die zeitlichen Kapazitäten sind kein Problem. Wir können über die Spiele reden, wir können in der Woche drei bis vier Spiele behandeln pro Person. Aber wie du schon sagst, die Kosten, die die ich aktuell tätige, einfach aus Bock, weil ich Bock habe, auf Überspiele zu reden. Ich kann das auf Dauer. Ich kann das. Ich kann mir es nicht leisten. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann nicht im Monat 200, 300 mir, Euro für Videospiele das raus ist, das ausgeben. Das Und Blumen. aktuell mache ich das. Aktuell mache ich das. Es, es ist, ist dumm, dass ich es tue. Ähm, das bei mir ist genau das Gleiche. Es ist auch gar nicht mal so. Um, vielleicht klingt das jetzt so, als ob wir das, irgendwie als, als wir müssen, wir müssen. Es ist nicht, das, das ist nicht der Drang, dass wir müssen oder so, dass wir uns gezwungen sind, darüber zu sprechen. Aber wir haben Bock drauf. Also wir, ich habe auch selbst. So boah, krass, das ist ein neues Spiel. Das könnte jetzt ein richtig geiles Ding sein, ähm, das ich auch eventuell vorstellen darf. Und das ist halt nicht irgendwie eine Arbeit, sondern es macht mir macht mir Spaß, auf auf diese auf diesen auf diese Jagd zu gehen, Exakt, um es für ja. euch ein bisschen zu, zu euch ein bisschen zu präsentieren. Und natürlich sind da auch Gurken dabei. Wir machen, wir werden uns auch mal hinsetzen und eine patreon nachlese machen über Spiele, die wir gekauft haben, aber das waren Gurken, so die wir die wir die wir einfach nicht besprechen wollten, weil wir sie nach zehn Minuten ausgemacht haben. Davon habe ich auch so drei vielleicht, oder vier vielleicht. Du hast natürlich VR-Geschichte, vielleicht, nur durch die VR vielleicht nur noch ein paar mehr. so ja. Und das, das Ganze zusammengezählt, also ich bin, muss das sagen ich bin ähm, sowieso froh, dass ich mir nicht jeden Monat ein Vollpreisspiel kaufen muss. Gerade jetzt auch in der Sommerzeit war es nicht so äh, präsent. Da waren die Indie-Games da und die kosten halt nur 20 Euro. Das geht viel, viel besser als sich... Also, Gerade am Anfang in der ersten Zeit von Dash FM habe ich mir immer nur pro Monat ein vollpreisspiel leisten wollen oder auch können, weil mehr ging nicht. So und da ging es auch noch, aber dann irgendwann mal natürlich wiederum nicht. Da musste ich halt warten und und Spiele erstmal nachkaufen und so. Das ist halt irgendwie so. Deswegen war ich auch hinten dran, was, was bei, bei bei Spielen, die du dann gespielt hast. Das kostet alles Geld, so und so so. so das ist halt die Wahrheit. So zeitlich kriegen wir es tatsächlich gebacken, aber und das ist, auch, ist, ist jetzt auch keine mimimi haltung hier an der Stelle, sondern es ist, halt ist, ist halt die fucking nee, Wahrheit. Das, so. Ja, es ist das ist das ist halt einfach die fucking Wahrheit und ähm, es gibt halt zwei Möglichkeiten: entweder mehr Support oder weniger Spiele. Und ich ja, habe kein Problem. Also ich dann stellen wir halt, Es ist jetzt kein, es klingt so wie eine Drohung. Ja, halt ja, ja das so, Aber, wie, ist aber so. es ist es ist halt einfach so. Wir können es selber nicht ändern. Wenn wir halt die Kohle nicht haben, dann haben wir halt einfach die Kohle nicht und dann äh, werden wir in Zukunft, also bei mir wird das definitiv der Fall sein, also dass man ent, entweder vermehrt, weil es sind halt auch viele Indie Games gerade. Paranormal Activity hat 30 Euro gekostet. So, das, ja, ist, das White sind Day halt nicht so günstig sind, zum Beispiel. Äh, ja, exakt, ja. Das ich habe in, so, hab innerhalb ähm, von von fünf habe ich auch glaube ich letztes Mal gesagt zehn Minuten fünf Spiele gekauft und von diesen fünf Spielen habe ich tatsächlich alle durchgespielt jetzt. Wir sind halt einfach überambitioniert. Das, wir sind halt gerade ja. aktuell überambitioniert und wir stellen halt einfach fest, wir können es finanziell nicht tragen. Das ist die traurige Wahrheit. Ja. Das, so, das ist man darf sich das nicht so vorstellen, als wären wir irgendwie Überverdiener, äh, die sich das irgendwie alles leisten können und so weiter und so fort. Das ist halt leider nicht der Fall. Wie gesagt, bin, ich, bin das froh, ich bin froh, dass meine Frau das nicht so richtig mitbekommt, <laughs> ähm, weil, weil ich tatsächlich <laughs> <laughs> okay. Ja, also, Art, uh, wow. also nicht jetzt, dass ich jetzt das irgendwie verheimliche, aber zumindest, ähm, sie hat dann, äh, ich mache, ich ich habe einen coolen Trick. Ich gehe mal einkaufen, zahle mit der Karte und es dazwischen, zwischen zwischen den Zucchinis und äh, unten Sixpack äh, Wasser, findet sich immer noch ein 20 Euro äh, PSN Gutscheincode. <laughs> das ist so äh, hat keiner mitbekommen, hat äh, habe ich mit der Karte bezahlt, alles cool. Dash FM, das ist mein Life. Ich, äh, 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 äh. <laughs> ich finde jetzt so ein bisschen unschlüssig, ob man das jetzt als lustige, als lustige Geschichte, als 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 geschichte verkaufen kann, oder ob mir gerade die Fußnägel aufrollen, weil das irgendwie schon so ein bisschen. <laughs> Nein, das habe ich aber nur einmal gemacht. Aber es ist trotzdem. Ähm... <lacht> <lacht> eins für mich, eins für dich. Ja, es ist. Ich, ich sage wie gesagt, ich kann es noch mal, ich kann noch mal drauf aufmerksam machen. Ihr könnt gerne. Wir verlinken das ja sowieso unter jeder Folge, ist halt so ein Abschnitt Support. Da können wir auf unsere, auf unsere Patreon-Seite gehen, patreon.com slash dash fm. Dort gibt es jetzt ganz, ganz oben ein Soundcloud-File, äh, wo wir im Prinzip darüber reden, wer wir sind, was wir machen wollen und warum wir eben auf Patreon angewiesen sind. Und ähm, das, das wird sich halt in Zukunft einfach rauskristallisieren, wie das halt eben so weiterläuft. Wir möchten aber jetzt nicht. Nicht, dass jetzt alles komplett auf euch abwälzen, sondern wir werden aber auch ein bisschen, ein bisschen mehr Wadenbeißer bei den Publishern sein. Das ist, glaube ich, aber auch eine, eine Sache, die immer besser funktioniert und die wir auch in Anspruch nehmen wollen. Klar, aber da muss man auch sagen, ähm, die Publisher oder diejenigen, die auch wirklich so PR-Agenturen ähm, beauftragen und die man dann anschreiben kann, das sind halt meistens natürlich die, die, die Big Ones, ne? also die Großen, ähm, die auch natürlich dann uns. Auch unterstützen, das ist schon eine richtig große Hilfe, aber wir wollen ja auch nicht nur diese AAA-Mainstream-Geschichten präsentieren, dann habt ihr halt auch nur ein Spiel pro Woche, äh, sondern wir wollen auch mal euch kleine Titel präsentieren und das und da irgendwelche Leute ranzukriegen, kriegen, das ist gar nicht so einfach, weil ein Conarium wurde in der Türkei entwickelt, wen soll ich da anschreiben, Alter, das ist so, das ist nicht so ein, ist nicht so einfach, das, ähm, mit diesem, das, das ist aber auch ein Spiel. Das hängt dir aber auch irgendwie nach, ne? Was? Canarium? Hab, wann habe ich denn das <laughs> mal? habe ich denn das nochmal erwähnt? Als ich irgendwie so, als wir glaube ich über dieses bei dem Gamescom-Cast, als wir über dieses VR Game mit dem Ton und so gespielt haben, da hast du ja auch gesagt, ja, das war da hast du Perception gespielt. Habe ich Canarium gespielt? Ja, das weil es das mir, weil das mir, weil das mir <laughs> im Kopf geblieben ist, weil ich danach gesagt habe, okay, jetzt habe ich Canarium gespielt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Persistence. so, Ach so okay, okay, gut. <laughs> aber es, fällt, es stimmt aber da, da weiß ich aber auf jeden Fall dass es aus der Türkei kommt oder keine Ahnung irgendein Spiel das in Schweden entwickelt wird von so zehn Leuten die haben keinen haben keine Kontaktadresse oder wenn sie eine haben was weiß ich das ist alles ein bisschen abgefahren so Es ist nicht so einfach jetzt einfach mal irgendwo zu schreiben hey geht das klar kriegen wir ein Muster da muss man erstmal wieder Ey, ne? lass doch mal kurz das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm aber ich zähle jetzt einfach mal zusammen ich habe diesen diese Woche für das für das Spielangebot was ich heute vorstelle habe ich es sind, Moment, es sind 15? Ja, ich muss mir den Rechner aufmachen, ich bin dumm. So. Was willst du jetzt erzählen? Was jetzt ausrechnen? Mich ja, wie viel, ich, wie viel ich ausgegeben habe? Es sind 15, es sind oh, 10, okay. es sind 30, es sind Absolver war auch 30, glaube ich. Mhm. Und äh, Last Day of June waren, glaube ich, 15. Okay. Stimmt das? Ich glaube schon. Ja, ich habe ja das nicht gekauft. <laughs> Exakt, bei mir sind es jetzt 100 Euro. Und da ist jetzt beispielsweise, Don't Knock Twice, war, war beispielsweise im Angebot, so da habe ich ihn weniger bezahlt, das ist jetzt genauso, ich habe 100 Euro jetzt ich dies, hab für diese Folge. Diese Folge hat mich 100 Euro gekostet. Diese Folge hat mich 90 Euro gekostet. So, rechnet man jetzt das beide zusammen, plus das Publizieren des, des Cars, ne? So, und das auf Monat rechnet, Also das heißt, jede Woche musst du natürlich dann so ähm, 100 Euro 10, das heißt 400, 400 fucking 400, 400 Euro. Im Monat. Ja und es war halt gamescom diese, diesen monat wo man natürlich auch verpflegung und so weiter und so fort... wie gesagt ey, es, es, es soll kein geheule sein wir, wir ich sind ja es grad ist gerade so traurig dass ich die wahrheit erkenne jetzt gerade ja, alter wir sind so, ja, was ja, geht es, es ist halt, es ist halt einfach so wir könnt, ich kann das auch dauer nicht machen so das, ist, das klingt halt dumm ich kann das nicht tun ich weiß nicht ob froh, ich jetzt gerade weide ja weil das ding ist ja einfach so ich habe ich habe ja noch das glück dass ich halt ein, ein 13 gehalt kriege aber da war ja eigentlich ein switch geplant ne <lacht> 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 das ist halt auch so eine geschichte also gut, ja. wir haben jetzt mal ein bisschen. Ja. Es hat. Es ist ein cast Könnt ihr uns das gerne. ist schon ein bisschen erbärmlich halt irgendwo. <lacht> <lacht> ich find's gerade so übelst krass, es haut mich jetzt gerade wirklich vom Hocker. Exakt. So jede Woche 100 Euro plus das Publizieren des Podcasts und so. Dann muss man's auf zwei teilen, ist ja ganz klar, Alter. Wow. Wow. Was, was ist los? <laughs> Ja, das ist halt wirklich ich, man denkt da einfach nicht drüber <laughs> nach, weil man macht's einfach, weil man Bock drauf ja, hat. Ja, aber wir sind also das ist halt einfach diese nackte Zahl, die natürlich erstmal erschreckend ist, aber für mich ist es ja auch irgendwie so, ey, das ist einfach fucking nochmal mein liebstes Hobby so. Das ist das ist für mich wichtig und für mich ist auch ein Tag, an dem ich nicht spiele, so dumm es klingt, aber es, ich denke mir so, scheiße, ich habe heute nicht gespielt. Ich habe heute irgendwie nicht so ich habe immer den Drang, was zu zocken und das ist auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, wird das auch irgendwann mal einstellen. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, um Gottes Willen, aber so dieses, ähm, kennst es ja, wenn viele Leute, Freunde von dir früher irgendwann mal so aus diesem Hobby rauswachsen, ey, ich bin jetzt 30 Jahre alt und das ist noch lange nicht so weit, ich glaube, es wird auch niemals so sein. Ähm, also für mich ist das schon eine wichtige wichtige Sache und es ist ein Teil von meinem Life und deswegen ist auch diese, diese, diese Zahl ist zwar extremst hoch, ist es ist nicht immer jetzt, weiß nicht, 100 Euro in einer Woche vielleicht, aber zumindest, ähm, ja, es geht einfach in die Richtung. Geht ins Geld. Es geht. Auf jeden ja. Fall. Gut. Also, wenn man irgendwie auf Facebook-Profilen irgendwie sieht, warum fahren alle in Urlaub? Wie können die sich das leisten? Ja, deswegen. <lacht> <lacht> it's funny because it's true. Was das für ein Live? Ja, genau. So, wir machen am besten auch wenn, mal so, so. Vor allen Dingen, wenn Leute zu mir sagen. So, das ist wirklich einfach, warum ich, also, ich bin ja Single, ich bin ja ab und zu immer noch mal auf der Suche, so. Das ist für Frauen manchmal teilweise total schlimm, keinen Führerschein zu haben. Und ich sagte denen alle, ich habe kein Geld dafür. <lacht> 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 ja, wir so, ey, sorry, der Führerschein, das sind 100 Spiele. Ja, ich, genau, ich rechne auch immer in Spiele rum, <laughs> Alter. Das ist kein Problem, ey. So. Aber ich muss auch sagen, wenn wir, wir müssen es ja so machen. Wir können ja, wenn wir über die Spiele sprechen, so, du fängst jetzt gleich an, über das Spiel XY zu sprechen. Das erste Spiel, was du gleich vorstellst. Und sagst, das ist das Spiel. Und das kostete mich 20 Euro. Dann machen wir noch so ein Ching Ching. Ja, So ganz, ganz, ganz below. Nee, aber erzähl doch mal. Was hast du denn gespielt? Also, ich habe gespielt Don't Knock Twice. Es ist ein VR Horror ich Game. Ich weiß, was es ist. Okay, das ist dieses Horror äh, Ding. was was so Film auch, glaube ich, dazu geht, oder? Exakt. Äh, gibt's für Oculus Rift, für, für HTC Vive und für die PlayStation VR. Ich habe es natürlich auf der PlayStation VR gespielt. Ist von Wales Interactive. Die haben schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Mir sind die aber eigentlich nur bekannt durch The Banker. Ah, das Dieser. wollte ich auch immer mal spielen, habe ich nie gespielt. Ah, ja, sehr sehr geil, kaufst dir, lohnt sich. Gut. <lacht> <lacht> Alter. <laughs> Was ist denn? Hey, und ich ich habe jetzt schon den Namen, den Namen für die Folge. Broke as fuck. Ja. Der Schiff ähm, Broke as fuck. Okay. War fantastisch. Alter. Ja. Okay, also es basiert auf einem Film von 2016, der auch heißt Don't Knock Twice. Das ist ein Horrorfilm mit Katie Sackhoff Das ist die, äh, wie heißt sie von Battlestar Galactica, die Blonde. Ach so, ja die sagt Star. Dann. Star. Dust wie heißt die? die hat so ein, ich weiß ja, nicht, so aber ich weiß, dass das ist halt die attraktive von Battlestar Galactica. war. finde find ich noch nicht mal, aber da können wir uns drüber streiten. Also ist auf, auf jeden Fall ja diese blonde, diese, ja, ja. die total krass fliegen kann und so. Naja, also auf jeden Fall dort Knock Twice. Ich habe mir, das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich muss noch 5 Euro draufrechnen, weil ich hab mir tatsächlich extra den Film angeguckt, um über das Spiel reden zu können. <laughs> wo, die wo, wo die Parallelen sind, ganz im Ernst. Okay. Das, das habe ich, ge hab ich getan aus journalistischem... Es ist kein Scheiß. Ich habe mir nach dem Spiel, nachdem ich durch war, habe ich mir am Abend noch den Film angeguckt. Und ich finde schon, dass man ähm, den Film gesehen haben sollte. Also ich habe es jetzt halt umgekehrt gemacht. Ich glaube, ich hätte es aber umgekehrt krasser gefunden. Die Story, als, also vom Film jetzt. Ich man über den Film von Don't Knock Twice, ist eigentlich ein Film, der schon so in diese Paranormal Activity Richtung geht. Er hat auch so ein bisschen Parallelen zu The Ring, nur dass es halt eben kein Tape gibt, äh, nachdem man verfolgt wird, so, sondern man klopft halt an eine bestimmte Tür zweimal. Da gibt es halt so eine Urban Legend über so eine so eine alte Frau und so weiter und so fort. Und klopft man einmal, weckt man sie auf, klopft man zweimal, weckt man sie von den Toten auf. Und dann mhm. gibt es halt ein junges Mädchen, die verflucht sich halt im Prinzip selbst durch ihre eigene Dummheit. Und seitdem äh, passieren dann halt irgendwelche paranormalen Geschichten, halt irgendwie, sie hat Visionen, äh, sie wird gejagt, äh, sie, sie geht, sie hat Probleme mit ihrer Mutter die äh, sie leider nach der Geburt mehr oder weniger weggeben musste, weil sie selber ein Drogenproblem hatte. Da kommt auch so ein bisschen Family Struggle halt dazu. Aber letztendlich ist es halt mehr so diese Gruselrichtung. Ne? Es spukt halt in diesem Haus, man sieht Visionen und so weiter und so fort. Er fängt eigentlich ganz gut an, der Film, will dann aber so ein bisschen mehr sein, als er das Potenzial dafür hat und mündet dann eigentlich in ein sehr wackes Ende. Also so als Horrorexperte-Schauder reden wir jetzt über <laughs> Don't Knock Twice. Not a proof. Das Spiel setzt halt so ein bisschen in diese, in diese Horrorästhetik an, indem man sich halt eben durch dieses Haus ähm, bewegt, des Films. Man spielt die Mutter und ist halt eben auf der Suche nach der Tochter. Und das ist halt der erste Punkt, warum man den Film, also deswegen fand ich es ganz interessant, das umgekehrt zu, zu konsumieren, weil sie doch versucht haben, das Haus mehr oder weniger halt abzubilden. Das heißt, man sieht auch original teilweise Zimmer, die genauso im Film halt eben sind, wie sie im Spiel sind. Und mhm. das ist so eine Sache, die ich doch schon ganz cool fand. Man steuert das mit den Move Controllern und man bewegt sich mit so einem ähm, mit diesem Teleport System, also dass man in die in das Zimmer hinein so ein, so ein Fadenkreuz lenken kann, abbilden kann, dann drückt man auf eine Bestätigungstaste und dann beamt man sich dahin. Ansonsten kann man sich halt im Winkel wieder drehen, also es ist keine freie Steuerung, aber ich fand die war trotzdem sehr bequem und hat in dem Fall gut funktioniert. Die Controller wurden, wurden sehr gut an, abgegriffen. Ähm, ich habe es im Stehen gespielt, ähm hat super funktioniert. Also habe ich schon Spiele gespielt, inklusive Paranormal Activity, wo es halt echt schlechter war. Das äh, kann ich echt lobend erwähnen. Und dieser Exploration-Gedanke durch dieses Haus, das kommt dadurch auch sehr, sehr gut zum Tragen. Leider ist es halt nicht mehr als ein bisschen Exploration, Gegenstände aufsammeln für ein Ritual. Ähm, und auch so von richtigen Schockelementen ist da nicht viel zu, zu sehen. Wenn mal welche passieren, sind die schon wirken die schon ziemlich gut, weil halt oftmals nicht so viel passiert, aber die Atmosphäre, die dort erzeugt wird in diesem Haus, gerade in VR, fand ich persönlich wieder ziemlich heftig. Es war nicht so krass wie bei Paranormal Activity. Das sage ich jetzt dann einfach mal zum Vergleich. Mhm. Deswegen würde ich sagen, Leute, die da richtig krass empfindlich sind, für die ist dann vielleicht Do Don't Knock Twice so ein bisschen, hm, ein bisschen weiter weg vom Herzinfarkt als das Paranormal Activity ist. Ähm, aber grundsätzlich fand ich die Grafik in Ordnung, fand ich ganz gut gestaltet, wie die Zimmer so gestaltet sind. Es gibt auch ein paar Rätsel, die man halt absolvieren muss, fand ich alles sehr, sehr schlüssig, fand ich ganz gut. Ähm, auch ne, so ein paar Gruselschock-Effekte, die da halt noch drin sind, die die Atmosphäre halt so verstärken, waren da auch noch drin. Also grundsätzlich habe ich das sehr, sehr gerne durchgespielt. Ist halt aber auch wieder so ein Ding, was man äh, so an einem Abend durchspielen kann, was vielleicht so, was jetzt ich, so zwei Stunden geht oder sowas. Oder zwei, drei Stunden, äh, was dann ungefähr so 20 Euro kostet. Das Ding kann man auch ohne VR spielen, also es unterstützt beides. Was ich ganz interessant finde, weil es auch eine Xbox One-Version gibt für einen Zehner, also für den halben Preis. Aber ich weiß. Aber ich weiß, oder das VR-Feature ist halt auch Preis. So nach ja, Motto. aber wenn ich das VR-Feature nicht habe, dann mach doch zwei Versionen draus. Ey, ja. Weiß man halt nicht. Aber ich weiß, das ist halt aber auch wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich es ohne VR empfehlen würde. Okay. Das ist halt, es ist halt schon so ein Ding, wo ich halt sagen würde, ja, das ist halt mit VR äh, komplett anderes Erlebnis. Ich habe es auch mal kurz, ich habe es nochmal angefangen, ohne VR, ein bisschen rumgelaufen und so. Ist okay, kann man machen, aber das kann man nicht vergleichen, finde ich. Das ist natürlich von der Immersion was komplett anderes. Ähm, und letztendlich muss ich sagen, dass ich das Spiel ach, so ein kleinen Tacken gruseliger... Fun. Das ist subjektiv. Das ist schlecht, ob ich das jetzt irgendwie ähm, spürbar beurteilen kann. Also ich es schon ein bisschen krasser. Ich fand den Film sehr stark 0815. Das Spiel äh, hat mich ein bisschen mehr beeindruckt. Ich finde auf jeden Fall diese... Ich finde die Idee cool. Ähm... Also ist das, erzählt jetzt eine, eine gewisse Geschichte aus dem Film äh, äh, nach? Gut, oder ist das so eine gut, Ergänzung? Ja, gut, dass du fragst. Natürlich findet man auch ähm, Dokumente über das Haus, über diesen Sachverhalt in dem Film. Das fand ich beim Spielen sehr, sehr kryptisch. Nachdem ich den Film gesehen hatte, fand ich das alles viel eindeutiger. Also deswegen würde ich wirklich eher sagen, also es ist halt wirklich. Die Frage ist halt immer, für welche Filme macht man denn in der Regel ein Spiel? Normalerweise sind das halt irgendwelche. Pixar-Dreamworks-Geschichten, Dream, irgendwelche Lizenzgeschichten, ne? Also das ist jetzt so ein Horrorfilm, der jetzt eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, der hat jetzt keinen Hype erfahren, das ist jetzt kein Paranormal Activity und kein Blair Witch und kein Saw. Also warum man jetzt ausgerechnet aus Don't Knock Twice einen Film macht, ist, ist eine, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch. aber die Lizenz günstig. Also, aber ich würde schon sagen, dass man den Film gesehen haben sollte, um mit dem Spiel ein bisschen mehr anzufangen, ne? Aber man hat ein Handy beispielsweise, wo man immer SMS draufkriegt und man hat halt immer dieses... Man hat immer dieses Klopfen halt überall im Haus, äh, was halt natürlich so ein bisschen an den Film erinnert. Und da, da gibt es halt so Situationen, wo du halt beispielsweise, ich, ich sage jetzt einfach mal was, du bist in einem Außenareal und ich kam nicht weiter und ich höre die ganze Zeit. Mhm. Die ganze Zeit höre ich dieses Klopfen und ich konnte damit nichts anfangen, dann gucke ich mich um, plötzlich steht da jemand am ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wie ich drüber nachdenke, steht jemand am Fenster und gibt und winkt mir halt und schickt mir dann eine SMS und so und man. Also das, das halt, finde ich jetzt aber ziemlich äh, ziemlich geil. Es ja, ist ziemlich in VR ist das ziemlich, weil also es, es, es 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 profitiert halt davon, dass du dich halt auch umsiehst. Also du guckst nach oben und da steht dann oben im ersten Stock steht halt jemand. Und so solche Sachen passieren halt man, das schon. Aber auch zwei, dreimal. Ja, das ist schon sehr, sehr creepy, so. Das ist halt, ne? Und es hat witzigerweise, also man hat halt eine Lampe, also eine, so ein so Kerzenhalter, mit dem man rumläuft. Das heißt, man kann auch, wie bei Amnesia beispielsweise, um sich ein bisschen wohler zu fühlen, Kerzen anzünden und so weiter und so fort. Es hat ein ganz interessantes Feature, ist zwar unrealistisch, fand ich aber sehr praktisch, dass du den Arm so, diese, diese virtuelle Hand, die du dann halt hast, die mit, mit, mit dem Move-Controller. Be, be, äh, längst hm. die kannst du so einen Meter von dir wegstrecken okay. ja, So als Hilfe dass du dass du dich nicht bücken musst um Sachen aufzuheben ah, okay. so als als kleine Hilfe ist klar ist unrealistisch aber ich fand es halt mega bequem um halt mal so Kerzen anzuzünden oder sowas halt irgendwie ähm, ja also ich, ich fand ich fand's nice ich, ich finde nice. immer noch ich, ich, wie gesagt ich bin der Meinung also wenn du ähm, das kann ähm, total also kein Mensch Redet heute noch über Don't Knock Twice. Ich muss ehrlich sagen, den Film habe ich damals irgendwie wahrgenommen, aber habe ich nicht gesehen und ich habe den schon vollkommen vergessen. Jetzt ist er mir wieder geläufig, weil das natürlich durch, den, durch das Spiel ähm, irgendwie wieder ähm, eine gewisse Präsenz hat. So Und ja. das kann ja auch was, was werden. Metro war auch ein, war auch, ich finde es nicht, nicht ein Geheimtipp, aber es war jetzt kein Bestseller. Oder, oder auch die Witcher-Reihe waren ja. Waren ja, waren ja in Europa oder jetzt in irgendwie weltweit jetzt keine absoluten ähm, besseren Romane, aber durch die Spiele sind sie halt zu einer extremen Popularität gewachsen. Ja, ähm, das da, ist jetzt bei den US-Unternehmen jetzt nicht so, aber ich finde die nein, Idee da, halt cool. Ja, eben. Da würde ich den Ball jetzt halt ein bisschen flach halten wollen. Also ich finde halt einfach, ich mag halt nach wie vor diesen diesen Gedanken von Horror-VR-Games als Mutprobe. Es ist halt einfach was komplett anderes und das ist halt, das steht gerade am Anfang und ich finde geil, dass sich das so ein bisschen anhäuft jetzt gerade und um dich jetzt noch mal ein bisschen in diese Diskussion oder in diese dieses Review so ein bisschen mit einzubringen. Du hast ja auch beispielsweise mein Review zu Paranormal Activity mitbekommen. Mhm. Und du hast es ja am ersten Abend, als wir in Köln waren, auch selber mal gespielt. Und da kannst du ja auch mal sagen, das ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Das ist schon ziemlich krass, wenn man da drin sitzt. Oder nicht? Äh, ja, <laughs> na, natürlich. Also die Immersion ist unfassbar gut. Und das Spiel, das sind halt diese Spiele, die in, in VR noch mal eine, eine Schippe drauflegen. Die können also in, in VR überhaupt ich Glaube, das ist halt nur so ein ganz witziges ähm, Spiel für zwischendurch, aber mit VR bekommt es eine ganz andere Note und dafür Exakt. ist es wirklich lohnenswert. Na, man, man muss es halt mal sagen. Du hast, ich habe es dir zum Ausprobieren gegeben. Ähm, du warst in einem Raum mit ganz, ganz vielen Leuten, also ich habe das ja alleine gespielt, bei mir zu Hause, mhm, so. Da kann und ich mir Sachen vorstellen. Und, und ja. Sachen, die, die ging doch auch der Kackstift ja, bei Fernsehen. Also genau, das ist, genau, das ist es ja. Also gerade, ich mir, ich konnte mir, ich konnte mich sehr gut in die Lage hineinversetzen, wenn du das alleine spielst, dann ist es eine ganz andere Nummer. Ähm, natürlich, er, ich weiß gar nicht, erreicht es, das, kann, das kannst du jetzt eher be be beurteilen, weil du das ja alleine gespielt hast, erreicht es so diesen Gruselfaktor eines Resident Evil 7s? <laughs> Das ist, ich, ich damit kann ich es nicht vergleichen. Erstens, weil du keine akute Bedrohung hast, du bist halt komplett alleine. Du hast halt nicht die Bakers. Mhm. Und zweitens äh, ist Resident Evil halt ein viel langfristigeres Spiel und hat halt eben diese Ansteigerung, dass du ja irgendwann vom Gejagten zum Jäger wirst, wenn du Waffen findest. Das hast du halt dann nicht. Also, es ist schon ein sehr einfaches Exploration, Narrative Exploration Game, wo man halt so ein bisschen liest und unterschiedliche Stationen halt abhakt. Aber da passieren halt schon, das, ist, das spielt halt einfach mit Urängsten. Das ist eine vertraute, es ist keine abstrahierte Umgebung. Du läufst durch ein ganz normales Haus. Da hast du halt jetzt keine Kannibalenfamilie am Start, ne? Mhm. Es ist ein bisschen übernatürlicher Kram dabei. Aber es, es ist halt, es wirkt halt einfach. In VR wirkt ja. das halt einfach. Ich mag es. Also ich, wie gesagt, diese Vorstellung, du bist in VR, du hast das Haus vor dir, du hörst klopfen, drehst dich um, guckst da oben, oben im Fenster steht jemand, winkt dir zu und schickt eine SMS. Allein die Vorstellung, das in VR zu erleben, ist halt unbeschreiblich krass. So und und, und, und da läuft mir kalten Rücken runter. Deswegen mag ich persönlich auch diese, diese, die, also für mich sind, die, sind diese Spielchen in diesen, in diesen äh, abendfüllenden Horror-Games ähm, finde ich fantastisch. Da habe ich immer Bock drauf, ähm, kann es nicht genug davon bekommen. Die sind nur leider ein bisschen zu teuer. Also ich weiß nicht, wie teuer war das jetzt? Äh, das hat ein Zwanni gekostet, ist gerade beim PC und im äh, VR äh, im, 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 im PSN Store. Kostet es 15, glaube ich. Genau, also und, und Paranormal Activity war einfach deutlich zu teuer mit seinem 40. War, das Euro. War, ja, es hat 40. Ich habe es halt auch mit, mit Rabatt, also mit PS Plus Rabatt für 30 bekommen, aber das ist halt schon so ja ne? also bei Don Twice würde ich sagen mit der Spieldauer ist das auf jeden Fall ein Stückchen fairer ja deswegen sage ich ja deswegen und es steuert sich halt es hat sich auch besser gesteuert muss man dazu sagen paranormal activity war schon habe ich glaube ich aber auch gesagt das war stellenweise ein bisschen krampfig mit diesem Umgucken und mit diesem Teleport Ding und mit dieser mit diesem Ausstrecken der Hand und so ist es ein bisschen komfortabler zum Spielen funktioniert super gut also man wird nicht durch eine ungenaue Steuerung aus der Immersion rausgerissen und äh, da passieren halt einfach da passiert dann halt einfach creepiger Scheiß hm. so kla ganz klassische Geschichten mit einem Klavier mit einer Badewanne ah, man, man kennt diese Klischees aus Horrorfilmen natürlich man denkt sich auch okay alter ich weiß doch was jetzt passiert aber man denkt sich fuck ich erlebe es jetzt halt einfach am eigenen Leib indem ich halt in diesem Zimmer scheiß scheiße noch mal selber drinstehe, das ist was selbst also das ist halt einfach was ganz anderes das kann man einfach nicht vergleichen finde ich mhm. ja klar auf jeden Fall da habe ich jetzt mal ein bisschen also habe ich jetzt auch mal Bock drauf das zu spielen tatsächlich ja Okay, ähm, Soll ich äh, das zweite VR-Game auch noch abhandeln? Dann hast du aber hast du noch ein zweites VR-Game? Hast du ja sechs Spiele? Nein, das ich habe schon, das ist, das ist da mit drin. Ich habe vier, beziehungsweise okay. also fünf. Na gut, erzähl doch <laughs> also, mal das andere VR-Spiel nochmal, damit es noch dabei ist. Das ist nämlich tatsächlich ein Geheimtipp. Das war ein Spontankauf. und das ist eine Sache, die ich euch, wenn ihr eine VR-Brille besitzt und Kind geblieben seid, ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Und das ist so ein Ding, was ich glaube, ein 9 oder ein zehner kostet und heißt The Lost Bear. Ist von einem Entwicklerstudio aus Manchester. Oddbug nennen die sich. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und zwar ist das eigentlich ein äh, 2D-Plattformer, ein Puzzle-Plattformer. Man spielt ein kleines Mädchen mit dem Namen Walnut, die ähm, ein Teddybär besitzt und die der Teddybär aber geklaut wird von so einem kleinen Krabbelvieh und sie im Prinzip durch eine erst so, so ein Waldgebiet diesem Teddy halt nachjagt und dann in unterschiedliche Gebiete kommt äh, und sich diversen Gefahren stellt und sich diversen Rätseln stellt. Also es ist schon ein bisschen limbo-mäßig, aber in einem sehr krassen Bilderbuch-Style. Also es ist sehr, sehr kindlich, es ist sehr, sehr märchenhaft, schön animiert. Also wie ein animiertes Bilderbuch halt einfach gestaltet. Und ähm, ist schon sehr, sehr nice. Ist ein bisschen für Jüngere, habe ich so das Gefühl. Die Rätsel sind jetzt nicht so komplex, aber auf jeden Fall ist das. Eine sehr sehr charmante Geschichte. Jetzt kann man sich jetzt fragen: Okay, es ist ein 2D-Bilderbuch-Puzzle-Plattformer. Mhm. Was hat das jetzt mit VR zu tun? Und das ist das richtig Charmante an dem Ding. Man sitzt nämlich in einem in einem äh, Bilderbuchartigen Gebiet in 3D, was immer so angelehnt ist an das Setting, in dem man gerade spielt, auf einem auf einem Sessel und blickt im Prinzip auf eine Leinwand, auf der man dieses Spiel oh spielt. Das ist nice. Und das ist, äh, es hat jetzt nicht so diesen Touch von Black Knight Sword oder von Super Mario Bros. 3, dass man jetzt denkt, man hat jetzt eine Theateraufführung. Also es wirkt eher wie ein Kino. Das muss man halt schon mal so sagen. Mhm. Ähm, ist auch sehr, sehr komisch, sich an dieses Side-scrolling zu gewöhnen. Das ist ein bisschen strange, wenn man das das erste Mal zockt. Aber diese Umgebung ist halt schon so liebevoll gestaltet, wie man, man kann sich auch so umgucken und so. Und ähm, dann passieren beispielsweise solche Sachen, dass eben das, was man auf dem Bildschirm sieht mit der Umgebung, in der man gerade sitzt, vermischt. Ich sag ein Beispiel, was ziemlich zu Beginn passiert. Ganz am Anfang äh, geht sie mit ihrem Vater irgendwie, ich glaube, Honig will sie besorgen. Und da ist halt da so ein Bienenstock äh, an einem Baum. Sie hat halt eine Steinschleuder. Und dann muss, hier musst du halt äh, intuitiv diesen Bienenstock in so einen Eimer runterschießen. Und dann sind natürlich die Bienen, zzz, mit so Geräusch, ne? Ja. Und dann kommen die Bienen aus dem Bildschirm. Und fliegen so um dich rum. <laughs> also, mit solchen Geschichten spielt halt einfach dieses Spiel. Und das ist so charmant und liebevoll und kreativ umgesetzt. Das war, das war echt, da ist mir echt warm ums Herz geworden. Das war so eine richtig schöne kindliche Geschichte, die man da halt erleben kann. Also Geschichte in Anführungszeichen, es gibt weder Dialog, es wird halt alles so: diese Gefahr, also wie ein Limbo halt eigentlich, man erlebt das halt einfach, mhm. aber es ist liebevoll. Weil es natürlich auch so ein bisschen um so, so einen Lost Bear geht, auf den man noch trifft und so, es ist alles es ist wirklich für Kindgebliebene eine richtig schöne Geschichte und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Also es war, ich habe mich so wohl gefühlt einfach in diesem, in diesem Wald zu sitzen, auf diesem Sessel und dieses Spiel zu spielen und das, das ist so, du hast halt an so, guckst halt dich um und wenn du die Umgebung anguckst, reagiert sie auch auf dich. Also, du hast dann beispielsweise, dann kommen dann so Glühwürmchen irgendwie, so, du sie guckst ja halt um, da hast du so Bäume mit so Astlöchern und plötzlich guckst, wenn du da drauf guckst, leuchtet es dann plötzlich da drin. Oder du siehst halt so eine, so eine große Biene, die so ein bisschen auf die, die hockt sich dann halt auf deinen, auf deinen Sessel und fliegt dann halt wieder weg. Und, äh, so reagiert halt das Spiel so ein bisschen auf das, was halt auf der Leinwand passiert. Also, ultra, ultra charmant, ultra liebevoll ist auch so kann man so in ein zwei Stunden durchspielen wie gesagt kostet ein Zehner aber da habe ich mich echt so diese Woche das war eine vollkommene Überraschung ich wusste nicht was auf mich zukommt und ich habe mich da echt in dieses Spiel so ein bisschen verliebt Da habe ich das finde ich liebe sowas also ich finde solche solche charmanten Märchen Uh, settings guckst du dir so? den Trailer an gerade nee 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 hab ich jetzt nicht aber ich, ich kann ich, das hast du schon so gut beschrieben dass ich mir vorstellen kann ähm, ich, ich mag auch so solche leim ich, ich mach's mal nebenbei ich mag so leimwandgeschichten halt total gerne ich mag halt so ähm ja so so charmante und so unschuldige Geschichten total gerne da habe ich einfach so ein, habe ich so ein Fable für ha denn Fable ist auch das beste Stichwort denn das ist auch so fällt mir so ein bisschen immer ein wenn ich so an märchenhafte ähm, Geschichten denke weil ich liebe sowas auch so diese Musik wenn sie so mit so weiß nicht, wie man das beschreiben kann ich bin jetzt kann jetzt Musik nicht so gut beschreiben aber so ähm, ja so diese märchenhafte Musik im Hintergrund und sowas ich liebe das voll so das gibt's viel ja. zu selten also wie gesagt man spielt ein kleines Kind weißt Gameplay Technisch so The Lost Bear. Gameplay-technisch ist das stark so, kann man so mit Limbo vergleichen. Ne? Man hat halt so einfache Rätsel, wo man Schalter bedienen muss und so weiter und so fort. Auch das funktioniert mit dem Controller. Also der Controller schwebt halt auch immer vor einem, damit man halt weiß, was man drücken kann. Und dann hast du, kommt dann halt so eine Mechanik raus. Da musst du den Controller einsetzen und dann kannst du halt an einem Rad drehen mit dem Controller. Also mhm. so ein bisschen mit Move-Steuerung wird das halt auch noch gemacht. Und noch so ein paar andere Finessen, so, wo dann halt so dieser, dieser Sensor von dem Controller noch mit verwendet wird. Also schon. Sehr liebevoll. Also guckt euch einen Trailer an The Lost Bear. Der Grafikstil ist halt wirklich wie so ein animiertes Bilderbuch. Und das halt noch in Kombination mit dieser Umgebung, in der man da sitzt. Das ist halt einfach, das fand ich toll. Einmal so wieder mal Kind sein für einen Abend und so eine märchenhafte Atmosphäre, so eine Bilderbuchgeschichte auf sich wirken lassen. Es war echt schön. War ja, echt schön. Ja, ich mag sowas auch total gerne. Okay, dann rede ich jetzt ein wenig über Matterfall Von im schwedischen Entwicklerstudio namens Hausmark. Das sind so Jungs, die habe ich immer wieder auf dem Schirm, weil sie einfach eins der geilsten Indie-Spiele für mich gemacht haben, die ich hier gespielt habe und zwar Outland. Ich, ich finde das einfach so unfassbar gut. Ich muss aber allerdings sagen, dass sie äh, in, danach immer so Spiele gemacht haben, die zwar gameplaymäßig unfassbar präzise und, und geil waren, <laughs> aber sich leider immer zu arkadisch angefühlt haben, das ist Und so ich dann leider das Interesse schnell verliere. Ich, ich finde das auch so ein bisschen, das ist so, du erwähnst halt jedes Mal ähm, äh, Outcast. Hieß Outland? Es? Out, Outland, sorry, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe, weil es einen sehr, sehr künstlerischen Grafikstil hatte, weil es ja so ein bisschen an... An so antike Malereien erinnert, oh, ne? ne? An, so, an so Wandgemälde, ne? Daran erinnert das halt so. Das hatte was sehr, sehr Eigenes. Und heute machen die halt so, also nachdem die Resogun rausgehauen haben, irgendwie sind die da drauf hängen geblieben. Ne? Auf Total. ganz, ganz also, viele Partikeleffekte und Lichteffekte und Krach, bumm, und Explosionen und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist schon geil, finde ich auch nice, aber ich glaube schon, dass. Dass so ein bisschen von denen erwartet wird und dass die eigentlich auch kreativer könnten. Naja, ich lasse ja, aber, jetzt erstmal reden. Ja, das auf ist jeden so Fall, genau, und, und, und so, so war es auch zum Beispiel mit, äh, mit Next Machina. Das ist ja quasi auch ein Spiel, das dieses Jahr erschienen ist, noch gar nicht so lang her. Ähm, das werde ich auch in unserer Patreon-Nachlese mal erzählen, weil das habe ich mir auch gekauft. Und das ist einfach zu arcadisch und ich habe da nicht so, ich habe schnell das Interesse verloren. Deswegen habe ich Mettavol eigentlich nicht gekauft, aber als wir es dann auf der Gamescom kurz anspielen konnten, ähm, war ich doch gehuckt, weil es ein Side Scroller, ein side scrolling twin Twin-Stick-Shooter ist. Und diese Mischung fand ich super interessant, dass du eben ähm, ja aus der 2D-Perspektive eine Figur steuerst, aber mit der Twin-Stick-Steuerung, dass du mit dem rechten Stick eben schießen kannst und das ein bisschen von der Tastenbelegung anders ist. Aber ich erzähle das mal genau. Worum es geht, es ist, ähm, es ist ein Sci-Fi-Setting. Ähm, die Menschheit hat eine mysteriöse Substanz gefunden namens Smart Matter, so heißt diese Substanz, warum auch immer. Und sie, ja, auf, auf einen Schlag hat sich quasi so ein bisschen das Leben der Menschen verändert. Sie konnten dann in verschiedene Pla die Plan die Planeten bereisen, konnten Kriegsmaschinen ähm, zum Leben erwecken und hin und her. Aber durch ein missglücktes Militärexperiment hat sich diese Substanz quasi ein bisschen selbstständig gemacht und geht jetzt an, gegen die Menschen vor und die müssen und quasi der Schauplatz ist so ein Planet und so ich glaube der größte Planet und die größte Stadt auf dem Planeten der Menschheit in der Galaxie und sie müssen jetzt da vorflüchten und das ist quasi so das Setting und wir spielen Evelyn Darrow. <laughs> ich muss, muss, muss lachen, weil am Anfang des Spiels wird immer so erzählt, Evelyn Darrow ist die Einzige, die jetzt retten kann und so ein Kram. Ähm, sie hat diesen, so, so einen krassen Sci-Fi-Anzug Sci und muss jetzt äh, gegen diese Substanz kämpfen, die sich selbstständig gemacht hat. Und während quasi diese, diese Stadt evakuiert wird. So, Wenn ihr jetzt euch fragt, wie entwickelt sich das? Was passiert da noch? Nichts. Es gibt ab dem Zeitpunkt keine story Das ist schon mal die erste Sache, die ich auch sehr, sehr hart ankreiden muss. Auch hier, ich weiß nicht, wieso sie eine, eine Geschichte aufbauen und dann einfach nichts daraus machen. So, ähm, Also, wie gesagt, es gibt keine Entwicklung, es gibt keine Zwischensequenzen, es gibt keine Dialoge, nichts. Also, das finde ich ja, sehr, sehr, sehr schade. Erwartet man das oder denkt man sich doch so okay ja. grober Kontext ist okay wirklich also okay, wenn du am so? Anfang spielst, das Spiel beginnt und du hast wirklich ein sehr schönes ähm, animiertes ein sehr schönes animiertes Intro wo äh, diese Evelyn Darrow erzählt wie das so war mit der Menschheit und hin und her und dann erscheint sie und dann kommt halt dieser Ende, letzte Satz so der einzige die jetzt äh, hier das ganze äh, weiß ich nicht was das Rad umdrehen kann ist halt Evelyn Darrow und so und dann geht das Spiel <laughs> los Evelyn Darrow. ja es also geht das Spiel los und dann, ich finde schon, dass man vielleicht, also man hätte drauf was, was, was machen können, aber das haben sie halt eben nicht, weil sie sich überhaupt nicht für die Story interessiert haben, was ich natürlich wieder super schade finde für jemanden, der sehr gerne Geschichten erlebt. Ähm, dafür sind halt Hausmark dafür bekannt, dass sie halt in Sachen Gameplay so ziemlich den Twin-Stick-Shooter perfektioniert haben und das haben sie eben so gemacht. Du hast wie gesagt diese 2D-Ansicht, kannst mit Evelyn mit dem Stick sich bewegen und mit dem rechten Stick halt schießen. Springen ist auf R1 und du kannst auch einen Doppelsprung ausführen, du kannst auch mit L1 einen Dash-Move ausführen. Der ist elementar wichtig, weil dieser Dash-Move den kannst du in alle Him Himmelsrichtungen ausführen. Der macht nicht nur so ein quasi so ein Dash-Move, sondern am Ende des Dash-Moves macht sie so eine Art Schutzschild, wo sie erstens nicht getroffen wird ähm, und auf der anderen Seite auch die Gegner freest. Und dann hast du eine Möglichkeit, sie anzuschießen, denn natürlich, ähm, wie es so Hausmark üblich ist, du hast es ja gerade schon erwähnt, es ist so ein, weiß nicht, so ein Gegner Overkill. Du hast natürlich viele, viele Gegner, irgendwelche Projektile, irgendwelche Roboter, fliegende Gegner, die irgendwelche Projektile auf dich schießen. Es spawnen überall Gegner und du musst dich in typischer Twinstick-Manier so ein bisschen davor ähm, bewahren muss, muss dich freiräumen, muss ähm, jeden Raum nutzen, muss dich irgendwie, muss kontrolliert ballern und alles drum und dran. Das sieht natürlich richtig fetzig aus, wenn du dann den Dash Move ausführst, die Gegner freest, dann ähm, die abballerst, dann gibt es auch Gegner, die dann so so eine Restsubstanz ähm, ja so liegen lassen in der Luft. Wenn du jetzt die L2-Taste drückst und, und dann schießt du so einen Protonstrahl oder so einen Materienstrahl aus und dann auf diese Bombe zielst, dann gibt's so eine Kettenreaktion und alle Gegner in der Umgebung zerfetzen in einzelne Partikelteile, es sieht halt geil aus, es macht halt richtig, richtig Bock. Und ähm, du findest auch, also wenn du auch diesen L2-Protonenstrahl auch an so Silber, also Quatsch, lilernde Kristalle anwendest, dann kannst du auch so bestimmte Zivilisten retten und kriegst dann so Sekundärfähigkeiten ähm, wie einen Granatenwerfer oder Zielsuchenden Raketen und so, um die Gegner noch mal richtig ordentlich ähm, zu vermöbeln. Ähm, wenn wenn alle Stricke reißen, es lädt sich auch nochmal so eine Energieleiste auf und wenn die voll ist, kannst du mit Viereck, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich glaube, es heißt Überschallfunktion ähm, aktivieren, dann wirst du, wirst du wird die Zeit verlangsamt und du kannst dann nochmal in Ruhe die Gegner weghauen. Ähm, und das, ich sag's, wie es ist, es macht ultra Spaß. Es macht richtig, richtig Fun, ähm, das, 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 die Gegner da wegzuhauen. Es ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Steuerung halt ein bisschen anders aufgebaut ist wegen der Tastenbelegung, R1, dann L1, dann nochmal mal zwischenzeitlich aber noch den Twin äh, den Twinstick Mechanik nutzen und die Gegner wegballern. Ähm, aber man findet sich sehr sehr schnell zurecht und was ich bei Hausmark auch definitiv immer hoch äh, hochrechnen äh, muss, ist, dass sie eine sehr sehr angenehme und faire Lernkurve haben. Also, es sieht, wenn du einen Trailer anguckst, total überladen aus und du hast keinen Plan und alles ist total ähm, unübersichtlich. Aber ich kann dir sagen, wenn du spielst, hast du immer die Kontrolle. Ich hatte keinen einzigen Moment das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin oder was ich machen muss oder was auch immer. Ähm, deswegen fand ich das fand ich das fantastisch, was die da abgeliefert haben. Also Gameplaymäßig ist das wirklich wirklich geil. Ähm, das Problem auf der anderen Seite ist wiederum, das Spiel ist extrem kurz. Also du hast drei Welten, äh, drei Level die gehen so zehn bis zwölf Minuten, dann hast du noch bei jedem wie jeder Welt noch wow. einen Bosskampf, der ähm, ja so natürlich so typisch, wie soll man sagen, äh, Bildschirm überfüllend ist, ne, so und der auch eine gewisse Taktik erfordert und so, das macht auch ziemlich viel Spaß, aber danach ist das Ding auch gelaufen, also du bist nach so zwei drei Stunden durch. Das kann man natürlich so ein bisschen als als so zwischendurch Snack spielen, das habe ich auch so gemacht das das funktioniert dann auch sehr sehr gut ich, ich habe nie das Gefühl dass ich jetzt irgendwie was verlernt okay. habe so ich mach's an es geht funktioniert alles klar du machst richtig da fetzt ein bisschen durch der Style ist geil Sinti-Mucke im Hintergrund also Elektromucke die immer so pulsierend und so macht halt Bock aber lang kann ich sowas nicht spielen weil es halt einfach keine Geschichte hat und deswegen hat's mich am Ende wenn ich es jetzt durch habe nicht mehr jetzt irgendwie juckt, das nochmal anzufangen, weil ich glaube, das ist noch so ein Highscore-Spiel, wo du nochmal ein paar Punkte mehr sammeln kannst und sowas. Aber ähm, ich muss sagen, das ist ein bisschen enttäuschend, aber das, Game das, das ist fucking Gameplay, Alter, das ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ich, ich, ich muss jetzt auch direkt mein Wow nochmal relativieren, weil du irgendwie gesagt hast, es gibt drei Welten und die gehen irgendwie so zehn Minuten. Da Bin ich jetzt irgendwie oder so? Habe ich jetzt verstanden? Es gibt, aber also wenn drei sagst, Welten, a ah, drei Levels. Ach so, okay. Also das du, heißt, und äh, es geht ja, wenn, du, durch, wenn du für, für einen Zwanni doch so drei Stunden rausbekommst, dann ist das eigentlich okay. Also das, natürlich, aber natürlich, ja. ich hatte, also das war schon überraschend, wenn du dann natürlich so diese diese Levelauswahl hast und du kannst dann natürlich so, siehst, okay, nächstes Level ist, ist noch gelockt, ich muss das eine Level erstmal durchspielen und siehst dann halt dein, dein Score und so, und dann gehst du, switchst du dann durch und siehst, okay, es sind nur drei Welten, ich meine, das ist schon. Das ist jetzt nicht so gewohnt, weißt du. Du hast so ein Achtwelten ist, oder sowas, ne? Da mal ganz kurz. Das ist auch so eine Geschichte. Das wäre vielleicht mal ein Thema oder sowas. Aber ich habe generell das Gefühl, wenn du damals so ein Castle Crashers oder so ein Bastion gekauft hast, dann hast du halt auch deine 15 Euro bezahlt. Aber die haben eine reguläre Länge gehabt von sieben, acht Stunden oder sowas, mhm. dass du heute für dasselbe Geld Spiele Indie Games, also so kleinere Games, halt machst, die zwar richtig, also die zwar grafisch einen krassen Anstieg haben gekriegt haben in den letzten zehn Jahren, die aber dann gleichzeitig irgendwie bei der Spielzeit Abstriche Also irgendwo muss es Abstriche geben, habe ich so das Gefühl. Ja. Siehst du das auch so? Dass der Indie-Bereich zwar auch grafisch sich richtig krass verbessert hat, aber dass man irgendwie fürs Geld nicht so viel bekommt wie früher? Das ist natürlich auch so immer so eine Grundsatzfrage, weil wir ja gerade so Typen sind, die schon froh sind, wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt ultra lang ist und du dann verschiedene Spiele spielen kannst. Aber ja, du hast recht, die Spielzeit hat sich definitiv gekürzt. Gut, in die Spiele waren es nie so umfangreich, dass du jetzt 10 Stunden oder 15 Stunden Spielzeit hattest. Ja, aber dafür haben sie ja auch nur 15, 20 genau, Euro gekostet. Richtig, aber richtig. ich hatte so das Gefühl, so gerade die ersten Sachen, also gut, Limbo waren jetzt beispielsweise vier Stunden, ne? Aber so ein Braid und so ein äh, so Castle Crashers, das waren richtig, da gab es richtig viel Level, das war richtig krass vom Umfang her. Mhm. Und dass du heute so, ne, in diesem Ne? In die Spiele werden auch mittlerweile Gerade mit, 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 ein äh, Gra mit äh, dieses Verhältnis von Grafik, Umfang, also Production Value, Umfang, Preis, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Ne? Das Pro Production Value, die, der Aufwand wird immer so ein bisschen größer natürlich. Ne? Bei gleichem Geld kriegst du letztendlich weniger bei rum. Das ist schon so eine Entwicklung, wo ich so denke, das äh, merkt man. Das ja. ist, ist spürbar. Ähm, kann natürlich aber auch sein, dass es gerade so auffällig ist, weil Gerade auch diese Woche und letzte Woche hatten wir, hatte ich auch Titel dabei, die wirklich kurz waren. Also ich war sehr, wie gesagt, ich, ich war überrascht also, über Metal Falls äh, ja. kurze Spielzeit und auch über Die Säulen der Erde war kurze Spielzeit und so. Ja gut, Lost Bear ist eine Stunde. Also ich könnte gar nicht so viele Spiele in der Woche besprechen, wenn da nicht welche dabei wären. Das kommt ja eigentlich zu so dem Inhalt des Casts zugute, sage ich jetzt mal. Aber gerade im Bereich VR haben wir uns auch schon mal über die Preispolitik unterhalten so. Also mh, das ist schon eine Sache, das kann man schon mal so festhalten. Das ist eine, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die sich ja irgendwie rechtfertigen wird. Ich muss noch, ich will noch bei Metaphor eine Sache nochmal erzählen. Ähm, es geht natürlich, es geht darum, dass man wirklich von von links nach rechts durchs Level läuft. Also es gibt kein Metroidvania System oder so, falls das jetzt jemand denkt. Es ist wirklich oldschoolig, du beginnst den level start und am Ende ist das Ziel, ne? Es ist also wirklich, in, wie, wie es damals in 16-Bit-Ära oder so war. Ähm, oder davor. Ähm, was ich auch noch sehr ankreiden möchte, und darüber bin ich eigentlich froh, dass es dann am Ende drei Stunden dauert, weil in der gesamten Spielzeit ähm, tut sich auch nichts mehr spielerisch. Also es gibt da nicht noch mal krassere Moves, es gibt noch mal andere Levelstrukturen, noch ah, mal Ideen. Also es okay. ist wirklich drei Stunden lang. Eine neue Waffe, so nee, gar nicht. eine, eine neue Mechanik. Du hast immer die gleichen Waffen. Gut, die Mechaniken ändern sich bei den Sekundärwaffen, wenn du dann natürlich diese Zivilisten rettest, die du dann auch, ähm, du findest dann schon ein paar solche ähm, Specs und kannst die dann auch favorisieren und so auswählen. Aber das macht das Spiel, ähm, es ändert das Spielprinzip nicht und das Konzept nicht. Es ist wirklich immer dieses gleiche Ding. Da bin ich schon froh, dass es nach drei Stunden durch war. Ich habe es auch immer als Snack gespielt und immer mal so ein Level und da nochmal ein Level dann hat das natürlich auch gut funktioniert, aber drei Stunden am Stück das Spiel zu spielen, dann wäre es auch irgendwann mal ein bisschen zu langweilig. Trotz alledem, ich glaube auch, dass das Spiel wirklich für so ein Zwischendurch-Game passt, weil es halt keine Story erzählt, weil es halt immer so als mit Levelaufbau ähm, ähm, zum Auswählen gemacht ist und du relativ schnell reinkommst, da eignet sich das eigentlich ziemlich gut. Ich finde es nun so leider so schade, dass das, wie du schon sagtest, das Hausmark nach Outland, das ja schon eine Geschichte erzählt, das schon noch mehr in Richtung auch so Audiovisualität und so geht, dass sie das einfach nicht mehr weiterverfolgt haben, sondern sich wirklich darauf konzentrieren. Wir machen Highscore, Jagd, Shooter im Arcade-Stil. Das finde ich sehr sehr, 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 sehr schade eigentlich. Ja. Also ich bin halt leider einfach nicht der, 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 der Mann, der dem dieses Bier schmeckt. Exakt ja. ja. Also Outland ist auch mein Lieblingsspiel von denen. Ja definitiv ja. Ist auch für mich ist das wirklich gesagt. Ich werde nie vergessen, wie ich eine ganze Nacht diese fucking Spiel gespielt habe und total geflasht rausgegangen bin. Ja. Gut. Und ja. dann ab dann dem Zeitpunkt äh, jetzt. Ich glaube jetzt überschneiden sich unsere gezockten Dinger. Genau. Oder, also, hast du noch, oder, oder hast du noch was, was nur du allein gezockt hast? Nee, ne? Nee, also ich habe jetzt, genau, also das, das einzige Spiel, was du jetzt nicht die Woche gespielt hast, war Metafall. Alles ab, was jetzt, was, was jetzt kommt, das haben wir beide in dieser Woche gespielt. Und was, was womit fangen wir an? Ich würde jetzt gerne, mir ist so ein bisschen nach, nach Wutausbruch zumute. <laughs> okay, reden wir mal das, das, <laughs> kurz <laughs> Jetzt pass mal auf, also es, <laughs> es, es, es hat doch ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir in den News am Start hatten, habe ich ja schon angekündigt, nämlich darum, ob man Spiele vorstellt, für die man einfach zu blöde ist, oder es hat tatsächlich was mit dem Spiel zu tun und man muss es in seine Bewertung mit aufnehmen. Ist wieder so in der Geschichte, das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen offen, aber wir haben beide White Day gespielt. Ich weiß gar nicht... Also, dass du dir das bestellt hast, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Warum? Also das, das hätte ich nicht kommen sehen. Ich habe mir mit White Day so ein kultiges, oldschooliges Japano kann ich ja nicht sagen, aber auf jeden Fall asiatisch, japano anlehnt, so ein Survival-Horror-Game vorgestellt, was so ein bisschen kultig ist und ein bisschen so an den PlayStation 2, an der PlayStation 2 Zeit so dran ist. Ja, also. Hab, das, genau das gleiche habe ich mir auch erhofft. Also, so Sachen wie Fatal Frame, ähm, Nee, ähm, ja, okay was was gibt's jetzt K was gibt's da noch Forbidden Siren Haunting Ground richtig ne? richtig Diese genau ne? also diesen diesen typischen ist, ja <laughs> <laughs> ist ja schön dass wir beide gleichermaßen auf die Fresse geflogen sind <lacht> <lacht> also ich ja. habe mir die es, es kam glaube ich es kam am 24. 25. raus ich habe extra noch gewartet weil ich die Retail Version <laughs> haben wollte das ist ja, das ist ja wirklich der blanke Hohn ich habe mir ja für die Playstation 4 besorgt du glaube ich für einen PC und ähm, man muss vielleicht im Vorfeld fairer halber sagen, es ist ein Remake von einem koreanischen also wirklich auf der Packung stand Meisterwerk hinten drauf. Darf oh, ich das what sagen? the fuck? Es stand, wirklich ich glaub, es stand wirklich Meisterwerk. In Korea liebt es jeder. Mehr, jeder. So, das es ist, das ist gehört zur Schulbildung. Äh, ja. <laughs> <laughs> wahrscheinlich schon. Also, ich hoffe mal nicht, dass das, was hier in diesem Spiel passiert, in koreanischen Schulen Alltag ist. Wer <laughs> weiß. Okay. Das ist enttäuschend auf mehreren Ebenen. Also, aber auf jeden Fall ist es ein Game aus dem Jahre, ursprünglich aus dem Jahre 2001 und das passt ja so ein bisschen auch in meine, in meine Vorfreude rein, weil, ne, das ist ja so die PlayStation 2 Zeit, mhm. ne? deswegen, also wenn man sich so von der, von der ersten Version so es war schon ein hässliches kack -Game, passt aber irgendwie schon so da rein in diese Zeit. Es wurde nochmal zweimal äh, geremaked für Mobilgeräte. Mhm. Also einmal eher so als eine Art Visual Novel, glaube ich. Einmal danach auch in 3D-Grafik. Und das ist jetzt quasi das dritte Remake für die PlayStation 4 und für den PC. Und ja. Äh es ist jetzt grafisch nicht auf der Höhe gewesen, aber wenn man sich das Original anguckt, muss man schon sagen, okay, so es ist so dieser asiatische Dead or Alive mäßige Puppenstil, würde ich jetzt sagen, also ist jetzt nichts fotorealistisches, aber für diesen Anime CGI Anime Stil fand ich jetzt okay eigentlich, ne? Also so ne? Ja, also ich weiß auch nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht großartig viel erwartet. Ja, die Grafik war in Ordnung zwecksgemäß und äh, genau. kann man jetzt finde ich kann man jetzt auch mal drüber hinwegsehen. Aber. Daran, daran lag es nicht. Daran, <lacht> <lacht> daran war nicht das Problem. Das Problem lag eher so ein bisschen in Story und Gameplay. Kannst du noch zusammenfassen, worum es da überhaupt geht? Du hast ja, das ein, so du hast also weit aus. Du hast das weitaus länger gespielt als ich. Ich habe ich habe ich hab's nie ausgehalten. Okay, okay, das ist jetzt interessant. Also auf jeden Fall ist, wenn, wenn du das Spiel schon erstartet, beginnt es mit einem fürchterlichen Intro, das erzählt, wie der, der der neue Schüler an der neuen Schule He min Lee ähm, an einem Teich oder an einem Se Teich was glaube ich ähm, seine neue Liebe entdeckt hat also ist Namen So Jung Han und er kommt auf die Idee ähm, seiner neuen seiner neuen Secret Love mit einer Pralinenbox ähm, quasi zu überraschen und zwar gibt es in Korea den White Day und der White Day ist quasi wie der Valentinstag in Europa und in Amerika so, und er kommt, warum er dann eines Nachts auf die Idee kommt, in die Schule zu schleichen, dort einzubrechen und ihr die Pralinenbox in ihr Klassenzimmer, wahrscheinlich in ihr, in, 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 weiß nicht, unter ihr Schreibtisch oder so zu legen. Also, Was das als Stalker so macht. <lacht> also, <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall. Fuck! Ja. Fuck. Ich bin aus dem Trott. Auf jeden Fall. Äh, äh, er bricht dort ein eines Nachts. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen die Kurve kriegen. Wie gesagt, mit dem Plan, dass er quasi diese Pralinenbox ihr überreicht oder beziehungsweise ihr, ihr, ihr hinterlegt. Er trifft auch dort schon andere ähm, Mitschüler, die auch in die Schule eingebrochen sind. Es ähm, sind, glaube ich, zwei Mädels. Was er aber auch noch feststellt oder eines äh, irgendwie äh, mit ansehen muss, ist, wie der Hausmeister der Schule mit seiner Taschenlampe, mit seiner Schiedsrichterpfeife und einem Baseballschläger bewappnet, einem anderen Mitschüler, der sich auch in die Schule geschlichen hat, totprügelt. <laughs> <Der lacht> mit der mit war. Und, und, und die Idee ist dahinter, dass, ich glaube, einer der Mädels erzählt das, der mag es nicht, wenn sich Leute in die Schule schleichen. Deswegen haut er sie zu Brei. So. Ab diesem Zeitpunkt müssen, ja, muss der Spieler äh, in, in First Person-Perspektive äh, Person äh, sich durch das Gebäude wieder äh, ja, wie sagt man, Rätseln? Also man hat quasi keine Chance mehr, irgendwie zu flüchten. Der Hausmeister ist immer allgegenwärtig und ist auf der Lauer und, und möchte einen kaputt schlagen. Und man muss jetzt ähm, Rätsel lösen, ähm, Items aufsammeln, Schlüssel finden, um Türen aufzusperren, äh, bestimmte äh, Rätsel lösen, um, weiß nicht, eine Schatulle zu öffnen, so ein Kram. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas noch vergessen, was jetzt so zur Story noch gehört? Ich glaube, das war's auch schon. Genau, es, pa es passieren natürlich auch so ein paar paranormale ähm, Sachen, die natürlich so irgendwie nicht, ähm, sie sind so ein bisschen übernatürlich sind, hin und wieder mal. Aber da würden wir, glaube ich, zu weit gehen. Du hast es, ich, selber auch noch nicht erlebt, ne? so. Doch. Also diesen typischen Jumpscare, den man da also alle. <laughs> 15 Minuten so. Ja, also also wirklich aber auf die allerbilligste Art und äh, Weise. Also nicht, <laughs> das dass der irgendwie sinnig irgendwie ins Spiel implementiert ist, sondern wenn es sich denkt so, hm, 15 Minuten sind vorbei. Du hast dich jetzt vielleicht nach zwei Minuten nicht mehr weit bewegt. Jetzt ist Zeit, dass man dich wieder aufweckt. Es kommt einfach mal so eine Fratze ins, äh, ins Bild, was, also was total Scheiße ist. Also ich glaube den groben Kontext storytechnisch, den hast du jetzt erstmal beschrieben. Ja. Auch das grobe Gameplay muss man halt einfach auch jetzt erstmal so stehen lassen. Die Frage ist halt einfach, ich bin jetzt einfach so ein bisschen in einem in Zwiespalt, wie man über dieses Spiel möglichst fair spricht, weil mein Innerstes möchte einfach sagen, ey, was für ein Kack-Game. Aber man merkt ihm halt einfach sein Alter an. Es ist beschissen gealtert. Sorry, ich kann mir genau vorstellen, dass dieses Spiel 2001 genau so war. Und dann muss ich halt einfach sagen, das ist halt... Äh, sich an einer, an einer also es, es äh, kam, also ich, ich weiß halt auch nicht, woher jetzt diese Begeisterung kommen soll, mir ist das wirklich schleierhaft. Es kann sein, dass es unter Horrorfans und Korea-Fans so ein Geheimtipp halt irgendwie ist, aber damals befand sich Horror auf seiner Höchstphase auf der Playstation 2, möchte ich behaupten. Also zumindest, hm? also man, ich, ich finde eher, ähm, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass 2001 oder 2002 ähm, Horror wie es White Day gemacht hat einfach noch nicht gab und zwar dass du eben keine Möglichkeit hast dich vor dem äh, gegen den Hausmeister zu wehren und dass du immer in diesem permanenten wie bei Clock Tower in dieser permanenten Fluchtgefahr gesehen hast und dich eher verstecken musstest und sowas. exakt also es, es wird also es, es ist ein, genau also es ist ein typisches Hide and Seek Game was auch heutzutage ja wieder so eine Renaissance erfahren hat mit Amnesia The Dark Descent also du kannst dich nicht wehren mit Outlast ist genau so ein Ding mhm. Ähm, und, und, und im Grunde genommen ist das ja nichts Schlimmes. Ne? Nur das Problem, was ich mit diesem Spiel hatte, du kannst dich halt nicht verstecken. Also das ist. Doch, so eine, Möglichkeit, du eine Möglichkeit gibt es schon. Ernsthaft? Äh, Welche? Das, ich bin jetzt genauso wie du da äh, gewesen. Das ist, äh, es ist, ist sehr interessant, weil genau das ist mir auch passiert. Es gibt, ich bin auch ständig von. Also der Hausmeister ist, wie gesagt immer präsent. Das heißt, er nee, kann er kann, er kann ähm, in, in der Etage sein, ähm, wo du jetzt gerade bist. Er kann aber auch ganz woanders sein und du kannst dich jetzt relativ beruhigt. Ähm, darf bewegen? ich? Ja? Darf ich? Darf ich beginnen? Weil du hast es geschafft. Dann kann ich sagen, wie ich gescheitert bin. Okay. Also ich habe diesen Hausmeister halt natürlich in dieser Cutscene wahrgenommen. Ich habe auch dann äh, ein Areal gehabt, wo er, wo er dann zum ersten Mal mir begegnet ist. Und das war schon so, wo ich mir dachte, okay, das ist geskriptet, das passiert wohl immer so, dass er halt dann irgendwie durch eine Tür gekommen ist, während ich gerade raus wollte. Nee. Das ist, so, so war das bei mir. Also okay. dann hat er wohl doch eine Route und läuft halt rum, aber ich, ich war an einem bestimmten Ort innerhalb der Story und ich wusste halt, okay, jetzt schlage ich mich zum ersten Mal selber mit diesem Hausmeister rum. Und ich habe alles versucht. Man weiß natürlich ganz klar, man darf nicht rennen, man darf keine lauten Geräusche machen, man, man darf kein Licht anmachen. Also man kann auch in den Klassenräumen, man kann ja sich so relativ frei bewegen so in diesen Räumen. Das, wo offen ist, kann man rein, kann man kann dort Licht anmachen. Das sollte man auch nicht tun. Man hat ein Feuerzeug, wo man sich dann halt so ein bisschen orientieren kann. Und ich habe alles versucht. Ich schwöre es dir. Ich habe alles versucht. Ich habe mir die, ich wusste, er kommt durch die Tür. Ich habe die Türen von den Klassenräumen schon aufgemacht. Ich habe Zwei Räume hintereinander, die Türen aufgemacht, das Licht war noch aus. Dass ich ganz genau, ich wusste, der kommt dann rein. Dann habe ich die, die in den einen Raum rein, die Tür hinter mir zu, in den anderen Raum rein, die Tür hinter mir zu. Bin immer geduckt gelaufen, weil er sieht ja einen ja auch durch die Fenster. Ich habe mhm. mich hinter dem Schreibtisch versteckt. Ich bin in, in, ins Treppenhaus gegangen. Ich habe alles versucht. Er hat mich jedes Mal gefunden. Und wenn er dich einmal gefunden hat, ist bist du tot. Ja, war, er nee, läuft, er, nee, läuft, nee, 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 nee. Hint, er ist hinter, bei mir war das immer so, er sieht mich, auch wenn ich Türen hinter mir zugemacht habe, er ist trotzdem immer auf mich zugerannt, er hat mich immer gefunden, ich habe versucht, mich hinter dem Schreibtisch zu verstecken, ich bin unter den Schreibtisch rumgelaufen, da hat er mich gesehen, obwohl er mich gar nicht im, im, in, in der Line of Sight hatte, ich bin ins Treppenhaus geflüchtet, ich bin in unterschiedliche Korridore geflüchtet, ich habe versucht, mich in den Klassenräumen zu verstecken, egal was ich gemacht habe, sobald er mich einmal gesehen hatte, auch wenn er, auch wenn ein Abstand von 50 Meter war gefühlt durch den kompletten Flur, der hat mich genau, jedes ja. Mal gefunden, er hat mich jedes Mal aufgespürt und er hat mich jedes Mal getötet. Also dieses, also, okay, du hast eine Möglichkeit gefunden, aber es es ist, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das Regelwerk mir irgendwas zur Verfügung sch stellt, wie jetzt beispielsweise ein Spind oder ein Bett, wo man bei Haunting Ground unten drunter kriechen kann oder wo man sich in Outlast, in Outlast drin verstecken kann. Ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie eine Möglichkeit, mich zu wehren, mich zu schützen. Und dann habe ich wirklich nach 20 Versuchen, das ist jetzt kein Scheiß. Ich wollte wirklich diesem Spiel eine Chance geben. Nach 20 Versuchen habe ich das Ding deinstalliert und habe mir gedacht, das kann einfach nicht angehen. Das war das war so ja, frustrierend. Ich finde es, ich finde, genau, es, es ähm, ähm, genau diese, diese, diese. Ich hatte so ähnlich den Vorfall. Ich habe auch nicht verstanden, was ich machen kann. So, ich, ich konnte, man, man, ich hatte auch keine Möglichkeit gefunden, mich zu verstecken. Es gibt, also wenn er dich dann sieht, er ist ja super aggressiv. Er sieht dich teilweise ähm, aus, aus, aus aus zig Metern Entfernung. Äh, du, es ist halt einfach so, es ist einfach schlecht schlecht ähm, programmiert. Er ist einfach so, viel zu viel zu viel zu aggressiv. Also er ist, ist viel zu empfindlich, man. Ähm, ja Also ja. Wenn man schon, man hat ja auch, es ist ja dunkel auch in der Schule, wenn du kein Licht angemacht hast. Das heißt, du hast auch nicht die volle Sichtweite bis nach hinten. Das heißt, er verschwindet ja auch so ein bisschen im Schatten. Und sobald du sein Lichtkegel schon schimmern siehst, sieht er dich selber auch schon. Ja, und er also, dann mit seiner Pfeife Egal, auf dich egal ob du das Licht angemacht hast, egal, ja. ob du laut und warst, egal. Und vor allen Dingen zu flüchten ist der reinste Graus, weil wenn du dann vor verschlossenen Türen stehst, es ist ja so, du du musst ähm, also du gehst ja mit dem Cursor, ich habe auch mal eine Controller gespielt, ähm, musst du dann quasi so zur Tür klinken und damit dann quasi so ein so ein, so ein Aktionssymbol ähm, erscheint, dann drückst du halt auf, auf, auf X und dann geht die Tür auf, so und das ist schon ein bisschen hakelig. Aber in der, in der Fluchtsituation, in der Panik, wo du dann wegrennen musst und im Hintergrund rennt er auf dich zu und mit, wie ein Wilder mit seiner Schiedsrichterpfeife macht, pfeift die ganze Zeit und durch die Gänge und du rennst und du hast keine Mechanik, so schnell die Tür aufzumachen wie bei Amnesia ist es relativ ähm, in Ordnung. Outlast rammt er die Tür auf bei einem Sprint, da geht das nicht. Das heißt, du musst das so richtig fummelig machen. Das ist halt extrem anstrengend. Ich muss zwei Sachen muss ich relativieren, die du gesagt hast. Erstens, wenn er dich sieht und dich äh, schlägt, ich habe äh, eigentlich immer überlebt, weil ich du kannst dich ja auch du findest in der Schule ähm, Schulmünzen, die du äh, in so Automaten äh, setzen also setzen kannst, dann kannst du dir so Nudeln kaufen, Kaffee kaufen, das ist <laughs> quasi so, ja, du kannst dann quasi okay. dich heilen. Es ja, ist halt okay. wirklich so, oder so und die findest du auch im, im Verlauf des Spiels und so und damit kannst du dich heilen. Das heißt, ähm, ein Schlag von, mit dem Baseballschläger ist jetzt bei weitem noch nicht der Tod. Also ich bin, glaube ich, fünfmal oder so, schlagen kannst du dich und dann bist du, man merkt, du hast das Spiel, du kannst einfach keine Videospiele bewerten, weil du kannst das Spiel nicht spielen. <laughs> Bei mir waren es drei Schläge. Okay. Ich wüsste, es waren jedes Mal es waren drei Schläge. Ähm, dann muss ich sagen ganz kurze wichtige ähm, äh, Sache, die glaube ich im Remake, äh, im, im, im Originalspiel nicht da war. Ab einem, also, glaube auf dem Schwierigkeitsgrad leicht und normal hast du immer eine Au ein Augensymbol angezeigt, sobald er in der Nähe ist. Das muss man mhm. nochmal dazu sagen. Ist zwar jetzt nicht so, ist nur hilfreich, dass man weiß, dass er da ist. Um, aber mehr nicht auch ich das hab, hatte ich nicht ich weiß nicht auf welchem Schwierigkeitsgrad ich, ich habe den vorgegebenen gespielt ich hatte keinen dann hast weiß du wahrscheinlich nicht. auch mit drei Schlägen dann den Tod erfahren weil ich bei mir waren es wirklich so vier oder fünf hätte ich jetzt gemeint also wie gesagt das war dann vielleicht ein bisschen einfacher um, ich habe auch das gleiche Problem gehabt wie du. Ich wusste nicht, wo ich, wie, ich ihn, wie ich ihn umgehen kann. So. Er ist ja auch zum Teil, ist er in den Gängen drin, wo du jetzt hin musst, weil da ein Rätsel ist. Und dann ist es. Das ist auch so. Das Exakt. hasse ich wie die Pest. Das hasse ich wie die Pest. Wenn ich weiß, er ist da und ich setze mich, ich lege mich auf die Lauer und warte, bis er weg ist. Und das Spiel. Macht aber jetzt in dem Fall nicht diesen typischen, ähm, Weg, wie es gehen sollte. Er wird irgendwann mal diesen, diesen Gang verlassen und geht halt einen anderen Weg, sondern er wartet bis du weg bist. Er <laughs> wartet in diesem fucking Gang und du wartest dort 10 Minuten, 20 Minuten, whatever, ist scheißegal. Du musst was anderes in der Zeit machen. Ich musste in der Zeit irgendwie rumlaufen und einfach irgendwas angucken, bis ich, bis ich runtergehen konnte, mit, weil er dann weg war. Das ist doch scheiße, so eine, also, das fand ich richtig kacke. Aber so, irgendwann war? mal, irgendwann mal ja. durch Zufall, durch Zufall, Renn ich ins Klo, mach die Tür auf, er rennt rein und es kommt eine Animation, da versteckt er sich. Das ist die einzige, die einzige Möglichkeit, Ernst sich vor diesem fucking Hausmeister zu verstecken. Richtig, ja? Es gibt in jedem Gang, also in jedem äh, Stockwerk gibt es halt ein Mädchen und ein, ein jungen Klo, aber das gibt es ja auch nicht verteilt. Du hast ja zum Beispiel Sackkassen. Nee, du läufst ja quasi einen Gang entlang hinten ist eine Tür zu und auf der anderen Seite wo du gerade hergekommen bist ist jetzt die Tür es äh, ist jetzt das, die Toilette aber du siehst dass der Hausmeister auf dich zukommt das heißt die einzige Möglichkeit dich zu verstecken ist an ihm irgendwie vorbeizurennen das natürlich damit endet dass er dich nicht kaputt schlägt das heißt du du bist halt du bist verloren so und es gibt nur diese eine Möglichkeit dich an, auf dem Klo zu verstecken um ähm, damit er dann halt loslässt aber auch da du sitzt auf dem Klo er läuft noch mal ein paar äh, paar mal das Klo auf und ab geht dann weg Du denkst jetzt natürlich nicht, dass du dann, du kommst jetzt raus und du kannst weiterspielen. dann kommt er manchmal wieder rein. Was vollkommen, was vollkommen Quatsch ist. Oder du gehst, gehst durch durch die Tür ja. und ähm, denkst da, jetzt ist, jetzt ist die Luft rein. Auf einmal kommt, äh, weiß ich nicht, fünf Meter später ist der, steht er wieder da. So, es ist halt, er ist einfach so eine fucking Nervensäge und, und, und es zerstört das Spiel. Also es das zerstört halt das Spiel. Also ich muss halt schon mal sagen, ist was ich halt schon sehr sehr cool fand von der Atmosphäre her. Die Frage ist halt immer, wie realistisch macht man sowas? Du erwartest, es gab ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals eine sehr sehr große Diskussion gab über das Alien in Alien Isolation, weil du nie weißt, es ist in Lüftungsschächten, wo kommt's jetzt raus? Das ist so ein bisschen, du willst ja eigentlich, du willst eine Mischung kreieren aus einem aus einer Figur, die nicht so dumm ist, dass sie dich nicht sieht und die immer ihren selben Weg nachläuft, dann wäre es ja zu billig. Du willst ja schon so eine gewisse Unberechenbarkeit haben, und das war bei diesem Alien damals gegeben. Aber auch, ich weiß, dass es auch noch ein Streitthema war. Aber bei diesem Hausmeister, dieser Hausmeister, das ist, das ist der einer der schlimmsten Ficker. Also das, ist das, das, also und ich, ich finde es ja schon bemerkenswert ist. Ich war an der Stelle beispielsweise, da bist du halt in einem Korridor, wo dann halt so diese Klassenräume aneinander gereiht sind, so ein bisschen ne, mit diesen Schiebetüren. Und dann ist, sind quasi, stellt euch das im, im Prinzip vor. In diesem Korridor, wo man ist, sind zwei Häuser, die stehen sich halt zwei Komplexe, die stehen sich gegenüber und die sind durch einen Mittelgang äh, verbunden. Du könntest jetzt theoretisch über diesen Mittelgang laufen, um dann dort ins Treppenhaus zu gelangen. Und du kannst aber in dem, in dem Ort, wo ich gerade war, also noch auf der anderen Seite, kannst du durch das Fenster gucken, in die unterschiedlichen Stockwerke rein. Das fand ich auch das, ziemlich geil. Das heißt, das heißt, wenn der Typ unten rumläuft, siehst du ihn auch durch die Fenster und kannst ungefähr so abschätzen, wo er halt ist. Das ist halt ein, ein gewisser Realismus, den ich schon beeindruckend fand, weil normalerweise berücksichtigen das Games nicht, dass du halt dermaßen transparent von der anderen Seite aus gucken kannst, wo der halt ist, aber es bringt trotzdem nichts, weil der Typ halt einfach er ist ständig halt da, also und das ist halt das Problem ist halt auch, wenn du nicht faire Mechaniken geliefert bekommst, um dich zu verstecken und damit umzugehen, wird das irgendwann zu Frust und der Frust reißt dich komplett aus der Atmosphäre raus. Das ist, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den manche Horror-Games haben. Hatte ich auch manchmal bei Soma. Da gab's auch Stellen, wo du halt weglaufen musst und in der Opferposition bist und dich das halt so frustriert, dass plötzlich dieser ganze Horror, diese ganze Atmosphäre einfach wie, die ist tot, die ist weg. Mhm. Und äh, White Day leidet halt einfach ständig darunter, weil grundsätzlich dieses Horror-Ding in dieser Schule hat mich auch so ein bisschen an Corpse-Party erinnert, weil das ja so ähnlich ist. Mhm. Ähm, das, das ist wirklich, ich fand das einfach nur mega schlimm und mega frustrierend und ich habe dann halt auch mit Leuten gesprochen, die dann halt Korea-Fans und Horror-Fans sind und dann sage ich, was mache ich da bei dem Hausmeister und dann sagen die mir ja, stell den Schwierigkeitsgrad runter, dann ist er nicht so schlimm. Das kann aber nicht, das kann halt nicht die Lösung sein, finde ich zumal zumal es glaube ich auch so geregelt ist, weil du hast ja ständig diese diese Dämonfratze, die dir ins Gesicht springt, wenn du es auf einfacher stellst, ist der Hausmeister einfacher, aber diese paranormalen Geschichten kommen halt öfter. Was ist das denn bitte schön? Ja. Also, ich fand das war halt einfach spielerisch. Ich kann das halt echt, also es ist ein absolutes Nischending, ich finde sogar noch noch mehr Nische als teilweise Japanospiele Spiele schon Nische sind. Also, wenn ihr nicht absolute Korea Fans seid und da irgendwie einen Kultstatus mit verbindet, so richtig rational und sachlich kann ich das niemanden empfehlen ja, ich muss also aber ist ich möchte gerne noch ein paar Sachen ähm, noch zumindest ergänzen es ist ja das ist ja auch noch so hat einen gewissen Adventure Part das heißt du findest Items und und ähm, musst halt Rätsel lösen wie ich das schon mal genannt habe das heißt du musst halt Zahlencodes herausfinden und Schlüssel finden und was was ich was aber auch das, also das ist halt ziemlich outschoolig und das lasse ich mir eingehen, da bin ich auch nicht immer auf die Lösung gekommen, musste extrem viel nachdenken und wieder schauen und alles drum und dran. Aber eine Sache, die ich absolut frech, eine absolute Frechheit finde. Ähm, es gibt dort Rätsel, die, die, die man muss dazu sagen, das Spiel aus dem Jahr 2001 war in seinem Heimatland ein Erfolg und die Leute haben das gefeiert, ähm, weil es ähm, weil es halt auch so ein Geheimtipp war. Das gab es halt einfach nicht im Westen. Und dann sind sie halt auf den Trichter gekommen, lasst uns doch mal hier eine Smartphone-Version machen und lass uns das nochmal mal auf die PS4 bringen. Haben aber nicht daran gedacht, dass im Westen die Leute nicht die koreanische Sprache sprechen und das auch nicht die die Schriften lesen können. Haben im, in, im Spiel aber Rätsel drin, wo du es beherrschen musst. Und das ist eine Nummer, die geht gar nicht. Ich habe tatsächlich ein Rätsel lösen müssen. Hast du das hast das gegoogelt? Bist du dir wirklich wirklich sicher, ja, dass das so yes. ist? Ich habe das, weil es gibt nämlich etliche Leute, die sich darüber beschwert haben. Es gibt nämlich ein Rätsel. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ging. Ähm, du hast dort ähm, äh, Schriftzeichen und musst dann Zahlen herausfinden. Aber diese Schriftzeichen äh, äh, sind in der, in der koreanischen Sprache Bilder. So, aber ich kann die Bilder nicht deuten, weil ich die koreanische Sprache nicht kenne. Und dann habe ich mir ein Let's Play angeguckt. weil Das ist wirklich krass. Ich habe mehrere Let's Plays angeguckt. Das heißt irgendwie zehn, zwölf Stück. So aus, aus dem Original, aus dem Remake, okay. egal. Und hab dann von den Leuten, weil die, man muss dazu sagen, dass ähm, dieses, diese Rätsel ähm, ähm, immer neu, neu, äh, also neu durchgewürfelt werden, wenn man das neue Spiel startet. Ne? Das heißt, du kannst nicht einfach so eine Lösung finden und fertig, sondern du musst halt wirklich dann selbst auf die Lösung kommen. Ne? Du kennst ja diese Mechaniken, die viele so äh, Spiele machen. Das heißt, ich habe mir diese einzelnen äh, Parts angeguckt. An der Stelle, wenn sie dann vor der Tafel stehen und sich die Sachen angucken und hab geguckt, okay, der hat jetzt diese vier Zeichen. Habe ich die vier Zeichen? Ach, guck mal hier. Ganz rechts ist mein Zeichen, das ist bei ihm ganz links. Das heißt, wenn er jetzt dann äh, an das Zahlenschluss geht, okay, das ist eine Eins. Okay, dann habe ich dann quasi mir mehr mehrere Let's Plays angeguckt, um zu gucken, ob die ein Zeichen haben, was ich auch habe, wow, und dann habe ich Alter. umgeschaltet. Ja, so, so anders ging es nicht. Es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung, weil es halt bei jedem ein anderes eine andere Zahlenfolge ist. Das heißt, ich, ich, kann dieses, ich konnte dieses Rätsel nicht lösen und überall haben sich Leute beschwert. Warum kann ich das nicht lösen? Ich kann dieses fucking, äh, die, 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 die Sachen nicht entziffern, weil es, weil niemand im Westen weiß, was diese Sachen bedeuten. Und das ist halt bescheuert as fuck. Und die Rätsel sind auch wichtig fürs Vorankommen. Ja, du kommst doch nicht weiter, wenn das nicht geht. Alter, das geht ja gar nicht. Ja. Also wie gesagt, ich finde, das ist eine, ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit. Und ich finde auch, gut, das war jetzt nur einmal so, aber auch die, ich finde auch grundsätzlich das Rätseldesign nicht optimal, weil du halt wirklich, ähm, es gibt halt, es gibt dazu halt so gar keinen Hinweis. So, du, ich, ich, du stolperst eher so auf diese auf diese Lösung, als dass du wirklich nachdenken musst. Und zusätzlich bist du natürlich aber immer unter Druck gesetzt durch den Hausmeister. Also es funktioniert in, auf keiner Ebene bei mir. Ich habe dem Spiel echt eine Chance gegeben. Also genauso wie du. Ich habe es immer wieder angemacht, weil ich auf diesen Fernosthorror horror echt stehe und ich habe da auch Bock drauf. Und ich finde auch so mit seinem mit seinem mit seinem Soundsystem beziehungsweise mit seinen mit seinen Klängen oder die Musik so diese Summe, dieses Summen. Das, 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 das ist mega, halt. Alter. Das ist mega krass, fand ich. Ja. Da gab es auch eine Szene, wo ich durch dieses, dieses esoterische, die meditative Gesumme. Das ist mega creepy, Alter. Das fand ich auch mega krass. Ja, ich, ich mag das total und deswegen hätte ich das gerne irgendwie ähm, weitergespielt. Aber es fehlt an vielen Ecken halt so. Das, es ist halt, es ist halt nicht gut programmiert. Sorry. Das ist mega ungeschliffen und mega obsolet. Und also, dafür 40 Euro, Alter, das ist ja noch der allergrößte Scheiß. Ich habe echt 30 habe ich bezahlt. Ich, ich glaube oder 34, ich weiß nicht. Ich habe glaube ich 34 bezahlt. Was man dazu noch sagen muss, ist halt natürlich, dass die ganze Inszenierung rund um diese asiatischen Teenager natürlich so ein bisschen, edgy, wie nennt man das, edgy, itchy? Keine Ahnung, also so, ja, du musst mir einen Schlüssel holen und so. Und das <laughs> ist halt so ein bisschen, wie nennt man, also so richtig ein bisschen cringy halt. Also, ja. Sehr, sehr klischee und dann noch mal eins obendrauf. Und ich finde halt, es ist so, ich finde geil, dass man die Dialoge teilweise mitbestimmen kann, das aber keine Relevanz hat. Ja, ja genau. Das ist so, sie hat so, also du triffst halt ein Mädel, die sagt so, ja, okay, kletter durch den Lüftungsschacht. Ja, ist eine geile Idee, ist nachts in der Schule, so ist keine Sau da. Der Hausmeister verprügelt die Leute, ich habe nichts Besseres zu tun, als gerade für dich, Bitch, den Schlüssel zu holen, so. Und dann sagst du, ja, komm, kletter bitte durch den Lüftungsschacht und hol den Schlüssel aus dem Chemieraum. Dann sagst du, nö, mache ich nicht. Und Ach, bitte, bitte, bitte. Nö, mache ich nicht. Ach, komm, mach das. Und fängst an, so rumzuschäken. Denn wenn du immer sagst Nein, das Letzte, was sie sagt, ist, okay, wir brauchen eine Leiter. Nicht so, oh, ich habe Nein gesagt, Alter. <laughs> Stimmt, so. das ist genauso gemacht. <laughs> ich wollte ich wollt einfach wissen, was passiert, weil ich diese so unsympathisch fand. Aber gut, ähm, also. Es tut mir halt einfach leid, White Day. Also ich habe es nicht lang ausgehalten. Ich habe keine Geduld dafür gehabt. Der Witz ist, ich bin auf die Amazon. Soll ich das jetzt erzählen? ich Ich bin auf die Amazon-Seite gegangen und habe auf Rücksenden geklickt. Und äh, ja, dann wurde mir angeboten, das Spiel zurückzuschicken. Jetzt weiß ich natürlich, dass Amazon keine Spiele zurücknimmt, die nicht eingeschweißt sind. Also ich fand es erstmal komisch, dass es überhaupt geht. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich das gar nicht erst auswählen kann bei einem Spiel. Konnte ich aber. Dann habe ich dann meine Rücksendung beantragt, habe dann mein rücksende bekommen, habe mir das halt ausgedruckt, ausgeschnitten. So, habe nochmal nachgelesen. Ja, sie nehmen keine Spiele zurück, die nicht eingeschweißt sind. <laughs> so, ich habe das Ding uneingeschweißt in so einem, ich hatte noch eins übrig, ein amazon couvert habe alles so fertig gemacht, habe es bei der Post abgegeben. Ja, die haben gesagt, wir haben ihre Sendung erhalten. Sie kriegen das zurückerstattet. Jetzt haben muss ich, ich, nur noch ein, ich muss mir jetzt nur noch einen Kontoauszug holen, um wirklich sicher zu gehen, dass ich die Kohle wieder gekriegt habe. Aber dann denke ich mir so, okay, das ist eigentlich ungewöhnlich. Das es ist halt, wahrscheinlich ist das halt so, so äh, ey, es schickt ja tatsächlich jemand so eine -Anfrage für von ein Game, ey. Was ja, sind das, das für ein Game? White Day. Ja. Ja, also, dann, ja, das ist hier, da habe ich doch so eine Klausel gesehen ja, im Vertrag. Ja, das können ja, wir jetzt nicht, also was, was, okay. was wäre das denn dem Fall? Klar, wenn wir es jetzt nicht zurücknehmen. <laughs> Also, es, ich, es ist wirklich merkwürdig. Also, ich habe ich hab mir gedacht, ich mache das jetzt trotzdem for the LOLs. Einfach mal gucken, was passiert. Und siehe da, sie, ich habe dann danach auf Amazon, ja, ist jetzt abgeschlossen. Am so besten, ist das es Geld <laughs> zurückerstattet. Ich es lustig, wenn du jetzt noch anschreiben würdest: so, Leute, ich habe ja ein Spiel zurückgeschickt, du hast nicht eingespeist, seid ihr sicher? Und kommt zurück. So, ja, ja Mann, Alter, es ist so äh, White Day. Ne, oh, ohne das Fass jetzt nochmal aufzumachen, in Anbetracht dessen, was wir halt für Kohle reinbuttern, das ist halt, es gibt manchmal Spiele, wo ich mir denke, die will ich nicht im Regal haben. Mit denen kann ich nichts Anfang, mit denen verbinde ich nichts, die finde ich historisch nicht wertvoll, die kann ich nicht gebrauchen. Wie zum Beispiel Turtles, Mutants in Manhattan, das habe ich dann verschenkt. Bei dem Spiel dachte ich mir, nee, das verschenke ich noch nicht mal, da will ich mein Geld wieder haben. So, ja. und dann habe ich es halt weggeschickt. Ich, wie gesagt, ich hole mir jetzt einen Kontoauszug morgen, ich bin mal gespannt, ob ich die Kohle tatsächlich wiedergekriegt habe, aber auf Amazon stehen alle Ampeln auf grün. <laughs> finde ich, find ich geil, finde ich cool. Sehr, sehr <laughs> geil. Ja. Nur denn. Das also, war, um, das war White Day. Jetzt wollen wir jetzt über Obsolver sprechen. Dann sprechen wir jetzt über Obsolver. Auch ein viel diskutiertes Spiel, aber ich finde auch, das ist, ne, das ist, ist auch nicht so das, als was es irgendwie angepriesen wird. Das finde ich jetzt, es, ist, es wird jetzt auch wieder sehr interessant, weil ich glaube, wir haben tatsächlich gegenseitige Meinungen. Okay. Absolver, wir haben auf der Gamescom schon darüber berichtet, weil wir es auf der Gamescom schon angespielt haben. Ist von einem Entwicklerstudio, ich glaube, aus Schweden. Slowclap, kann das sein? Ist die aus Schweden? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist ein Nee, Franzose. Moment. Nein. Franzosen? Dieses Franzosen, genau, das müssten Franzosen sein. Ja. Ähm, ist für PlayStation 4 und für den PC rausgekommen. Und äh, dabei handelt es sich um ein Online-Melee-Combat-Game. Also ein Online-Nahkampf-Prügler, wenn man es jetzt so will hat mega einen Aufriss da, daraus gemacht, dass es halt ein mega komplexes Kampfsystem hat. Es wird in Reviews teilweise mit der Souls-Reihe verglichen und ich kann dem allem nicht, es hat seine Qualitäten, finde ich, aber ich kann es weder mit der Souls-Reihe vergleichen, noch finde ich, dass das Kampfsystem komplex ist. Es ist anders, aber ich finde es nicht komplex. Und, ähm reden wir doch mal, reden wir doch erstmal Worum es da genau geht, Weil ich weiß, es wir, haben jetzt, wir haben jetzt, schon ein bisschen über in der, in der gamescom Folge ja. besprochen, aber ich will zumindest, dass man auf dem, auf aber da Stand waren ja Hintergrundgeräusche, wenn man so mal ordentlich ja. so, also man spielt eine selbst kreierte Figur, männlich, weiblich, man kann sich halt einen Kämpfer erstellen mit unterschiedlichen ähm, Haaren, Körperform, Hautfarbe und so weiter und so fort, und man entscheidet sich für eine von drei Klassen. Es gibt da drei Stück: Forsaken, Cult und Windfall. Und die definieren auch gleichzeitig so den Schwierigkeitsgrad, habe ich zumindest gelesen. Cult ist Schwierigkeitsgrad 1, Windfall ist 2 und Forsaken ist 3. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich gehe mal davon aus, 3 ist das Schwierigste. Ich habe Forsaken genommen und fand trotzdem mega below. Aber egal, was hast du genommen? Ich habe glaube ich Windfall genommen. Das ist so der Kung Fu Stil und ich glaube eher, dass es darum geht, wie, du, wie, be, wie man den beherrschen kann oder welche Schwierigkeit hat, um ihn zu beherrschen. Ja, okay. Also die jetzt gedacht, das, äh, ja, die haben, ja, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Forsaken ist mehr so parieren, also da kann man so Angriffe ablocken. Ich glaube bei Kalt kann man so absorbieren, da kann man so dafür sorgen, dass man irgendwie nicht gestunt wird. Und bei Windfall kann man es irgendwie so ausweichen. Ist ja glaube ich so ein Feature. Ja, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also, man sucht sich seinen Kampfstil aus und wird dann in eine sehr, also man das ist auch so ein bisschen komisch gemacht, ein bisschen esoterisch. Die haben halt alle so Holzmasken vor dem Gesicht, ne? Ist alles ja, so ein bisschen ist halt sehr, 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 sehr steril, mysteriös. Hat so ein bisschen Team-Ico-Charakter, finde ich. Also sehr trist. Ohne großartige Inszenierung. Und man wird in eine Fantasy-Welt reingeworfen. Und dort gilt es halt eben, zum Absolver zu werden. Also sich diversen Prüfungen zu stellen, um letztendlich zum Absolver ausgebildet zu werden. Das heißt, man wird einfach in diese Welt reingeworfen und muss im Prinzip für sich selber das erforschen, sich umsehen, rumlaufen Gegner natürlich plätten, sich aufleveln und halt eben sich diesen Prüfungen stellen. Das ist der grobe Kontext. Also storytechnisch hängt da eigentlich nicht viel dahinter. Ja, man muss dazu sagen, um, MSV, um diese Prüfung zu bestehen, ist es notwendig, dass man so, die, ich glaube, es sind sechs, dass man sechs gezeichnete besiegt. Die befinden sich irgendwo in der Welt in den verschiedenen Regionen. Um dann zur ultimativen finalen Prüfung zugelassen zu werden und dann ist man ein, ein Absolver Und mehr ist da jetzt äh, äh, eigentlich nicht. Äh, genau, also man muss schon sagen, man hat, man fängt, man wird in diese Welt reingeworfen, dann hat man so einen recht geradlinigen Weg, der noch so als Tutorial funktioniert. Dann kriegt man so die, die Kampfmechaniken gezeigt. Da werden wir noch mal ausführlich dann drauf eingehen und man landet letztendlich in so einer, in so einem Hubraum, wo dann wirklich auch eine, eine Anzeigetafel mehr, also so ein, ne? So, eine, so ein Felsen da halt ist, wo dann die Karte drauf gezeichnet ist von den unterschiedlichen Arealen, äh, und wo man im Prinzip dann sieht, welche Gegner habe ich jetzt schon besiegt. Und wenn man alle besiegt hat, kommt man halt durch ein großes Tor und dann ist man halt der Absolver. Also, ne, das mhm. ist, du hast halt eben diesen Raum als Ausgangspunkt und als Verbindung der einzelnen Gebiete. So ein bisschen. Ja. Ja. <laughs> Wo, wo, wo sitzen wir jetzt weiter? Ja, ich an? möchte gerne jetzt erstmal ein bisschen um äh, darum, äh, darauf eingehen, dass es sich hierbei auch um eine Art Open Schlauch handelt. Also es ist halt nicht so eine offene Welt, aber du hast die Möglichkeit, ähm, in die verschiedenen Regionen der, 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 der Spielwelt zu gelangen oder hinzulaufen. Es gibt jetzt keine Blockaden, keine Levelgrenzen oder sowas. Ähm, die sind alle so mit, mit, miteinander verknüpft und ähm, du, auf dem Weg durch diese, durch diese, durch diese Spielwelt mit den verschiedenen Regionen, die allesamt schon sowas hermachen, also ich fand das grafisch, das ist also so diese, wie haben wir es erfahren, Low-Poly-Optik, also reduzierte Polygone und so, ähm, hat das schon was hergemacht, das fand ich schon sehr ansehnlich, ähm, und sehr atmosphärisch, es gibt ja auch keine großartige Musikuntermalung oder so, oder krass inszenierte Cutscenes, es ist schon so, dass man, ähm, dass, die, dass die Spielwelt seine Geschichte so ein bisschen erzählt. Ähm, das man, man ja wird immer wieder äh, in, in Kämpfe in, verwickelt, weil verschiedene NPCs immer in den, äh, auf dem Faden lauern. Und manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei sogar. Und man muss jetzt quasi in ähm, etwas langwiegeren Kämpfen diese Gegner niederringen. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich will jetzt noch nicht aufs Kampfsystem eingehen, ich möchte zumindest schon mal sagen, ähm, dass ich in dieser Spielwelt ähm, relativ sch ähm, schnell die Orientierung verloren habe. Also es ist wirklich so, Also willst du jetzt wirklich erstmal auf das Level-Design eingehen? Ja. Also ich, okay. hätte, hätte, also ich hätte jetzt schon wirklich drauf eingegangen. Ich, ich kann dir nur zustimmen. Ich finde den Grafikstil halt auch sehr, sehr interessant. Ich finde, das hat halt sowas mysteriös. Es zwar schon so ein bisschen glatt poliert, ne? aber es hat eine gewisse Anziehungskraft, Das hat so eine gewisse Mystik in der Luft. Es macht Spaß, weil die Gebiete sich auch unterscheiden. Also es gibt Waldgebiete, es gibt ein Sumpf Sumpfgebiet, es gibt teilweise Ruinen, Dörfer, zerstörte Städte, äh, bis hin zu majestätischen Gebäuden. Das ist also die haben teilweise in diesen in dieses Design von dieser Außenwelt eigentlich teilweise mehr Mühe reingesteckt als man eigentlich sieht. Bist du hast du mal teilweise mal nach oben geguckt? So? Ich glaube nicht. Also das ist das ist. Ich irgendwann habe ich nach oben geguckt, dachte mir, wow, okay. Also das kommst du irgendwann auf so einen Turm beispielsweise, der ragt ewig in den Himmel und die haben da, das ist richtig detailliert gemacht. Das ist mir nie aufgefallen, weil ich immer nur gerade ausgeguckt habe. So. Mhm. Das sind Areale drin, die also von dem, vom Design der Außenwelt war ich richtig angetan, also auch in der, im Abwechslungsreichtum so, in, in, im Detailgrad fand ich sehr, sehr ansehnlich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nur muss ich halt auch sagen, dass das Ding ein Labyrinthsystem, also oh. es, es ist wirklich zum Kotzen. Man hat also, es ist, wie soll man das denn beschreiben? Grundsätzlich möchte ich jetzt nicht rumheulen und sagen, ich hätte gerne Minimap, weil du hast beispielsweise bei Dark Souls auch keine Minimap, da ja. funktioniert das halt auch so. Das Problem ist, dass du so viele verzweigte Gänge hast, die aber alle, also du hast das Gefühl, dass du 20 Gänge hast, die alle im Kreis verlaufen und ein einziger führt raus. So, so, so fühlte es sich es das an. Es fühlt sich auf jeden an. Fall so an. Also ich habe ich, ich hab, äh, das erste Mal, als ich das Spiel angeschmissen habe, ich habe, glaube ich, drei Stunden am Stück gespielt, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin drei Stunden lang in, ein, in irgendeine Richtung gelaufen, hatte keine <laughs> Ahnung, wo ich am Ende war, weil du läufst Ey. halt einen Gang entlang, denkst dir so, okay, es geht hier links und es geht hier rechts hoch. Okay, rechts, geht rechts, hier rechts, rechts, rechts hoch, willst nur gucken, gehst aber dann wieder einen Gang runter, <laughs> auf einmal siehst du wieder einen Gang, Weg, Weg links, einen Weg rechts hoch. Und das machst du die ganze Zeit permanent. Um, und bei, du hast jetzt gerade den Dark Souls Vergleich äh, genommen, weil natürlich, es hat auch so diese Dark Souligen -Soul Levelstrukturen, aber bei Dark Souls, ich kann dir bis heute sagen, wo geht es lang, bei Dark Souls 1 oder Dark Souls 2, ist es scheißegal, ähm, wo geht es wo lang? Wie waren die Levels aufgebaut? Ich habe das in meinem inneren Auge abgespeichert. Wo und ist das die ist, Abkürzung. Genau, es ist so. Ist, es das das, das Levelsystem ist so smart bei Dark Souls, es ist so smart. Genau. Auch bei Demon's Souls, mega. Und das ist bei, bei Absolver einfach nicht machbar. Gut, ich muss dazu sagen, es gab einen Moment, ähm, wo ich den letzten Gezeichneten gesucht habe. Ich habe, glaube ich, Stunden, also fast schon zwei Stunden lang diesen einen fucking Boss versucht zu finden und habe dadurch natürlich sehr, sehr viel ähm, die, die Spielwelt dann so in ihrer gesamten Wahrnehmung mitgenommen und konnte dann irgendwann mal feststellen, okay, jetzt weiß ich, okay, wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich zu dem Gebiet und so, dann ging es irgendwann mal, aber dafür habe ich halt fucking nochmal Stunden gebraucht, so. Und das ist schon eine harte Nummer. Und das Krasse ist, in dieser gesamten Spielzeit, diese drei stunden session habe ich schon, ohne dass ich es wusste, mehrere dieser gezeichneten Gegner einfach mitgenommen, <laughs> ohne es zu wissen. Du ja. auch? Ja, natürlich. Ja. Genau, also, weil man man, man wird dir ja dazu gezwungen. Also hm, also erst einmal ich ich fand dass das also das Level die Struktur. Ich rede jetzt nicht vom Design, wirklich die Struktur, wie diese Wege angeordnet sind. Das ist eine heillose Katastrophe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe dann auch irgendwann nach einer Karte gegoogelt. Es gibt so eine wirklich so eine richtig eine richtig oberflächliche Karte, wo nur so ein bisschen die, ver mit, und alle kommentieren drunter. Thank God, finally. Und wirklich so alle. Das ist, es ist furchtbar. Also es ist wirklich furchtbar. Vor allen Dingen, das Ding ist, du läufst ständig rum, und denkst dir, okay, da war ich schon. Du läufst einen anderen Weg, da war ich schon. Halbe Stunde später, du spielst zwei Stunden, okay, war ich schon. Du erkennst die Gebiete schon wieder. Aber sobald du dir sagst, okay, ich möchte jetzt dahin, du findest es nicht. <laughs> Du findest es nicht. Ja, genau so ist es. Exakt, fuck so ey. ist das. Du denkst dir, fuck, Alter, ich bin schon fünfmal hier gewesen. <laughs> ich muss doch. Ich bin hier hochgelaufen. Jetzt hier rüber. Nein! Ja, wirklich ohne Scheiß, so, so haben sich bestimmt die Leute aus Witch Project gefühlt. Es ist derselbe Baum. Es ist. Ich habe wirklich auf der Couch gesessen, als ich dann zum hundertsten Mal im Kreis. Ich sitze auf der Couch. Nein! Du siehst doch draußen so die Vögel aus den Baumkronen so raus. So, wirklich genau so war Alter. What the fuck? Ich, ich, ich habe eine Instagram-Story gemacht, wie ich den letzten Boss gefunden habe. Weil es wirklich. Ich fand's so ab und auch, krank. Und auch diese Stelle. Da dachte ich mir auch, genau dasselbe Problem habe ich nämlich auch gehabt und dachte mir so, wer soll da drauf kommen? Welcher normale, gesunde Mensch soll denn bitte schön da drauf kommen? Ja, genau. So. So ist es. es ist egal, also die Levelstruktur wirklich eine Cut, also es ist ja auch, es ist kein kleines Gebiet, also ne? Ja. Es ist jetzt kein, es ist jetzt kein riesengroßes Open-World-Areal, aber für diese Gebiete, die man hat, also ne, es gibt ungefähr, also von dieser, von diesem Hub, von diesem Zwischenraum, gibt es ungefähr drei Wege. Und äh, die führen alle in, ei in eigene Gebiete so. Und äh, also es ist irgendwie, es ist, es ist einfach die absolute Hölle. Also hätte ich diese Karte nicht gehabt, um zu wissen, okay, ich bin jetzt falsch, ich gehe wieder zurück, wo ich vorher war. Und dann ganz langsam nochmal in irgendeine andere Richtung. Alright, kalt, kalt, warm, wärmer, wärmer, ah, ich bin da, super. Mhm. Also es ist, es ist wirklich, es ist jetzt ungelogen, das ist für mich das Schlimmste am ganzen Spiel gewesen. So, und dann das, was du jetzt auch, das nehme ich jetzt auch nochmal vorne weg, die Gezeichneten unterscheiden sich eigentlich kaum von den regulären Gegnern, der einzige Unterschied ist, dass der Name von denen eingeblendet Richtig. ist, aber das weiß man ja natürlich nicht, denn, was man ja auch bedenken muss, und das nehme ich jetzt auch nochmal vorne weg, bevor wir zum Kampfsystem kommen, es ist eigentlich ein MMO, wenn man es jetzt so will, ja. es hat halt nur diesen Vorteil, dass es nicht klar zwischen Singleplayer und PvP abgrenzt, sondern dass das alles, in einem Guss ist. Das ist sehr, sehr interessant, weil du läufst durch diese Welt und da laufen einfach Spieler einfach so durch die Gegend. Und du hast die Möglichkeit, dich mit jemandem zu verbünden. Das kann man machen. Aber es hält dich auch niemand davon ab, einfach jemanden in die Fresse einzuschlagen. Es hält auch niemanden davon ab, zu dritt rumzulaufen und Leute zu verprügeln. Und äh, du kannst nicht miteinander kommunizieren. Das ist so diese Verbindung, sowas man so ein bisschen so von Journey kennt. Du hast noch nicht mal einen Bling. Du kannst ein bisschen äh, gestigen halt, du kannst dich verbeugen, was die Leute auch brav tun, wenn sie gegeneinander kämpfen. Aber ansonsten ist das eine Sache, die so als Selbstläufer ziemlich gut funktioniert. Muss also ich auch die sagen. Ne? Also das ist sehr, sehr beeindruckend, gerade weil man so merkt, okay, das ist so wie wenn man damals Demon Souls gespielt hat. Mittlerweile Dark Souls, das sind nur Assis am Start. Also du wirst schon oft verarscht, du kriegst die, 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 die Tipps an den falschen Stellen, die sagen dir, spring da runter. Und das ist noch sehr, sehr human, sehr, sehr freundlich. Du wirst nicht, also kaum angegriffen. Also ich bin sehr, sehr oft verprügelt, sehr, sehr wenig verprügelt worden. Sehr, sehr oft sind mir die Leute auch zur Hilfe geeilt. Stimmt, ähm, wenn, ich, wenn, wenn ich Stress hatte, auch ich habe Leuten geholfen, wenn ich wenn ich gemerkt habe, okay, da wird gerade einer umringt, ich, ich helfe dem jetzt. Das funktioniert alles super toll sozial als Selbstläufer und das ist auch ein sehr sehr interessanter Aspekt an dem Spiel, der richtig gut ja. funktioniert. Ich fand das auch ziemlich angenehm, also weil du jetzt nicht so wie bei Dark Souls irgendwelche Signs auf dem Boden platzieren musst und dann irgendwie ein Ladebildschirm gerätst und irgendwo in den Welt Welttauftauf, sondern da ist ein Typ, der läuft da rum, du. Ähm, drückst die L1-Taste, dann öffnet sich so eine quasi so ein Social äh, Reel oder so, wo du dann Emotes machen kannst, aber du kannst dann auch einfach sagen, Kooperation eingehen, ja, und dann sagt, kommt es bei ihm an und er kann einfach bestätigen oder verneinen. Und dann läufst du gemeinsam rum. Und das ist on the fly, es gibt keine Ladezeit, es ist super angenehm und du kannst auch schnell wieder beenden und so, das ist richtig, richtig cool. Ähm, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich mag das sowieso sehr gerne, wenn man so eine Singleplayer-Erfahrung schon mit anderen teilt, ohne dass man ineinander greift, ohne dass ich davon abhängig bin. Das finde ich sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich hatte oftmals das Problem, ich komme in ein Gebiet, dann erscheinen sowieso immer Shadowkiller XY hat äh, das Gebiet äh, betreten. Ja, ähm, ständig, ja. S S S Social Name oder was so, weiß ich, sagen, hat das Gebiet betreten und so. Ständig. Das ist ja okay, okay, das war auch ein bisschen mit dem Gong-Sound, das war ein bisschen störend, aber okay. Aber dann ist es so, dann siehst du hinten zwei Leute, die prügeln sich mit irgendwelchen Gegnern. Rechts siehst du einen Typen, der rennt da einfach so rum und du rennst da auch irgendwie so durch die Gegend. Also wie so ein Jahrmarkt laufen alle irgendwie so durch die verschiedenen Richtungen und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, so okay. Das raubt mir schon ein bisschen die Atmosphäre. So. Also die Gegner, ähm, ich habe irgendwann mal tatsächlich auf, äh, off offline gespielt, ähm, eigentlich notgedrungen, weil irgendwann mal gab es äh, krasse Bugs und Delay-Probleme. Weil ja, das Spiel läuft sowieso nicht richtig rund. Ich hatte jetzt teilweise, ich glaube, zweimal ist mir das Spiel abgestürzt. Ähm, Exakt. Ähm, also das, das, das Spiel suggeriert, dass es in einem Guss entwickelt ist, ne? aber du merkst schon, du gehst jetzt in ein neues Gebiet, prompt kriegst du sechs Nachrichten, der jetzt alles da drin ist in diesem Gebiet, die die äh, die der Level lädt sich neu, die Objekte ändern sich so ein bisschen, der Schatten ändert sich ne, also und dann plötzlich wirst du von unsichtbaren Kräften angegriffen, weil die Figuren erst später reingeladen werden. Also sowas ist mir auch ständig passiert. Genau. Ähm aber wie gesagt also ich fand äh, die, die, die dass das einfach so quasi ohne jetzt Unterbrechungen ähm, kooperativ gespielt worden konnte fand ich sehr sehr angenehm auf der anderen Seite hat es mir schon ein bisschen die Atmosphäre geraubt wenn dann einfach alle Leute irgendwie durch die Gegend rennen und sich kloppen und ähm, du dann halt einfach auch einfach so ein bisschen durchrennst weil da einfach kein Gegner mehr da ist so ich weiß nicht wie es bei dir war aber bei mir war es dann nur wieder echt ein bisschen ja habe ich mich schon gefragt so, okay ist das jetzt wirklich geil oder ist das jetzt nicht so geil <laughs> Es ist schwierig. Also, gerade weil man auch bedenken muss: Also, auf der einen Seite denke ich mir, es ist ein netter Ansatz, aber ich hätte gerne jemand, der das richtig macht, also der es mal professionell macht, so dass es halt auch funktioniert. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass Absolver, wenn, nehmen wir mal an, Absolver würde sich jetzt als Geheimtipp rumsprechen und es würden hunderte von Leuten in dieses Spiel gehen, dann würde das nicht mehr funktionieren. Also, ich glaube, das funktioniert im Kleinkreis, im Indie-Kreis, funktioniert das gerade noch so, aber ich glaube, das ist nicht für den Massenmarkt ausgelegt. Dieses, dieses Konzept. Mhm. Und äh, es ist auch sehr, sehr verwirrend, weil äh, es gibt halt einfach, das kann man, den Zahlen kann man vielleicht schon ziehen, es gibt kein Gegnerdesign, kein unterschiedliches. Jeder, jede Figur sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber es ist alles halt ein Mensch, die, die gleich funktionieren, die ungefähr gleich kämpfen. Und sehr oft ist es mir auch passiert, dass ich, ich gehe um die Ecke, ich sehe eine Figur, inte, also intentionstechnisch, ich hau dem eine rein, merke, es ist ein Spieler, fuck, entschuldige mich verbeugt mich vor dem, gehe meinen Weg, kann halt hoffen, dass er nicht zurückschlägt. So, das ist mir halt auch ständig passiert. Also irgendwie ist das. Es ist faszinierend in seiner Willkür und in seiner Natürlichkeit, ist aber irgendwie auch gleichzeitig ein bisschen, hat ein Geschmäckle, weil es halt so ungeordnet ist. Mhm. Da bin ich, da bin ich sehr ambivalent in meiner Wahrnehmung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ähm dann gehen wir mal vielleicht aufs Kampfsystem ein, weil im Grunde ja. genommen ne, es kann man, man kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen, außer natürlich so ein bisschen auf das Kampfsystem einzugehen, weil das ist so ein bisschen das Steckfett des Spiels. Zum ja, aber es ist auch der Schwachpunkt meiner Meinung nach. Ja, okay. So, sag, sag ich ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, dass das äh, wirklich mehr sein will, als es letztendlich ist ganz ehrlich das stimmt also es war ähm, doch zu ambitioniert ähm, weil sie auch in, in der Gamescom-Präsentation über das Kampfsystem gesch ja, man hatte schon das Gefühl sie haben ein bisschen drüber geschwärmt ähm, man hat ja verschiedene Kampfstile ähm, Kung Fu und ich hatte auch zum Beispiel in meiner Spielsession hatte ich sogar mal einen NPC gefunden, der war so in einer bestimmten Schule, der hat mir dann ähm, eine Kampftechnik beigebracht, die ich auch einfach übernehmen konnte. Das war wie von einem Drunken Master, von dem Jackie Chan-Film, wo du als betrunkener quasi so äh, kämpfst. Kennst du diese? Äh, ja, man muss vielleicht auch sagen, es gibt noch eine vierte Kampfrichtung, die ist aber verborgen. Also die muss man so mit einem Geheimnis, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber man hat okay. noch die Möglichkeit, eine vierte zu erlernen. Ja. Aber äh, ja, wie fängt man das jetzt am besten an? Man, also der, das Kampf, der Kampf ist eigentlich ganz simpel, würde ich sagen. Ein Gegner ist vor dir, du kannst ihn einlocken, du kannst ihn umkreisen, du kannst Schläge austeilen, einen Tritt austeilen, kannst parieren, in, in, in den Schlägen ausweichen. Ähm, und das Ganze funktioniert, Locken. Blocken genau geht auch noch. Und das Ganze funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Gut, also es gibt jetzt keine großartigen Schwächen in der Steuerung. Ähm, es hat aber natürlich so versucht, natürlich so ein bisschen so diesen ähm, noch einen Schippe draufzulegen. Und zwar, das haben wir auch in der, der Gamescom-Folge besprochen. Wie steht dein Charakter? So, du kannst mit, ähm, ich glaube, wie geht das mit, mit dem rechten Stick oder so? Kannst du. Nee, du musst. Du musst die R2-Taste gedrückt halten. Ach, richtig. Das ist erstmal das, das, erst das erste, was komplett schwachsinnig ist, aber gut, so ist es halt. Genau, du kannst dann, ähm, normalerweise steht er halt irgendwie mit der Fürhand nach vorne, es ist meistens die linke Hand, aber du kannst zum Beispiel auch, ähm, es gibt halt diese vier Stellungen, oben rechts, dann hast du die linke Hand nach vorne, Vor oben links dann hast du die rechte Hand vorne und du kannst auch noch rückwärts, was ich auch irgendwie ein bisschen bekloppt finde, warum man das machen muss, ähm, oder kann, kannst du quasi sich noch mal links und rechts hinstellen und, es geht darum, je nachdem, was für, eine, was, für eine, was für ein Schlag oder Tritt du vollführst, endet der an einer bestimmten Stellung. Und dann macht er natürlich einen anderen Schlag. Also, wenn du, was hast du ja sehr gut erklärt, wenn du von oben rechts schlägst und dann dich dann, dabei drehst, weil der Schwung so groß ist, dann stehst du dann halt rückwärts mit, zu ihm. Und dann macht er einen anderen Tritt, einen anderen Schlag, als jetzt, den du jetzt gerne hättest oder so. Und man kann in, in dem gesamten Spiel, meditieren und in diesem Meditiermodus modus kannst du zum einen Attribute verteilen, Stärke, Vitalität und so ein Kram, aber du kannst halt auch combo attacken ähm, zusammenbasteln. Die kann man erlernen mit der Zeit. Ich weiß, das habe ich nicht verstanden, wie man die erlernt, ehrlich gesagt. Aber irgendwann hat man so eine relativ große Palette an verschiedenen Moves und kann sich selbst zusammenstellen: Okay, ich möchte jetzt der erste Schlag soll das sein, danach möchte ich den Schlag machen, danach den und danach den. Und dann habe ich quasi, wenn ich viermal auf Schlagen tippe, habe ich eine ganz, ganz individuelle Abfolge von Schlägen. Ja, das ist schon mal das Erste, was meiner Meinung nach einfach nicht stimmt. Das ist einfach äh, ein Feigenblatt, weil äh, das, es, 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 es mutet im Prinzip an, dass du dir Kombos frei nach eigenem Belieben zusammenstellen kannst, aber das Problem ist, weil du jetzt auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, wie man die anderen Attacken lernt, die guckt man sich nämlich von den Gegnern ab. Also das ist ja. das Konzept, wenn du einen Gegner besiehst, krieg, äh, besiegst, kriegst du ja immer angezeigt, da kriegst du einen Move auf einmal auf dem Bildschirm und du hast so einen, so einen Kreis umrum, ja, wie viel wo du davon spielen, gelernt ist. hast. Okay. Ne, das ist nämlich das und wenn das voll ist dann lernst du ein ich habe aber ungelogen in dem kompletten spielverlauf so gefühlt drei von diesen dingern gelernt so wo ich mir denke also du hast vielleicht ein kampfsystem was was Customizable wirkt, da du aber nichts hast, was du großartig auswechseln kannst, bleiben die Moves eigentlich immer dieselben und ich habe halt irgendwie, ich habe diesen Sinn nicht verstanden, weil, also du hast, unterstellt, stellt euch das so vor, ihr habt unterschiedliche Moves, ihr habt unterschiedliche Schläge und unterschiedliche Tritte und teilweise haben diese Tritte und Schläge noch Modifikationen, dass sie die Deckung durchbrechen oder dass sie irgendeinen Effekt haben. Oder dass sie langsam ja, sind oder mehr Schaden machen. Oder exakt, so. dass sie mehr Schaden haben, dass sie langsam sind. Das heißt, das ist schon gut, dass man sich das zusammenwurzeln kann, aber dass jeder, jeder einzelne Move basiert auf einer Ausgangsstellung und auf einer Endstellung und dadurch schränkt sich dieses System, was komplex an, anmutet, schränkt sich dieses System so stark ein, dass man es letztendlich gar nicht auskosten kann. Find, fand ich. Ich hatte überhaupt gar keine großartige Variation, da was, was großartig nach meinen Ermessen, weil jedes Mal dachte ich, okay, ich will jetzt den Schlag haben, nee, geht nicht, weil der hat die falsche Stellung. Ah, will ich den da unten, nee, geht auch nicht. Und okay, ich habe jetzt die Auswahl zwischen zwei Schlägen, der nur für diese Stellung geeignet ist. Und das war die ganze Zeit hindurch. Also ich frage mich, ich konnte minimal das einigermaßen. Ich habe mir eine Combo rausgesucht, die dann schnell war und eine rausgesucht, die ein bisschen langsamer und kraftvoller war und musste dann halt bei jedem Kampf darauf achten, okay, ich muss jetzt wieder in die Ausgangsstellung zurück, weil wie es jetzt beispielsweise also es ist aktuell so ein Trend erkennbar, der mit Stellungen arbeitet. vor Honor hat da so ein bisschen mit angefangen aus mm. meiner Sicht, weil vor Honor basiert darauf, dass man auf den Gegner achten muss. Das ist nämlich das diese Zweikämpfe, die man auch aus der Souls-Reihe kennt. Ich muss darauf achten, was der Gegner macht. Diese Faustkämpfe man mm. tänzelt so um den rum. Ah er reagiert. Der Schlag kommt von rechts, also muss ich rechts ablocken. das, das gibt es in Absolver überhaupt gar nicht. Also ha, okay, die, dann, die, dann, die, genau stimmt. Das äh, hast du recht, dass die das, das, du, die, hast die keine, du hast keine Zeit zu reagieren in dem Moment, weil der Gegner macht einen Tritt von, von, von links und in, in dem Moment solltest du, also ich jetzt auch als, mit, die, mit dieser Kung-Fu-Stellung äh, oder, oder mit der Kung-Fu ähm, na, egal, muss, hätte ich jetzt einfach quasi so, ein, so einen Ausweichschritt nach rechts, nach links machen sollen, aber das funktioniert nicht, das ist ja, zu Also, viel zu die, schnell. also die, die Stellungen haben keine Auswirkung darauf, was der Gegner macht, das, sondern das die stimmt. Stellungen haben, haben wirklich nur... Die, 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 die sind dafür da, um sich halt eben diese Moves zusammenzubasteln. Und zwar immer in Kombination mit einer leichten und mit einer starken Attacke. Und da kann man schon so ein bisschen, also ich würde sagen, also ich habe mir ungefähr so drei, vier Kombos höchstens eigentlich waren es nur zwei hauptsächlich gemerkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt mein schneller Combo und das ist jetzt mein langsamer Power-Combo. So. Also, ich habe dieses System nicht ausgekostet, weil ich es auch nicht musste. Aber das ist jetzt schon wieder eine andere Geschichte. Aber ich finde, man konnte da nicht viel mit, also ich meine, man, konnte, man kann nicht viel damit machen. Also, es ist, es, ist, es ist anders, aber es ist bei weitem nicht komplex. Und äh, ich habe. Äh, in meiner ganzen Spielzeit ich habe das Spiel einmal durchgespielt, habe dann noch ein paar Herausforderungen angenommen und ich hatte immer noch sau viele von diesen Moves nicht freigeschaltet. Und dann denke ich mir, wie lange muss ich denn bitte schön spielen, um dieses Kampfsystem, was was damit wirbt komplex zu sein, wann kann ich das denn auskosten, weil dazu brauche ich eigentlich mehr Moves, um es mehr zu customizen, aber offensichtlich setzt das wieder Grinden voraus und darauf habe ich keinen Bock, also das ist, es bremst sich eigentlich so ein bisschen selber aus, aber das ist eine andere Geschichte, weil ich nicht wirklich weiß, was, wo wollen die denn da noch so hin mit diesem Ding, also so habe ich es jetzt erstmal wahrgenommen. Das, was ich am interessantesten fand am Kampfsystem ist, dass nach jedem Schlag, den man ausführt, der Gegner ab einem bestimmten Intervall gelb aufleuchtet. Dadurch ergibt sich so ein Rhythmus-Game, wenn man in einem bestimmten Takt die, die Schläge drückt, wird man schneller. Und mhm. das habe ich, hab ich richtig krass. Das fand ich richtig interessant und das war auch das, worauf ich mich fokussiert habe. Denn je schneller man angreift, desto weniger hat der Gegner eine Möglichkeit, äh, dagegen zu, zu blocken, darauf zu reagieren, ist abgelenkt äh, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig muss man noch sagen, dass es halt auch wie bei Dark Souls eine Ausdauerleiste gibt. Das heißt, wenn man blockt, verliert man die Ausdauer, wenn man schlägt, verliert man auch die Ausdauer. Aber unterm Strich war das ziemlich stark fixiert auf Schlagen, 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 Treten, Schlagen, treten, Schlagen, Treten, Schlagen, Treten, Schlagen, Schlagen, Treten. Und wenn der Gegner ausholt, weicht man halt aus, damit er ins Leere schlägt und man halt dann ausholen kann. Äh, ich möchte ein paar Sachen jetzt sagen, verdammt. Ja, dann dann sagt ihr sag auch mal was. Aber also ich möchte jetzt gerne auf das Kampfsystem noch mal ein paar Sachen sagen, denn ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, es ist definitiv nicht so komplex, wie es sein hätte wollen. Gerade was das Thema mit den combo attacken angeht. Ich habe da vielleicht dreimal irgendwas zusammengebastelt und war dann eigentlich schon recht zufrieden. Ähm ich muss noch definitiv auch darauf eingehen, was ich das auch visuell unfassbar beeindruckend fand, wie die Tritte und die Schläge halt so ausgeführt worden sind. Und was ich auch einfach liebe ist halt diese, ist dieses Nahkampf Martial Arts Ding so ich weiß nicht ich, ich mag Enter the Matrix weil eben dieser dieser Fokus auf dieses diese, ne, so diese diese Soundeffekte wenn der Schlag halt sitzt und wenn er pariert und sowas ist finde ich einfach geil und das ist bei diesem Spiel genauso gewesen ich hatte ich hatte ich muss zugeben ich hatte dann irgendwann mal, als ich erfahren habe, dass du ja nicht so begeistert warst, war ich nicht so, hatte ich nicht so, wie soll man sagen, ich war, hatte keine Erwartungen, aber allein das hat mich schon, hat mir schon Spaß gemacht. Diese Kämpfe zu beschreiten, die Gegner irgendwie in, in ein paar Schlägen irgendwie wegzuhauen und so diesen, ja, dass das halt so gut ausgesehen hat, dass das so gut geklungen hat, das fand ich schon ziemlich geil. So. Ähm. Was ich sehr, sehr schade fand auf jeden Fall, das hast du auch noch nicht gesagt, das fällt mir noch so auf, dass jetzt kein Gegner mit so, die haben ja auch verschiedene Kampfstile, das habe ich aber nicht gemerkt. Also es hat keine Auswirkungen, ob ich jetzt gegen den Weiß nicht, gegen den Kickboxer kämpfe oder gegen diesen Straßenkämpfer oder so. Stell dir mal vor, du könntest, wenn du jetzt, so weiß nicht, du spielst jetzt so diesen Kickboxer, der hat ganz andere Moves und der, der hat auch, einen, der steuert sich auch ganz anders. Ich glaube nicht, dass die sich unterscheiden. Großartig. Sondern Nein, das, weil du jedes Mal, du weißt aus und kommst dann von der Seite genau, rein. Das richtig. Jedes das Mal, das ist sehr, sehr schade eigentlich. Ich habe noch nicht mal geblockt, weil muss du es ja auch nicht. Du siehst ja auch schon, die Schläge kommen ungefähr. Hm. und kannst immer schnell zur Seite ausweichen. Ja, genau. Aber, jetzt kommt ja. das große Aber. Ich finde, gegen die NPCs stimmt das Ganze, alles, was du gesagt hast, aber gerade wenn du in diese PvP-Schlachten gehst, also, also Schlachten, also die PvP-Kämpfe, ähm, diese Herausforderungen, die du genannt hast, wo du dann mit einem anderen Spieler in einem Ring, so, so eine Kampfarena steigst und dann geht's halt zur Sache. Ich habe mir da Fights geliefert, da pochte mir das Herz, Alter. Das fand ich richtig, richtig nice. Das, ähm, dass, dass dass, dass ich die Oberhand habe, der Gegner sich dann umgestellt hat oder zumindest halt in der Taktik geändert, dass er dann auf einmal die Oberhand hatte, dass ich dann halt nochmal reagieren konnte. Da war es eine ganz andere Nummer. Ich habe dann mit, mit Ausweichen und Treten ist da nichts mehr. Das ist so, gegen den menschlichen Gegner reicht das dann nicht mehr. Da musst du schon, ja, ernsthaft, also ich bin da nee. nicht... <laughs> Ernsthaft, ich habe da schon dann irgendwie andere Moves gemacht. Ich habe dann mehr getreten, ähm, habe mich dann anders hingestellt. Also ich hatte da schon schon das Gefühl, dass das dass das Spiel dann äh, eine andere Nummer wird oder zumindest dass das eher eine, eine, eine viel taktischere Nummer wird. Es ist zwar noch nicht so tief, wie es mir gewünscht hätte, aber ich muss sagen, dass es gegen NPCs eine ganz andere Sache ist. Ich habe ich habe ich bin da durchgerushed. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe vielleicht dreimal verloren oder sowas. Und äh, es war immer dasselbe: zur Seite weg und drauf. <laughs> und es war in meiner Wahrnehmung war es so: der, der den schnelleren Kombo hatte, der gewinnt. Ich sag, dir, ich sag dir, wie es ist. Genauso war das in meiner Wahrnehmung. Der, der die schnelleren Combo hatte, weil das Ausweichen funktioniert auch nicht so sonderlich gut. Oftmals willst du ausweichen, du weißt ganz genau, du hast rechtzeitig gedrückt. Die Animation sieht auch gut aus, aber trotzdem kriegst du noch einen Schlag ab. Das war auch mega schwammig aus meiner Sicht. Das war einfach nur für mich war es einfach Buttonmashing, ein bisschen Ausweichen und Buttonmashing. Und ich habe die Leute einfach der Reihe nach geownt und gescoolt, Alter. Ich bin wirklich, ich sag's, ich hab mich bis Level 10 habe ich durchgezogen. Ich hab bis Level 10 mich gegrindet, weil ich eine Herausforderung ausprobieren wollte, äh, im New Game Plus. Und äh, ich hab da so gut wie keine Probleme gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich verstehe das nicht. Ich fand's auch, ich hab mir ein, eine Kombo zusammengebastelt, die einfach schnell war. Und wenn ich eine Lücke gesehen habe, hab ich halt mal einen, sch einen, sch einen schweren Tritt hinterhergefeuert. Und so habe <laughs> ich, ich hab die alle, ich hab da. Ja die waren schon spannender, das stimmt schon, aber ich fand sie äh, trotzdem immer noch sehr sehr simpel und oftmals habe ich mir gedacht dann also wenn ich mal verloren habe, dann waren die Gegner wirklich so schnell, dass ich weder blocken konnte, weder parieren konnte, weder ausweichen konnte und dann wurde ich halt verprügelt. Ich habe auch ich habe auch nur auf Stärke gelevelt. ich sag dir ganz im ernst ja, okay. ich habe ich hab Stärke 25 gehabt am Ende vom Tag okay. so und alles andere so auf. 10, 12, 14, mhm. auf Willenskraft auf 5. Ich habe die halt einfach, weil ich wenige Treffer gelandet habe, aber trotzdem immer viel Schaden gemacht habe, habe ich die meisten Kämpfer halt einfach gewonnen. So. Und richtig bescheuert wird's halt, wenn du in Arealen kämpfst, die wo man durch Fallen sterben kann. So, wo mhm. durch runterfallen. Ach ja. so, ja, ja, ja. So, weil da war es richtig dumm, weil dann rüstest du halt einfach diese Spezialattacke aus, dass der Gegner zurückgestoßen wird und dann ist es nur noch Glück. <laughs> das ist, das ist, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist, ich fand ich nach wie vor am Ende vom Tag fand ich es weder komplex noch irgendwie groß customizable, noch irgendwie groß kontrollierend. Also das Kampfsystem war ganz nett, aber pff, nee, also sorry, das ist, ist nicht der heilige Gral, als dass es irgendwie angepriesen worden ist. Nee, das auf gar keinen Fall. Also, ich muss, ich muss sagen, für mich, ich hatte da echt mal Spaß mit. Ähm, es gab viele Dinge, die mich echt gestört haben, ähm, die auch einfach frustrierend und nervig waren. Ähm, aber unterm Strich, muss ich sagen, ne, die, die Spielwelt hat mich, hat mich gereizt. Ich fand, ähm, das, das Kämpfen hat mir Spaß gemacht. Ich äh, die, fand die, fand die, fand, fand die Optik auch sehr ansprechend. Ich, ich fand es halt sehr kurz und sehr unübersichtlich und auch viel zu viel zu. Die, die, es gibt überhaupt keine Struktur im gesamten Spiel. Also wie gesagt, drei Stunden durchgerusht und halt fast 90% des Spiels schon beendet, ohne dass ich das wusste. Das ist so, das ist so, das ist so völlig. Da hat man ja. überhaupt keine Struktur reingesetzt. Eine Sache würde ich halt gerne noch erwähnen ja. zum Kampfsystem. Es gibt halt noch die, die Scherben, die man halt irgendwie, also es gibt noch Bonusfähigkeiten, die man freischalten kann. Über das DigiPad. Also man kann sich man kann sich heilen auf jeden Fall. Also man kann zwei Ach, super, Fähigkeiten ja, ja, ausrüsten. Genau. Man kann sich zwei Fähigkeiten auf das Sticky Pack legen. Das sind unterschiedliche Sachen. Man kann sich heilen, man kann die Gegner abstoßen, man kann Malus auf den Gegner setzen, so eine Energiewelle absondern. Also da gibt es noch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann man dann halt einsetzen. Und es gibt halt noch Waffen. Also beziehungsweise, man hat mir, also auf der Gamescom hieß es, es gibt Lanzen. Ich habe keine einzige Lanze gesehen nee, im ganzen Spiel. Es gibt Schwerter und es gibt Handschuhe. Und bei den Handschuhen ist das so, auch die kann man im Prinzip so als Bonus, als dritte Fähigkeit letztendlich so für eine begrenzte Zeit reinholen, da macht man halt nochmal mehr Schaden, dann gibt es halt nochmal mehr Wumms oder muss ich dir recht geben, also dieses, dieses diese Inszenierung, also dass man wirklich so das Gefühl hat, dass, dass Kraft in den Schlägen steckt, das fand ich auch geil umgesetzt und es gibt halt noch Schwerter, das heißt man kann ja natürlich auch seine Ausrüstung wechseln und die Ausrüstung äh, modifiziert immer den Schlag, also komischerweise auch, nicht wirklich die Panzerung, es geht immer nur auf den Schlag und auf den Stich. Und es hat halt ein Gewicht, dass du halt eben dich langsamer bewegst, aber auch da habe ich drauf geschissen. Ja. Ich hab mir einfach, ich habe mir immer das Stärkste drauf gepackt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich beeinträchtigt bin. Ich habe trotzdem mit Buttonmashing immer alle zu Klump gehauen. Und, du bist äh, auch so ein Butt-Spencer, Alter. <laughs> ja, das ist, ich fand da halt keine Schwierigkeit drin. Deswegen den Vergleich mit Dark Souls, klemmt den euch. Vergisst es. Das. das hat nichts mit Dark Souls zu tun, vom, vom Spielgefühl. Und ähm, äh, ja, das ist so das Letzte, worauf ich noch halt ein, drauf eingehen muss. Du besiegst, und das ist halt, man besiegt halt im Prinzip. Sie haben, ich habe so das Gefühl gehabt, man spielt ein Early Access Game. So, <laughs> es, es hat, es hat eine interessante. Ich sag's dir ganz ehrlich, es kostet 30 Euro. Man hat Bugs drin, man hat Delays drin, man hat das Gefühl, sie haben eine Idee, aber keine Ahnung, was sie da aus dieser Idee machen, weil sobald du diese Bosse besiegt hast und das Tor durchbrochen hast, dann gibt's noch mal ein Fight, den ich auch beim ersten Mal direkt, also ich bin wirklich komplett, ich habe keine Schwierigkeit in diesem ganzen Ding gesehen, ich bin komplett durchgeruscht durch alles <laughs> und dann bist du wieder in, in der Ausgangssituation und ich habe im Nachhinein gelesen, ja, das ist jetzt New Game Plus. So, das, ist, das ist das New Game Plus und das Geile ist, du bist in, in dieser Ausgangswelt, hast dann noch einen Dialog und dann sagen sie dir, ja, du kannst jetzt durch diese Welt weiterlaufen, du kriegst jetzt hier ist dein Absolver-Item, so, was halt, kann man das spoilern, das ist ein Umhang, so auch nichts yeah, besonderes. Yeah. Dann hast du halt deinen Umhang. Ja, das ist jetzt dein Absolver-Umhang. Jetzt kannst du hier weiter trainieren. Oh, Ton, wir melden uns bei dir. <laughs> sie sagen, sie sagen einem allen Ernstes. Wir melden uns bei dir <laughs> und, und ab dem <laughs> denkst du dir, okay, und ab dem Zeitpunkt hast du halt gar keine Ziele mehr. Du kannst noch Herausforderungen annehmen, die aber nur ab einem bestimmten Level anwählbar sind und für diesen Level musst du dich im PvP halt hochleveln. Das heißt, ich habe mich im PvP, das ist der einzige Grund, warum ich es überhaupt gemacht habe, habe ich mich im PvP, was weiß ich, in der Stunde auf Level 10 hochgelevelt. Das ging auch ruckzuck. Du kriegst halt nach, kriegst dann immer so Sterne und nach fünf Sternen kriegst du halt ein bisschen steigst in einem Level auf. Oder du kriegst da halt gleichzeitig äh, Erfahrungspunkte für deine äh, Levelpunkte, die du noch, für deine Skillpunkte, die, die du noch vergeben kannst. Dann kannst du dir so Herausforderungen noch machen. Aber das sind im Prinzip immer noch dieselben Bosse, wo ich auch das Gefühl hatte, die sind nicht schwächer, die sind nicht stärker geworden. Also das der Typ, bei dem wir in der Gamescom noch die Session hatten, der hat uns noch gesagt, dass es egal ist, wo, wo lang man läuft, weil die Gegner sich dem eigenen Skill anpassen. Mhm. Das ist eine Sache, die kann ich einigermaßen unterschreiben. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich wäre jetzt overpowered. Also die Typen waren trotzdem genauso stark irgendwie, also vom Schaden und vom Austeilen. Aber ich, ich raff die Besonderheit halt nicht. Es ist anders, es hat interessante Ansätze, aber es ist weder präzise, es, also hauptsächlich finde ich es nicht präzise. Und hauptsächlich finde ich es auch nicht komplex. Es ist nach wie vor Buttonmashing bisschen ausweichen, ein bisschen abschätzen, ob ich jetzt eine langsame oder eine schnelle Attacke mache. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist halt einfach dieses, diesen, äh, diesen Active Reload so nach dem Motto zu richtigen Zeitpunkt nochmal schlagen, um halt schneller den Combo auszuführen, um dann halt eben einen Vorteil zu haben. Weil wenn man schnell genug ist, könnt ihr überhaupt gar nichts machen, <laughs> so. weil das Parieren macht niemand. Das doch, bei mir gab es jede Mengenkämpfe, wo, wo die pariert haben. Und das war ja auch schon wirklich diese die Schwierigkeit, dann da irgendwie ein Mittel, einen Weg zu finden, doch noch die Gegner niederzuringen. Ich weiß es nicht. Also ich bin von dem Ding sehr, sehr. Also ich fand äh, Props für die Idee, Props für den Multiplayer-Aspekt, aber sorry, das ist jetzt keine Evolutionsstufe für ein neues. Das, also ich fand das sehr, sehr ernüchternd unterm Strich. Gerade weil es 30 mhm. Euro kostet und man es wirklich. Also ich habe das jetzt. In, in zwei Sessions durchgespielt. Ja, ich habe auch ich, glaub ich, so durchgespielt. Zwei, zwei Sessions, wo man sozusagen muss, dass eine Session mit, dem Ey, mit der Suche in dem letzten gezeichneten war schon Hölle. Jetzt mal die Frage. Nehmen wir mal an, die, die Levelstruktur wäre eindeutiger gewesen und du hättest dich leichter zurechtgefunden. Du hättest dir mindestens eine Stunde auch gespart. Ja, klar, auf, das, jeden, das Fall, auf jeden Fall. Ganz im Ernst. Also. Ich finde, es gibt zu wenig diese Fighting-Games, die Fokus drauf legen, dass man halt auch äh, One-on-One-Kämpfe hat, also klar, es gibt sowas wie For Honor, aber das ist für mich so, ähm, das ist für mich zu simpel, so, okay, hoch, hoch, rechts, rechts und so, ich möchte es lieber haben, dass es schon so ein bisschen auch auf das Timing ankommt und sowas und das habe ich, hab ich, hab ich bei Absorber bekommen, deswegen fand ich es ziemlich nice. Das Problem ist halt, es hat, ähm, also ich würde nicht sagen, also für mich ist es, wenn ich jetzt eine Wertungsskala hätte, so eine eigene, wäre es, jetzt, wäre es jetzt auch nur eine 7 von 10 oder so, Also weil, weil, weil es einfach das Potenzial nicht, ähm, nicht, nicht nutzt, die ich Ja, es exakt. hatte. Ich, ich fand es ja auch nicht schlecht, aber das Problem, was ich jetzt darin sehe, wir haben jetzt total viel Zeit in dieses, in dieses Review reingebuttert, nur um euch zu erklären, wie das überhaupt alles funktioniert, aber am Ende vom Tag muss ich sagen, du fuchst dich da rein, aber es, es kommt kein besseres oder schlechteres Spielerlebnis raus, als du irgendwie mit irgendwelchen anderen Games hast. So, das ist, das ist so, das ist so. Es, am Ende vom Tag wirkt diese ganze mutmaßliche Innovation eigentlich mega belanglos, weil man sowieso nur ausweicht und auf die Buttons drauf smasht. Ich sag, ich sag dir, wie es ist, also ich, ich bin da ziemlich unbeeindruckt, das ist viel Ambition, aber das wenigste wird gehalten. Da bin ich eher, da bin ich eher beeindruckt von dem Multiplayer-System, so, und von dem Grafikstil, als dass es jetzt vom Kampfsystem war. Mal ganz ehrlich. Okay. Ja, schwierig. Ja. Ich lasse mir meine Freude an Absorber nicht nehmen. Ja, kann, kannst du ja gerne auch, aber ja, ein bisschen, also, ne, mal richtig machen, ohne Delay, ohne Probleme, mit ein bisschen mehr Umfang, so, bisschen mehr Variation mit rein, dann könnte das eine geile Sache werden, aber ansonsten ist das alles viel guter Wille und Wenig gehalten. Ja. So. So. Und an der Stelle kommen wir jetzt zu unserem letzten Spiel für heute. Und da möchte ich, also wir reden erstmal, wir reden erst mal darüber, was das für ein Spiel ist. Beziehungsweise, worum es geht. Es geht um Last Day of June. Von einem italienischen Entwicklerstudio namens Ovo gepublished von 505 Games. Ich glaube, sie heißen wirklich, heißen die 505 oder 505? Ich, so ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir können ja mal sagen, dass äh, das Review jetzt, also wir hätten es glaube ich auch so vorgestellt, aber trotzdem ist es in netter Zusammenarbeit entstanden mit 11 Media GmbH, die uns tatsächlich auch Codes zum Verlosen gesponsert haben. Und dir dein, also ich habe es bezahlt, du hast einen Code bekommen, wir haben es beide gespielt. Ja. Und äh, das wollte ich mal im Vorfeld erwähnen. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, damit man das vielleicht auch noch mal als als als, ähm, als das Disclaimer noch mal irgendwie weiß, ich, ich hatte nicht vor, mir das Spiel zu kaufen. Echt nicht? Nee, ähm, ich, ich bin eigentlich schon so ein Fan von diesen emotionalen Spielen. Ich weiß es ja selber. Aber ähm, ich muss sagen, im Vorfeld hat mich der Trailer etwas, also er hat mich jetzt nicht gecatcht, weil das das Design ist jetzt nichts gewesen, was ich jetzt per se geil finde. Ja, du bist halt einfach so, das ist, du bist halt einfach kein Burton-Fan. Ich genau. muss dazu sagen, ich kannte das Entwicklerstudio schon von einem Vorgänger-Game von Murasaki-Baby, was ich auf der Playstation Vita gespielt habe. Kann sich da jemand noch dran erinnern? Das war ein PlayStation Vita Game, so ein Puzzle-Spiel mit dem sehr, mit einer sehr skurrilen kindlichen Figur, sehr, sehr creepy alles. Mhm. Und man hat im Prinzip äh, die, die Touch-Oberfläche ausgenutzt, um halt eben. Ja, das, die Umgebung, die Charaktere, Gegenstände zu manipulieren und um dann halt so kleinere Rätsel zu lösen. Das war sehr, sehr creepy gemacht. Und, und ähm, Last Day of June erinnert mich auch eigentlich eher an äh, Stop-Motion-Filme und an einen eigentlich, es ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite will es eigentlich sehr, sehr künstlerisch harmonisch wirken, aber auf der anderen Seite wirkt es allein dadurch, dass die Figuren beispielsweise keine Augen haben und riesengroße Köpfe, es wirkt ein bisschen creepy. Richtig. Ähm, was ich auch oftmals in Kommentaren gelesen habe. Also es ist irgendwie in seiner eigenen Darstellung sehr ambivalent, aber es erinnert so ein bisschen an Coraline. Diesen, ja, richtig, äh, genau. Ja. Ne? So, aber, Nichtsdestotrotz habe ich mir den Trailer angeguckt und habe mich direkt schon so ein bisschen weiter interessiert, weil es ein sehr, sehr malerischer Grafikstil ist, sehr, sehr bunt, sehr, sehr farbenfroh und äh, es doch gleichzeitig schon anmutend eine sehr, sehr tragische Liebesgeschichte erzählt über den letzten Tag von June. Also es geht um ein Pärchen. Das nehme ich jetzt einfach mal, nehme mir mal die Zügel in die Hand. Das macht ein das Pärchen. Um, okay, die um, okay. heißen, die heißen Karl und June was ich auch nur erfahren habe, indem ich den Klappentext gelesen habe, weil es gibt keine Sprachausgabe. Ähm, die die Figuren reden so ein bisschen wie Brothers Tale of Two Suns, so mit mit äh, Gestiken miteinander und mit quietschigen Lauten, die am Anfang ein bisschen nervig sind. So ein bisschen ha ha ha. Das kann man machen. War ein bisschen aufgesetzt, so fand ich zu Beginn, habe ich mich schnell daran gewöhnt, aber. Und äh, die verbringen einen sehr, sehr romantischen Tag. Die haben auch eine sehr, sehr schöne Beziehung miteinander, eine sehr liebevolle Beziehung. Das merkt man direkt zu Beginn, um schon mal so dieses Grundgefühl zu, zu setzen. Aber sie sitzen irgendwie an einem, an einem See, an einem Steg und sind da sehr, sehr verliebt und knuddeln miteinander und so. Und dann fängt es plötzlich an zu regnen. Man weiß, June möchte Karl noch ein Geschenk überreichen, findet aber nicht wirklich die richtige Gelegenheit. Aber sie werden vom Regen überrascht, sie müssen mit dem Auto zurück zu ihrem Haus fahren und bauen dort einen Unfall. Genau. Und das ist so das, was in den ersten Minuten sehr, sehr schnell passiert. Das ist halt der grobe Kontext. Und offenbar kommt June bei diesem Unfall ums Leben und Karl landet in einem Rollstuhl. Um nicht weiter zu spoilern, geht es im Prinzip darum, dass Karl über eine... Er hat einen Hobbyraum bei sich im Haus. June war eine ambitionierte Malerin. Dort gibt es Gemälde von Figuren aus der Nachbarschaft, mit denen die beiden quasi zu tun haben, Tag ein, Tag aus. Und über diese Gemälde kann man im Prinzip in die Körper schlüpfen der jeweiligen Charaktere und in die Vergangenheit quasi reisen durch die Bilder mit dem Ziel, die Vergangenheit zu einem, also dass das die Tragik ähm, ungeschehen zu machen. Genau. Also ähm, hat so ein bisschen was von Zeitreise, von Butterfly-Effekt, ne, was man so aus anderen Spielen und aus anderen Filmen schon kennt. Und äh, dadurch entpuppt sich das halt eben einen, eigentlich einen sehr interessanten Aspekt, dass es halt eine Handlung erzählt, die aus unterschiedlichen Perspektiven stattfindet, alle am selben Tag, mit, mit Figuren, die immer eine eigene Prämisse haben, die ein eigenes Ziel haben und die dann in einer Art schon so Exploration Adventure äh, mit diesem Tag umgehen müssen, um ihn letztendlich zu verändern. Ja. Ja. So kann man das jetzt erstmal stehen lassen. Finde ich auch. Man kann dazu sagen, also vielleicht nochmal als, als Beschreibung, wer diese vier Personen sind. Also es gibt einmal einen kleinen Jungen, ähm, den spielt man, glaube ich, zu, zu Beginn äh, und, und, und ähm, also geht es da weiter, dann gibt es noch die, ich glaube, die beste Freundin von 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 June, es gibt den äh, einen Jäger, der in der in dieser, in dieser Nachbarschaft ähm, gerade irgendwie hinter diesem Tag einen Vogel jagt, und einen älteren Herrn, einen alten Opa quasi der ihr auch das Geschenke bereicht hat. Warum wissen wir jetzt aber auch nicht? So. Und jetzt ja, müssen, müssen wir auch gar nicht verraten. So nee, das ist, ist ja natürlich nicht. Aber diese vier Personen sind halt elementar wichtig, um eventuell den letzten Tag von Dune doch noch mal zu einem guten Ende zu, zu bringen. Und wenn wir dann quasi in diese in diese Rollen schlüpfen, beginnt der Tag von von von, von immer von dem gleichen von der gleichen Uhrzeit. Das ist quasi wie ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, und jetzt haben wir die Chance, die Dinge zu verändern. Ich möchte schon ein Beispiel nennen, damit man ungefähr weiß, was los ist. Also ich möchte schon das Beispiel vom Jungen nehmen, denn ähm, der Karl erinnert sich, dass eben der Junge mit seinem Ball, ähm, dafür, also weil, er halt, weil der Ball auf, auf die Straße gerollt ist, dafür gesorgt hat, dass, der, dass sie ausweichen mussten mit dem Auto und deswegen ist der Unfall zustande gekommen. Wir können jetzt allerdings einfach den Tag ändern, indem wir nicht mit dem Jungen mit dem Ball spielen, sondern indem wir ihn, weiß ich, mit dem Drachen spielen lassen, also dass er quasi den Drachen in die Luft äh, fliegen lässt. Und damit ist er nicht mehr auf der Straße, aber ähm, das ist jetzt zwar wie, wieder dieser Butterfly-Effekt, dann gibt es eben andere Veränderungen und ähm, Karl muss immer wieder schauen, wie er das so ändern kann, dass eben June am Ende überlebt. Exakt, also das ist erstmal das übergeordnete Ziel die Vergangenheit im Prinzip zu ändern. Und das Interessante daran ist halt eben auch, dass diese Schicksale, die ja natürlich alle parallel passieren am selben Tag, ineinander greifen. Das heißt, man hat natürlich auch die Möglichkeit, die Vergangenheit für die anderen Personen zu ändern. Und so muss man im Prinzip abwägen, mit welcher Person man was macht, damit das Puzzle am Ende vom Tag im wahrsten Sinne des Wortes äh, zu einem guten Ende findet. Mhm. Was ich erstmal, ähm, bevor wir so ein bisschen auf das Gameplay eingehen, möchte ich noch mal ein bisschen über die Inszenierung sprechen, denn die ist in Last Day of June schon sehr stark, fand ich jetzt zumindest. Also in diesem Wechselspiel von von Harmonie, von Freude, von Sonnenschein, bunte Farben, also der der Grafikstil ist schon in 3D. Er sieht aber gerade in der Ferne schon so ein bisschen, da ist so ein Effekt drauf, dass ja, also es schon so ein bisschen aquarell, dass es so wie gemalt einfach aussieht. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das wechselt ziemlich in einem starken Kontrast zu so einer absolut depressiven Darstellung bei Nacht. Also man, man kann sich natürlich in so, eine, in, so eine, in so ein Pärchen, die halt komplett verliebt sind und dann tragischer Todesfall, also ich konnte mich da schon reinversetzen, gerade weil er im Rollstuhl sitzt. Und das ist dann... Ein ziemlich krasser Wechsel, der mich, der auch so ein bisschen an mir genagt hat, fand ich. Weil er dann auch alleine mit seinem Rollstuhl durch das Haus läuft. Also man steuert die Figuren wirklich wie in so einem Plattformer, also ganz normal mit dem Analogsteck. Und er läuft dann da, er fährt im Prinzip durch sein Haus und ist alleine und ist geknickt und gebrochen. Und das ist wirklich ziemlich bedrückende Atmosphäre. Und gleichermaßen muss man halt natürlich sagen, dass diese Rückblenden, dieses Schlüpfen in die anderen Charaktere sowie das Erforschen der Umgebung durch, durch den, die Rollstuhlfahrt von Karl auch ein bisschen was über die Vergangenheit erzählt. Also man bekommt auch zwischen dem ein, also zwischen dem Hauptziel und den Gameplay Passagen noch so ein bisschen rückwirkend die Charaktere näher gebracht. Genau man hat ähm, das fand ich auch eigentlich ein sehr, sehr cooler Aspekt, dass man, ähm, dass dass jeder dieser Figuren irgendwas auch mit June zu tun hat und und ähm, dass die auch alle ähm eine eigene eine eigene Geschichte, eine, Geschichte haben hm? genau so eine Beziehung auch untereinander so eine haben Beziehung also. untereinander haben und man sie auch so nach und nach so ein bisschen ähm, mitbekommt ich fand es auch zum Beispiel ziemlich cool du kannst in dieser in dieser Siedlung in der man sich befindet die ist nicht sonderlich groß also man man hat das so relativ schnell so sehr überschaubar ähm, kann man auch ähm, ich sag mal das sind so so, so, so blaue Orbs so große weiß nicht, so große einsammelbare Objekte finden. Das sind dann quasi sind fünf an der Zahl für jeden Charakter und der erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von diesem ja, Charakter. So, so Erinnerungen sind genau, das im und das Prinzip. Sind also es gibt ja fünf Stück pro Person, genau. was natürlich ein bisschen smart ist, zum einen triggert das natürlich so diese Sammelleidenschaft, die man ja in Videospielen so kennt, ne, auf der anderen Seite hat das tatsächlich noch ein Gehalt von Backstory, den man, optional muss man sagen, aber es macht schon ein bisschen aber Spaß. Aber ich fand den, ich fand den wirklich, wirklich, ähm der hat mich, mich gehockt, der hat mich geholt. Weil ich, ich, ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der gerne so Sachen sammelt, auch wenn sie irgendwie nochmal die Vergangenheit von Charakteren nochmal irgendwie zeichnen. Ähm, ich, bei, bei diesem Spiel, ich weiß auch nicht wieso, das hat mich wirklich interessiert. Ich habe alle geholt. Ich musste das wirklich alles haben, weil ich das, weil ich einfach auch diese Vorgeschichten super interessant war, fand, wie die Charaktere dann im, im späteren Verlauf, beziehungsweise an dem Tag dann quasi gezeichnet sind. Das fand ich sehr, sehr geil. Ja. Genau. Exakt. Ja, ja ich glaube, alles, was wir sonst noch über die Story sagen würden, wäre im Prinzip äh, spoilerbehaftet oder wäre in Gefahr, noch irgendwas zu spoilern. Ich würde gerne noch mal ein bisschen was zum Gameplay sagen. Und das ist nur so eine Sache, wo ich so einen leichten Kritikpunkt halt wirklich noch habe. Und zwar fand ich es oftmals nicht wirklich transparent, was man denn überhaupt tun muss. Das Spiel lebt davon, dass man, und das finde ich eigentlich recht sympathisch, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich immer derselbe Ort indem man spielt. Es ist immer so das Haus von Karl und hat eben diese Straßen rundherum, wo dann alle anderen wohnen mhm. und die dann halt dort diesen Tag verbringen. Und jeder hat so seine eigene Geschichte und seine eigene Prämisse, was er denn eigentlich machen möchte. Ähm, aber ich fand es irgendwie nicht transparent kommuniziert, was ich denn überhaupt machen muss. Das heißt, man ist erstmal darauf angewiesen, sich mit jeder Person erstmal so umzugucken. Was habe ich denn für Interaktionsmöglichkeiten? Ich kann natürlich auch mit den anderen sprechen. Ich kann äh, mir neue Wege. Bahnen, Gartenzäune halt öffnen, so Tore halt aufmachen. Äh, bin da auch relativ frei, also ein bisschen Neugier ist da schon so am Start, aber irgendwann am Anfang gerade, gerade ab dem Punkt, wo ich noch nicht kapiert habe, dass die Stories auch ineinander greifen, war mir wirklich ein bisschen schleierhaft, was ich denn überhaupt tun muss. Und fand auch, dass das mit, dieser, mit diesem Wechsel der Atmosphäre mich immer so ein bisschen aus diesem Spielgeschehen auch rausgerissen hat, weil es ab irgendeinem punkt so ist dass man auch vergisst um worum es eigentlich geht weil es halt fröhlich ist es ist am, am tag die sonne scheint und das ist eigentlich ein richtig starkes kontrastprogramm zu der eigentlichen prämisse des spiels und ich fand dass sich das in meiner wahrnehmung zumindest zu beginn echt ein bisschen so gebissen hat auch auch unter dem aspekt dass sehr schnell klar wird dass man, also kennst du das, wenn du äh, auch wenn du unterschiedliche Levels bestreitest, aber du weißt schon von vornherein, wie die zeitliche Linie ist. Also du hast vier Figuren und du weißt, okay, wenn ich die eine gespielt habe, muss ich noch drei andere machen und dann passiert ja, und nach, ob ich, klar, also dann ich ja. also das ist so mein Ziel und äh, das ist generell immer so ein bisschen so eine komische Situation, auch weil ich dadurch nie auf die Idee gekommen bin mit einer vorhergegangenen Person nochmal zu spielen, weil ich doch noch irgendwas hätte anders machen müssen. Also ich fand das ein bisschen intransparent. Das hat mich echt teilweise auch ein bisschen frustriert, wenn ich ehrlich bin. Okay, also ich, da muss ich dir leider gar nicht zustimmen. Ich fand das eigentlich ziemlich. Aber ich, ich mir war es eigentlich schon klar, was das Spiel von mir will oder worauf ich, worauf es hinaus will. Ähm, Gerade ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich irgendeine ähm, Sache geändert hatte, und ich gemerkt hatte, okay, es hat anscheinend nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, habe ich verstanden, okay, jetzt verstehe ich, was das Spiel von mir will. Und ich hatte, weil, 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 weil eben die Spielwelt so überschaubar ist und weil es eigentlich wirklich wenige Möglichkeiten gibt zu interagieren. Innerhalb der Spielwelt war es eigentlich, also natürlich bin ich auch am Anfang ein bisschen rumgelaufen, habe erstmal die ganzen Leute mal begrüßt und dann habe ich aber, und dann habe ich irgendwie schnell verstanden, okay, was war es jetzt genau mein Ziel, was will das Spiel jetzt von mir haben? Ich hatte das eigentlich gar nicht, ich hatte wirklich keine Probleme damit. Ja, ich, ich stimme dir zu, du kannst nicht mit vielen Gegenständen interagieren, aber du musst sie ja trotzdem erstmal finden in diesem Areal. Ja, also aber es ist ja nicht so alles groß, Also bist du das alles mal abgelaufen hast und so. Ich habe mich schon so gedacht, hm, ich hätte das irgendwie schon gern ein bisschen zielgerichtet. also man wird da halt einfach reingeworfen. Also es ist halt einfach in jeder Situation. Ist es halt schon eine Momentaufnahme. Ich finde, es, finde äh es interessant, weil ich hatte zum Beispiel ja vor einigen, schon, schon vor von, von vielen äh, Episoden mal The Sexy Brutal besprochen. Und da ist es ungefähr genauso. Du hast auch immer den diese Rückspulfunktion und du beginnst halt irgendwie diesen Tag von neu und musst dann erstmal. Analysieren und beobachten und gucken, wie gehst du jetzt ran, an die, an um diese Morde zu verhindern. Das ist natürlich bei The Sexy Brutal noch deutlich umfangreicher und detaillierter äh, als jetzt bei äh, Last Day of June. Aber deswegen hat mich das gar nicht gestört. Ich war mir sicher, okay, ich fange jetzt eine neue, eine neue Figur an. Was ist überhaupt, wie kommt, was ist jetzt der Anfang von ihm? Warum ist er jetzt, du siehst ja auch schon in den, ähm, weiß nicht, wenn du mit der erste Figur spielst, die anderen Figuren und, und, und siehst, was sie so treiben, ist der Jäger, der, 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 schießt die ganze durch die Gegend und mit seinem Hund läuft er durch die Gegend. Und erst wenn du den Jäger spielst, erfährst du, warum macht er das überhaupt so? Und warum, was, wie kann ich seine, ähm, seine, seine, sein Ziel so für mich umlenken, dass die anderen quasi davon profitieren, aber genauso halt natürlich der der Tag am Ende gut ausgeht. Und das fand ich eigentlich schon ganz ganz, ganz smart gemacht. Ja, das, das stimme ich dir zu. Das ist auch komplett smart. Also irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht. Nur den Einstieg fand ich halt ein bisschen, mhm. mh, ein bisschen intransparent, auch weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, äh, mit den Figuren mehrfach äh, was zu machen. Zumal man auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch oftmals dazu gezwungen wird, das ähm, Ende sowieso einmal zu spielen, was man gar nicht haben will. Ja. Also, man muss den Unfall erstmal provozieren, um dann im Nachgang, äh, was anders zu machen. Und ja, das, äh, das hat dann natürlich so eine gewisse Trägheit noch mit drin, weil man im Prinzip sich denkt, ja, hm, ich weiß doch, was jetzt auch noch kommt und äh, alles ja, klar, das okay, stimmt. das bringe ich, bring ich jetzt auch noch hinter mich. Also das war äh, hat, hat, hat mich, wie gesagt, ein bisschen ein bisschen rausgerissen, aber das ändert ja nichts dran, dass ich irgendwann auch meinen Flow gefunden habe und dann äh, genau wusste. Und das ist ja dann, wenn man die Abläufe im Prinzip kennt, man wird zwar nicht mehr wirklich. So ein bisschen überrascht, weil man schon den Zeitstrahl vor Augen hat. Da ist mein Ziel, das sind die Stationen, die ich noch abzuarbeiten habe. Aber trotzdem weiß man ja, dass zwischen diesen Stationen eine neue Geschichte aufgedeckt wird, man noch mehr Informationen bekommt und das halt eben auch noch spannend und sympathisch halt einfach ist. Und ähm ja, man ständig halt in diesem Wechsel ist, wie ich es schon gesagt habe, zwischen Trauer, Bewältigung, Sehnsucht, Frustration, dieses düstere, aussichtslose, auch noch mit dem Rollstuhl. Also, es ist so, das tut einem halt alles total leid. Und dann natürlich immer auf der anderen Seite dieser schöne, helle Tag mit den, <laughs> mit den Personen, die halt alle so ihrem Leben nachgehen. Und äh, man im Prinzip auch dieselben Szenen auch mehrfach immer wieder und immer wieder und immer wieder, wie du schon gesagt hast, täglich grüßt das Murmeltier, man das so, ähm, so vorgespielt bekommt. Bekommt. Also es hat was so von einem von einem von einem charmanten Kammerspiel mit unterschiedlichen Personen, was man halt eben interaktiv beeinflusst. Ähm, genau. Ich hätte noch eine kleine Sache, die ich unbedingt anmerken wollte, weil was mich extremst beeindruckt hat, auch als Filmfan, ähm, ich meine, es, es handelt sich hierbei um ein Indie-Studio und ich, es handelt sich hierbei auch nicht um eine hohe Produktion, aber wenn du dann diese so, paar Zwischensequenzen hast, so Cutscenes. Die Kameraeinstellung ne? Das fand ich, fand ich super genial. Also, da gab es teilweise so, Exakt. so Sachen, da hab ich gedacht, so, das ist jetzt richtig smart. Also, die, die steigen beide ins, ins Auto ein und siehst halt sie, sie von hinten, quasi sowieso, als ob du in den Rücksitz sitzt und so. Und das, das sind so Kleinigkeiten, die, die finde ich einfach sehr, sehr angenehm und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erfrischend. Das haben sie immer wieder gemacht und, bringt noch mal so eine richtig schöne Note, so eine filmische Note rein, obwohl es sich halt mit seinem Design offensichtlich nicht um ein High-Budget-Spiel handelt und so. Fand ich sehr, sehr geil und sehr, sehr angenehm. Auch natürlich auch die Musik, ey, boah. Also da gab es ja manchmal so Tracks und, und, und so schön emotionale ähm, Klavierklänge und so, die haben das noch mal äh, unterstrichen. Es, ja, es ist halt auch, man muss mal so sagen, ich glaube, es ist kein Geheimnis, es ist halt ein sehr emotionales, ein sehr rührendes Spiel ähm, und natürlich auch ein ziemlich... Ähm, auch durch seine Prämissen ein sehr hartes äh, Spiel. Also, du musst halt schon, also, wenn du nah am Wasser gebaut bist, dann äh, kannst du dich schon auf etwas einlassen, finde ich. <laughs> ja, ähm, das stimmt. Das ne? stimmt, ja. Ähm, das stimmt. Genau. Jetzt weiß ich nicht, was, was hab ich, gibt's jetzt noch was? Ich kann, dir, ich kann dir im Prinzip nur zustimmen. Also, auch gerade die Inszenierung, ich finde, das Spiel punktet halt einfach mit der Inszenierung. Das, mhm. ist, äh, das ist richtig gut gemacht. Ich, man muss vielleicht ein bisschen abwägen. Wie gesagt, wie immer, mal einen Trailer angucken. Ich glaube, dieses Design, was halt schon so ein bisschen, ja, so Stop-Motion, Knetfiguren, ein bisschen puppig aussieht, ein bisschen, ein bisschen skurril halt eben auch. Ich glaube, da wirklich Tim Burton ist da äh, kein, kein schlechter Ansatz, um darüber zu sprechen. Ähm Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, das ist ja sogar mit, mit einem namhaften Typen. Das ist in, in Kombination entstanden mit Jess Cope. Der war beispielsweise Animator bei Frank Frankenweenie. Also, das okay. ist so ein Animationsfilm gewesen, der auch schon so ein bisschen so eine morbide Richtung halt hat. Oder hat ein Metallica Video directed. Äh, Here comes revenge, was halt auch so ein bisschen äh, wie so ein Bilderbuch, so ein bisschen gezeichnet war, auch so ein bisschen düster und ein bisschen skurril. Also, ich glaube, das ist so ein, so ein allgemeiner Grafikstil, der da halt mitschwingt. Aber ich finde das halt auch charmant. Also, ich mag sowas, wenn das halt so ein bisschen so ein bisschen creepy halt noch ist, dass sie halt keine Augen haben und dass der halt so ein, dass sie total dürren, schlaxigen Körper halt haben alle. Und dann setzt er sich seine riesengroße Brille auf seine riesengroßen Kopf ja. so drauf. Also, also ich mag sowas, ne. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das vielleicht Leuten ein bisschen zu, naja, zu abstrakt ist. <laughs> Man da vielleicht nicht so viel mit anfangen kann. Aber unterm Strich ist es halt einfach, eine schöne Geschichte von Alltagssituationen mit einem recht ruhigen Gameplay, schon mit Adventure-Einlagen, aber halt äh, auch Exploration halt mit drin, äh, was aber auch durchaus spannend war, also was ich auch sehr, sehr gerne verfolgt habe, um letztendlich zu wissen, wie das Ganze endet, was wir natürlich nicht verraten wollen, wo ich aber doch sage, dass da doch die ein oder andere Szene noch dabei ist, die, die ich wirklich sehr emotional fand. Ja. In, in Bezug auf die Hauptstory mit Carl und June, der natürlich gerne seine Frau wieder hätte, aber natürlich auch was mit der Vergangenheit und mit dem mit der Prämisse der einzelnen Figuren noch zu tun hat teilweise. Ja. Also es ist ein sehr charmantes Ding und auch mit der Inszenierung ein sehr künstlerisches Ding und äh, ich habe das wirklich sehr genossen. Ich habe das sehr sehr gerne gespielt. Ich sag auch, wie es ist. Ich habe eingangs gesagt, ich hab mir, hätte mir das Spiel nicht gekauft. Ähm aber, das und, mich aber ehrlich gesagt, ich bist du nicht so bei so einem Grafikstil nicht so immer direkt. Ja, ich vorne bin ja nicht dabei. So, also ich muss dazu gehen, weil es gibt ja manchmal so Sachen, so, ich, ich, sehe schon im Trailer, es hat eine wunderschöne Musik, es so eine wunderschöne Musikbegleitung, ähm, und es wird, also auch, es geht um ein Liebespärchen, das ist eigentlich schon eine Sache, die mich anspricht. Ich hätte es bestimmt irgendwann mal gespielt, aber nicht sofort, weil ich wirklich sagen muss, auch im Trailer, Sorry, ich fand den Trailer jetzt auch nicht sehr repräsentativ fürs Spiel, denn auch, ich habe mitbekommen, auch in den Kommentarbereich, die Leute wissen gar nicht, was das für ein Spiel ist. Du, du hast da kein Gameplay und so. Ähm, deswegen, es ja, war, das es war leider das ist nicht so äh, aussagekräftig, dass ich sage, okay, das ist etwas, was ich spielen will, weil, wie, ich, wie du schon sagtest, also dieser dieser dieses Design war halt einfach nichts, was mich an, angesprochen hatte. Ich ja, fand es so, so also mega <laughs> creepy mit den fehlenden Augen. Ähm, <laughs> ja, ernsthaft, also muss ich halt sagen. Ja, aber, du, aber du merkst doch schon, dass das Spiel hauptsächlich so mit der mit der Tragik, mit der Emotionalität und mit der Inszenierung halt einfach punktet. Und ich glaube, dass das, das also wäre einfach nur verwirrend gewesen, wenn du das Gameplay halt da gezeigt hättest. Ich, ich, ich Na, verstehe, du ich musst verstehe doch, das. Du musst doch irgendwie dem Spiel, den 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 potenziellen Käufer davon in, in, in Kenntnis setzen, was er erwarten kann. So natürlich, ich erwarte durch die durch die ne, durch das Audiovisuelle eine emotionale Geschichte um zwei Liebenden, aber ich muss doch wissen, was, was ist denn das für ein Spiel? Wie gesagt, ich war, ich war natürlich, ich habe wirklich auch abgewartet, was du dazu sagst, dass natürlich dann, ähm, dass natürlich dann die Anfrage kam, ob ich das dann mal testen möchte. Da habe ich natürlich nicht nein gesagt ähm, und ich muss auch sagen, ich bin ultra froh. Und hätte ich das gewusst, was für ein Spiel das ist, hätte ich dafür auch bezahlt, ganz ehrlich, weil das war echt wirklich eine emotionale Geschichte die mich auch abgeholt hat ich bin ja sowieso auch was was das Thema was so bodenständige Liebesgeschichten angeht mir sowieso total äh, kann man mich sofort ho holen ähm, ähm, zudem muss ich auch sagen, das Gameplay mag jetzt vielleicht, oft, also wenn man das jetzt vielleicht mal gesehen hat oder mal, mal selber spielt, mag jetzt vielleicht auch nicht so super spektakulär sein, es gibt jetzt kein Actionspiel oder so, ne? ich mag Adventure-Spiele sehr gerne, die sich auch im kleinen Rahmen handeln, also nicht mit äh, übergreifenden, total großen Kombinationsrätseln, sondern mal so kleine Sachen, wo man schnell auf die Lösung kommt, ähm, habe ich, to hab ich total gefeiert, ich habe es richtig gerne gespielt und ich habe auch einen Abend dafür gebraucht und diesen Abend habe ich genossen. Und deswegen, Ex, ähm, exakt, ja. Ja, also also wenn, das, wenn man bedenkt, ne, dass ich den nicht kaufen wollte, finde ich, bin ich sehr, sehr, sehr äh, positiv aus dem Spiel rausgegangen. Wie gesagt, ich hatte meine Einstiegsschwierigkeiten, weil ich nicht genau wusste, was soll ich jetzt machen und wie greift das. Also ich bin nicht auf die Lege gekommen, dass das ineinander greift. Das musste ich halt erst irgendwie ein bisschen mühselig ausprobieren. Aber als ich das dann verstanden habe, da habe ich auch gedacht, das hat einen guten Flow. Es lässt sich gut gut beenden. Es ist äh, eine schöne Geschichte, die neugierig macht und die charmant umgesetzt ist halt natürlich auch mit den Figuren und äh, ja ich bin da auch sehr sehr positiv rausgegangen ja so ja ähm, jetzt ist natürlich jetzt haben wir noch eine, eine Überraschung für euch denn ähm, wie gesagt wir hatten jetzt die Chance und wir haben jetzt die Chance äh, drei Codes von Last Day of June an euch weiterzugeben und wir machen ein Gewinnspiel daraus natürlich ähm, ihr habt die Chance ähm, das Spiel zu gewinnen es gibt, wir haben zwei Codes für die PS4 und einen Code für den PC. Natürlich ist es wichtig zu wissen, was für eine Plattform ihr favorisiert, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Deswegen haben wir uns folgendes überlegt. Ihr schreibt uns eine PN. Das ist ganz wichtig, dass es nicht irgendwie öffentlich irgendwie in die Kommentarsektion landet, sondern weil dann wäre es blöd. Und ihr schreibt uns dann zum einen das Codewort. Das nennt sich June was natürlich passend ist zum, zum Titel, damit wir auch wissen, dass ihr das hier alles gehört habt und alles, alles cool ist. Und natürlich äh, schreibt ihr uns dazu, welche Plattform ihr natürlich favorisiert, damit wir wissen, ähm, in welchen Lostopf ihr landen wollt. Ähm, deswegen ähm, schreibt uns auf Twitter, Facebook, oder wo auch immer eine PN, damit ihr quasi dran teilnehmt. Wichtig dabei, ich würde sagen, nur auf Twitter und nur auf Facebook, weil ansonsten könnt ihr ja nicht teilen. Äh, stimmt, das ist richtig. Ja, wow, du bist ja richtig, du bist, bist du, du, du connectest richtig gut. Oh um, Gott, ja, wir sind natürlich auch ganz eigennützige Schweine, ganz im Ernst, wir wollen natürlich auch ein bisschen unsere Reichweite pushen, so, deswegen, ihr kennt das Spielchen, teilen und followen, knick, knack, entweder auf Facebook oder auf Twitter. Du bist fucking Twitter. noch mal zu ehrlich, Alter, du bist fucking noch mal zu ehrlich. Ja, also man muss Wir halten ja. euch nicht zurück, wir, das ist, also, die Teile Teilnahmebedingung ist wie beim letzten Gewinnspiel eigentlich auch schon. Ihr müsst den Podcast auf Facebook oder auf Twitter teilen und uns auch folgen bzw. liken, damit ihr daran teilnehmen könnt. Das ist zwar die Teilnahmebedingung. Wichtig dabei: Ihr müsst teilen reicht nicht, sondern bitte schickt dann nochmal die PN mit dem Codewort June und eurer favorisierten Plattform. Dann nehmt ihr am Lostopf teil und dann werden wir beim nächsten Mal die Gewinner küren exakt und wenn ihr schon mal dabei seid ihr könnt auch gerne noch mal eine Bewertung schreiben für iTunes das bringt euch bestimmt was fürs Karma Konto und, <laughs> und, uns, uns, und uns bringt <laughs> es wirklich extrem viel uns, uns bringt das sowieso wirklich sehr sehr viel genau ja genau nun gut so jetzt haben wir wieder mal eine verdammt fucking noch mal lange Zeit wieder erreicht ich bin ultra müde und ähm, würde mich sehr sehr gerne jetzt verabschieden von dir und von euch allen hier ja ähm, richtig Deswegen, ich hab, hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst Bescheid. Das ist cool. Twitter, Facebook. Wir haben heute eigentlich alles abgegrast und sogar noch ein bisschen erklärt. Selbst Patreon und Amazon haben wir noch mal ein bisschen irgendwie. Äh, Amazon sei schon. Ähm, äh, iTunes haben wir noch mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen noch mal aufgestockt. Ja. Fand ich ganz gut. Immer verstreut über den Cast. Dann wirkt das nicht so, wirkt es nicht so unterwürfig. Es, äh, war eine bunte, es war eine bunte Mischung aus interessanten Spielen, aus, aus Freude, aus Reinfällen, aus dem eigenen Elend, der finanziellen Situation <laughs> und äh, kontroverse Themen. Dash FM, meine Damen und Herren, yay, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Genau. Wer hat an der Uhr gedreht? Schaltet <laughs> und wir sehen uns dann nächste Woche am Sonntag, wie immer, um 12 Uhr. Ihr könnt dabei sein. Dash FM, yay. Bevor wir ganz bekloppt werden, brechen wir mal hier den Podcast ja. ab und dann gehen wir mal pennen. Was soll denn das jetzt hier? Alles klar. Wir hören uns. Ciao. Jo, ciao.